und ganz herzlich willkommen bei Kirby Space Program heute mit dem Tutorial. Das mit dem Alarm aus hat nicht so gut funktioniert. Optisch weg, akustisch noch da. Sehr gut. Schön, dass ihr da seid. Wir werden heute ein bisschen die Nachwehen des KSP Free Weekends nutzen und des großen Rabatts in der Hoffnung, dass es vielleicht da draußen den ein oder anderen neuen KSP-Spieler gibt, der oder die noch Fragen hat. Deshalb werden wir uns heute mit einem Vanilla-Karrierepfad beschäftigen. Ein bisschen, mal gucken, wie weit wir kommen in den 4 Stunden. Ich denke, Moon ist auf jeden Fall drin, Min muss bestimmt auch noch. Danach wird es vielleicht schon knapp, aber das werden wir gleich sehen. Stellt gerne Fragen, die ihr habt im Chat und lasst uns dann gemeinsam mal gucken, wie wir das beantworten können. Ich versuche natürlich drauf zu gucken und wird heute vor allen Dingen auch mal damit starten, ein bisschen zu erklären, welche Einstellungen ich noch so vornehme, bevor wir die Karriere starten. Und dann geht's auch schon los. So, vielen Dank Borki und Kadamul für den Resub. Ich habe heute mal die Alerts ausgemacht, damit die das Tutorial relativ frei lassen. Allerdings, wenn ich es im Chat dann mitbekomme und rüber gucke, dann werde ich natürlich auch gerne was dazu sagen. So, wir fangen mal mit den Einstellungen an. Als allererstes mache ich mal die KSP-Musik wieder ein. die gönnen wir uns heute. Das kommt den kompletten Tag lang. So, also Musik los. Ich habe es absichtlich bei mir mal wieder ausgeschaltet, weil ich euch gerne mal zeigen wollte, wie es standardmäßig aussieht. Und was wir hier haben, ist einmal Dinge, die ich euch empfehlen würde anzuschalten. Wenn ihr in die allgemeinen Einstellungen geht, die fortgeschrittenen Anpassungsmöglichkeiten. Ich würde euch empfehlen, den Standardschub vor dem Start auf 100% zu setzen. Das passiert mir auch immer sehr gerne, zu vergessen, Schub zu geben. Und dann fällt die Rakete einfach stumpf runter. Und die erweiterte Schubanzeige anblenden. Das gibt euch ein bisschen mehr Informationen darüber, wann ihr ein Manöver brennen solltet. Und dann schauen wir mal, wie... Oder man kann dann besser damit umgehen, wie die Manöver funktionieren. So, die erste Frage ist auch schon da, wie Docking funktioniert. Ich würde sagen, Taranis, spring da gerne nochmal rein, wenn wir dann in der Karriere, ich denke mal so in ungefähr einer Dreiviertel bis einer Stunde, sollten wir das erste Docking als Auftrag haben. Da probieren wir das dann einfach mal zusammen aus. Du kannst das ja dann versuchen, parallel nachzuspielen. Und wenn dann noch Fragen sind, dann frag sie einfach. Ich werde versuchen, im Hinterkopf zu behalten, das Schritt für Schritt zu erklären. So, das nehmen wir jetzt mal so an, wie es ist. Und dann starten wir uns mal ein neues Spiel. Wir machen eine Standardkarriere. Ich habe, wie ihr hier unten rechts sehen könnt, die 1.91er Version von KSP installiert mit Making History und Breaking Ground, also den beiden DLCs aktiv. Solltet ihr die DLCs nicht haben, kann es sein, dass gewisse Bauteile bei euch in der Form nicht verfügbar sind. Das ist dann so, dann probiert es mit anderen Bauteilen zu improvisieren. Ich kann aber tatsächlich nur empfehlen, holt euch die DLCs tatsächlich mit dazu. Die sind nicht super teuer und sie bringen viel zusätzlichen Inhalt ins Spiel rein. Macht schon was aus. So, wir machen eine neue Karriere. Das heißt, ich nenne die jetzt mal 1.9 Tutorial. Falls ich da mal weitermache, finde ich die auch wieder. Mache eine Karriere. Wir bleiben bei den normalen Schwierigkeitsoptionen und ich nehme jetzt noch meine eigene Flagge. Ihr habt aber sonst auch eine echt große Auswahl an anderen Flaggen, die ihr da nehmen könnt. So, bei den Schwierigkeitsoptionen kann man eine Menge einstellen. Ich werde das jetzt mal überspringen. Das könnt ihr euch in Ruhe angucken, wenn ihr das mal ändern wollt. Ich würde tatsächlich fürs erste Mal normal oder drunter empfehlen. Also es gibt auch noch eine leicht. Ich persönlich finde leicht dann selbst fürs erste Mal spielen ein bisschen zu leicht. Deshalb spiele ich mit euch im Karrieremodus die Normalkarriere. Die reicht eigentlich. Eigentlich sollte das ausreichen. So, los geht's. Dazu erstmal einen Schluck Kaffee, würde ich sagen, ne? Wie geht's euch eigentlich? So. Also, wir sind angekommen und fangen mal ganz, ganz vorne an. Kurze Einleitung von Gene Kerman, wo wir uns oder wie wir uns hier so bewegen können. Also grob WASD oder die Pfeiltasten funktionieren. Anklicken geht entweder über die Dinger hier oder über die jeweiligen Nupsis mit einer Verbindung.
Was wir als erstes machen, oder die ersten Sachen, die für uns interessant sind, ist ein bisschen Geld verdienen. Das können wir immer über das Missionskontrollzentrum machen, um damit Wissenschaftspunkte freizuschalten, um in Forschung und Entwicklung neue Bauteile freizuschalten. Und die Standards, die man immer am Anfang schön machen kann, ist, wir können am Anfang zwei Aufträge aktiv nehmen, unser erstes Raumfahrzeug starten und wissenschaftliche Daten von Körben sammeln. Da gilt alles. Also selbst von der Startrampe, alles funktioniert. Oh nein, warum bin ich online? Du kannst einfach offline gehen und dir das später angucken. Dann kriegst du deine Sachen fertig bis heute Abend. So. Damit haben wir unsere ersten beiden Aufträge. Das heißt, wir müssen jetzt unsere allererste Rakete starten und wir müssen unsere ersten Forschungsdaten sammeln. Dafür haben wir ganz, ganz am Anfang, wir haben jetzt noch keine Forschungspunkte, ein bisschen Startequipment freigeschaltet. Das ist recht übersichtlich, sage ich mal. Und wir können damit dann in der Fahrzeugfabrik oder im Raumschiffhangar unsere erste Rakete bauen. Raumschiffhangar ist im Prinzip für Flugzeuge mehr gedacht. Dann startet ihr von dieser Startbahn. Mit der Fahrzeugfabrik startet ihr von der Startrampe. Wir gehen in die Fahrzeugfabrik, denn wir wollen ja eine klassische Rakete bauen. Der Schweinehund priorisiert falsch, würde ich sagen. So, soll ich dich kurz bannen, Gulaschkanone? Dann kann ich dich morgen wieder freischalten, wenn ich dran denke. So, wir werden jetzt hier von Werner von Körmel begrüßt, der uns auch nochmal sagt, wie wir uns hier ein bisschen bewegen können. Dass wir eben mit der Maustaste, mit der rechten gedrückt, ein bisschen hin und her gucken können. Das geht allerdings erst, wenn wir auch Bauteile haben. Ich fange mal an mit einer Kommandokapsel. So, sobald wir die haben, können wir hier mit der rechten Maustaste hin und her gucken, hoch und runter, wenn wir die gedrückt halten. Dann also rechte Maustaste gedrückt halten und dann die Maus bewegen. Mit dem Mausrad kann man hoch und runter. Und wenn man Shift gedrückt hält und das Mausrad, kann man auch ran und weg. So, wunderbar. Damit könnt ihr das alles sehen. Und dem Ganzen kann man dann auch einen Namen geben. Wir nennen das Ganze jetzt mal Rakete 1. Die, die mich länger kennen, wissen, dass ich super kreativ mit Namen bin. Deshalb ist es Rakete 1. Wir haben im Moment noch nichts anderes als so ein Feststoffbooster. Feststoffbooster an sich kann man halt zünden. Die haben immer 100% Schub von dem, was voreingestellt ist. Wenn ihr einen Rechtsklick drauf macht, könnt ihr den ein bisschen begrenzen. Und die haben eine gewisse Menge Festtreibstoff. Den ballern sie halt durch. Hier unten kann man noch ein bisschen mit Farbe rumspielen, wenn ihr es gerne anders hättet. Wir lassen den jetzt einfach mal standardmäßig. Da müssen wir noch nicht viel machen. Und wenn ihr das mal so durchguckt, werdet ihr feststellen, bis auf so ein paar Trägersegmente haben wir noch nicht besonders viel. Wir haben noch so kleine Flügelchen. Die kann man aus Stabilitätsgründen gerne anbauen. Hier unten stellt man mit Linksklick die Verteilung höher, mit Rechtsklick stellt man sie runter. Das Ganze geht übrigens auch über X oder Shift X, wenn ihr das drückt. Also ich drücke jetzt gerade X, dann wird es mehr. Shift X wird es weniger. Ich mache jetzt mal eine Viererverteilung. Dumm. So. Zack. Oh, das war nicht ganz gerade. Das müssen wir nochmal machen. Weil ich ein Gleichmäßigkeitsmonk bin. So, und dann haben wir irgendwo hier unter Wissenschaft noch ein erstes Experiment. Das ist die Behältereinheit für den mysteriösen Schleim. Das ist ein Beobachtungsexperiment. Mit Shift X stelle ich das jetzt mal runter auf zwei Stück. Baue die hier seitlich an. Das sieht dann so aus, wenn ihr das richtig gemacht habt. Dann habt ihr hier links und rechts jeweils einen leckeren Schleimbehälter mit dran, den man beobachten kann. Das sind letzten Endes einfach Experimente. Und last but not least gibt es hier unten einen Fallschirm am Anfang. Mehr haben wir noch nicht. Mit dem können wir dafür sorgen, dass wir nicht auf den Boden fallen. Hier drüben rechts seht ihr immer euer Staging und so ein paar zusätzliche Informationen. Wenn man da draufklickt, klappt das aus und gibt euch diese zusätzlichen Informationen. Was ihr euch zum Beispiel sagt, ist, wir haben eine 9-sekündige Zündung. Wir haben Schubgewichtverhältnis beim Start von 6,44. Das ist sehr hoch. Alles über 1,0 sorgt dafür, dass ihr nach oben fliegt. Also mit 1,0 könnt ihr euch vorstellen, hovert man auf der Höhe. Mit unter 1 sinkt man oder startet gar nicht erst, wenn man noch auf der Startrampe steht. Und mit über 1 startet man. 6 ist ein bisschen viel, das können wir gleich ein bisschen runterschrauben. Tut nicht weh, wenn es nicht so ist. Und was wir jetzt mal machen, ist, wir machen nicht gleichzeitig den Fallschirm auf und das Triebwerk an, sondern wir machen das nacheinander. Wir machen erst das Triebwerk an und später können wir dann den Fallschirm aufmachen, aber nicht beides gleichzeitig. So, was wir jetzt tun können, ich lasse das mal aufgeklappt, ist hier mit dem Rechtsklick zum Beispiel die Schubbegrenzung mal auf 50 stellen.
Also Rechtsklick aufmachen, dann Linksklick einstellen. Und dann seht ihr, kommen wir auf ein Schubgewichtverhältnis von 3,2. Das ist immer noch relativ hoch. Also nehmen wir noch ein bisschen Schub raus. Jetzt sind wir bei 2,5. Selbst das ist noch relativ hoch. Und ich gehe jetzt mal auf 30% Schub. Wir haben halt kein Gewicht bisher zu bewegen. Mit 1,93 und 29 Sekunden Brennzeit ist das dann gleich ein bisschen eine andere Nummer. Das gibt uns ein bisschen mehr Zeit und wir können den Flug etwas mehr genießen und werden nicht gleich in den Sitz gehämmert, als ob es keinen Morgen gäbe. So, das war es letzten Endes für unsere erste Rakete. Das speichern wir jetzt einmal und stellen das mit dem Druck auf Starten raus aufs Launchpad. Und dann geht es schon das erste Mal los. Und wir werden gleich im ersten Flug unsere ersten beiden Aufträge erledigen. Hoffen wir zumindest. So. Was wir jetzt machen können als allererstes, ist ein sogenannter Crew Report. Also wenn ihr Rechtsklick auf etwas macht, kommt ihr immer in diese Kontextmenüs rein. Ihr könnt die auch wegpinnen für später. Das machen wir gleich mit der Schleimkapsel. Und wir wollen jetzt einen sogenannten Crew-Bericht machen. Damit macht jetzt der Jebediah in seiner Kapsel einen Crew-Bericht von der Startrampe und zeichnet eine Lagebewertung auf. Das gibt uns nachher 1,5 Wissenschaftspunkte, wenn wir das bergen. Oder hätten wir eine Antenne, könnten wir das auch übertragen. Wir haben jetzt aber noch keine Antennen. Und könnten das verlustfrei übertragen. Später komplexere Wissenschaftsexperimente kann man halt nicht verlustfrei übertragen. Das werden wir aber später noch sehen. Ich speichere das jetzt erstmal. Und wir können auch gleich noch den ersten Schleim hier machen und den einmal beobachten. Der klappt dann so auf. Das dauert einen kurzen Moment. Jetzt seht ihr hier schon den Unterschied. Wenn wir dieses Schleimergebnis bergen, kriegen wir 3 Wissenschaftspunkte. Wenn wir das übertragen, würden wir nur 1,3 bekommen, weil halt ein Teil der Wissenschaft nur übertragen bekommen. So, Experiment behalten. Svenna, die Schwierigkeitseinstellungen sind nicht nur grob, sondern sehr exakt eine Normalkarriere. Also ich habe Karriere gestartet und die Schwierigkeit auf normal gelassen. Nicht leicht, nicht schwer, sondern einfach normal. Das sind exakt die Einstellungen. So, was wir jetzt machen können, weil wir hier noch stehen und noch nicht gestartet sind, wir können mit Jebediah aussteigen einmal. Jebediah hängt sich dann hier an die Leiter ran, nicht Leertaste drücken. Auf gar keinen Fall Leertaste drücken. Und was wir jetzt tun können, ist mit einem Rechtsklick hier die Daten einsammeln aus diesem Schleimbehälter. Das ist jetzt kaputt oder verbraucht, aber wir haben diese Daten, können die in die Kapsel nehmen. Und wir können vor allen Dingen auch diesen Crewbericht aus der Kapsel rausnehmen. Also Rechtsklick auf die Kapsel, Daten nehmen. Haben das jetzt bei Jebediah erstmal, dass er diese ganzen Instrumente hat, weil das ist ein Slot. Wenn wir den jetzt wieder leer räumen, können wir im Flug gleich nochmal einen Crewbericht nehmen. Das ist so ein bisschen erhöht die Wissenschaftsausbeute im ersten Flug. Wenn wir Rechtsklick auf Jebediah machen, kann der auch noch was tun. Der kann nämlich noch einen EVA-Bericht machen. Das ist nochmal was anderes. Das ist wie ein Crewbericht, nur halt von einem Körbel, der das Raumschiff verlassen hat. Der gibt auch ein bisschen mehr Wissenschaftspunkte, 2,4 nämlich. Den können wir auch nochmal speichern. Und wenn wir jetzt wieder einsteigen, das könnt ihr mit B, steht auch hier, B an Bord gehen, machen. Dann haben wir die Experimente hier wieder drin. Da könnt ihr die euch nochmal angucken auch. Und haben jetzt erstmal alles bereit, um im Flug gleich nochmal einen Crewbericht zu machen. Das pinnen wir uns zur einen Seite weg. Also ich habe das jetzt hier, weil jetzt, wenn ich irgendwo anders hinklicke, ich klicke mal wild, passiert nichts mehr, dann geht das nicht weg. Und wir können uns hier den mysteriösen Schleim auch noch mit dazu klicken. Jetzt haben wir die relativ schnell zugreifbar, während Sachen passieren. Jetzt ganz wichtig, bevor ihr das erste Mal startet, entweder drückt ihr T, wie Theodor, dann geht das SRS an. Vielleicht habt ihr das anders gebunden oder ihr wisst nicht, welchen Buchstaben ich meine, dann könnt ihr hier auch auf den SRS-Knopf drücken. Der SRS ist ein Sickness Avoidance System oder Stability Assist, das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Was es tut ist, das funktioniert aber nur, wenn ihr einen Piloten an Bord habt oder einen entsprechenden Drohnenadapter, den ihr jetzt noch nicht habt. Das kommt später. Es hält das Raumschiff für euch stabil. Das heißt, ihr müsst nicht die ganze Zeit korrigieren, sondern so kleinere Sachen versucht er auszugleichen und hält das erstmal. Er kann am Anfang nur ein Manöver, später kann er mehr lernen. Das werden wir dann noch im Lauf der Karriere sehen. Hält das Raumschiff gerade. Das heißt, ihr müsst euch nicht darum kümmern, irgendwo nachzusteuern. Ich empfehle das sehr, mit SRS zu fliegen, weil ohne das macht ganz, ganz wenig Spaß. So, und jetzt haben wir nur noch eine Sache zu tun. Staging funktioniert über die Leertaste. Das heißt, wir müssen jetzt, um den Auftrag zu erfüllen, starte dein erstes Raumschiff. Oh, wir haben sogar schon einen EVA-Test zu Hause durchgeführt. Hervorragend. So, starte dein erstes Raumschiff, führen wir durch Leertaste drücken. Dann zündet das Triebwerk und die Rakete fliegt los.
Ich mache jetzt gar nichts. Ich steuere nicht. Ich lasse die einfach nur geradeaus nach oben fliegen. Und was wir jetzt währenddessen schon mal machen können in aller Ruhe, das SAS hält uns auf Kurs. Ihr seht, wir steigen fröhlich nach oben, beschleunigen immer mehr. Ihr habt hier verschiedene Anzeigen. Ihr seht hier die G-Kraftbelastung. Ihr seht hier, wie viel Schub drauf ist. Das ist beim Feststoffbooster egal. Hier seht ihr die Ausrichtung. Da kommen wir später noch zu. Hier die Geschwindigkeit zur Oberfläche. Da gibt es noch andere Einstellungen. Hier drüben, wie viel Treibstoff ihr noch habt und ob der Fallschirm gerade safe ist oder nicht. So, was wir jetzt machen können, ist einmal einen Crewbericht nehmen. Wir machen jetzt einen Flug über Kerbins Küsten. Und wir können den mysteriösen Schleimeimer beobachten, um rauszufinden. Oh, wir fliegen über Kerbin. Er wackelt und schwabbelt herum, während das Raumfahrzeug fliegt. Auch das können wir speichern. So, und jetzt kommt der Punkt, wo wir gleich, das seht ihr hier auch auf diesem Instrument zum Beispiel, wir steigen jetzt mit fast 100 Meter pro Sekunde und jetzt werden wir wieder langsamer und sobald wir unter die Null fallen, beginnen wir dann auch wieder Höhe zu verlieren. Das könnt ihr hier sehr, sehr gut beobachten. Was ich jetzt mal mache, ist, ich mache den Fallschirm jetzt einfach schon mal auf, dann kann uns nichts Schlimmes passieren, weil er bremst uns jetzt schon mal ein bisschen gegen, auch wenn er noch nicht fully expanded ist. Also der ist noch ein bisschen zusammengeklappt, aber er sorgt schon mal dafür, dass wir nicht ganz so schnell werden. Und hier nochmal, damit ihr es gesehen habt, hier haben wir eine verschiedene eine Höhenanzeige, wie viel Platz haben wir noch bis zum nautischen Null oder wenn ich da draufklicke, bis zum Boden. Das ist hier vorne relativ ähnlich, weil es nur ein, zwei Meter Unterschied hat. Also, wenn ihr im Landeanflug seid, hilft euch, das hier umzustellen auf Bodenhöhe, weil das eine deutlich bessere Angabe ist. Über den Bergen kann das uns sehr unangenehm werden, wenn ihr denkt, ihr habt noch 6000 Meter Zeit bis nautisch Null und in dem Moment auf einem Bergrücken einrastet, ist das relativ ungesund. Der Fallschirm wird an einem gewissen Punkt aufmachen. Da dürft ihr nicht nervös werden. Einfach lasst ihn in Ruhe machen. Ihr könnt das SAS jetzt auch ausschalten. Das ist eigentlich alles egal. Der Fallschirm wird ungefähr 700 Meter über dem Boden, geht er auf und bremst die Karre dann ziemlich abrupt ab. Und dann pendelt die sich auch wieder ein und fällt nach unten. So, wenn ihr jetzt so wie ich nicht gesteuert habt, dann werdet ihr irgendwo wahrscheinlich hier auf dem Crawlerway rauskommen. Wenn ihr woanders hin gesteuert habt, dann gilt das, was ich tue, trotzdem, weil ihr wahrscheinlich irgendwo anders gelandet habt. Also gelandet im Sinne von ins Wasser gefallen, auf der Wiese gelandet und so weiter. Fast jede dieser Zonen gerade hier am Start ist, wenn ihr noch nicht geflogen seid, ein neues Biom, in dem ihr neue Wissenschaftsdaten sammeln könnt. Deshalb macht das total Sinn, diese Sachen mitzunehmen, weil es euch am Anfang sehr, sehr hilft, Bauteile freizuschalten. Das hier können wir jetzt mal entpinnen und wenn ich dann zum Beispiel einmal rechts klicke, ist es weg. Und jetzt seht ihr, wie die Rakete langsam aufsetzt und stehen bleibt. Und das war's. So, jetzt können wir noch ein paar Dinge tun. Und zwar, was wir jetzt einmal machen können, ist wieder ein EVA machen. Wir sind jetzt nämlich ein bisschen woanders und können jetzt einen neuen EVA-Bericht nochmal machen. From Crawlerway, also von dieser Anfahrtsstraße, wo eigentlich der große Crawler die Raketen rausfährt. Ich glaube, unsere werden noch mit dem Handkahn rausgebracht, um ehrlich zu sein. So, und können das nochmal speichern und können jetzt hier nochmal alle Daten rausnehmen. Und wieder einsteigen, dann bringen wir die Daten wieder rein. Und was jetzt ist, jetzt ist auch der Crewbericht wieder frei und wir können jetzt auf dem Crawlerway nochmal einen Crewbericht machen. Ihr merkt, wir haben so aus 1,5 für einen Crewbericht jetzt schon 4,5 Forschungspunkte gemacht im ersten Flug, eben weil wir den Crewbericht dreimal machen konnten dadurch, dass wir ihn rausnehmen und wieder speichern. Das legt ihn halt in anderen Datenspeicher ab. So. Das kann man nicht wissen, deshalb erkläre ich es nochmal deutlich. So, jetzt stehen wir hier, sind fertig. Sobald ihr sicher steht und euer Raumfahrzeug sich nicht mehr bewegt, könnt ihr, wenn ihr hier rüber geht, klappt das Ding runter und ihr könnt Raumfahrzeugbergen machen. Okay? Also da einmal draufgeklickt, dann werdet ihr geborgen. Und jetzt ist unsere Mission abgeschlossen und jetzt werden auch die Wissenschaftsdaten abgegeben, womit wir unsere zweite Mission erfüllen. Also wir hatten ja einmal Raumfahrzeug starten. Das haben wir erledigt. Und jetzt seht ihr, haben wir hier ganz viele Wissenschaftsexperimente auch abgegeben. Und die bringen uns auch schon mal noch Punkte. Was auch mal noch Punkte gibt, ist sowas wie, wo steht's? Bergung eines Raumfahrzeugs, das einen Flug überlebt hat. Das haben wir jetzt das erste Mal gemacht. Da gibt es noch relativ viel Wissenschaftspunkte. In Zukunft müssen wir ein bisschen weiter wegfliegen, damit uns das was bringt. Das wird immer schmaler, je öfter man es macht. So, das heißt, insgesamt haben wir damit jetzt 36 Wissenschaftspunkte bekommen. 26,3 haben wir verdient und ein paar haben wir durch die Mission bekommen. Das gucken wir uns jetzt gleich an. Und wie gesagt, ich gucke immer mal wieder rüber in den Chat. Wenn ihr gerade auch zu dem, was wir jetzt tun, Fragen habt oder noch eine Anmerkung tatsächlich auch, wo ihr sagt, so Mensch, Robert, Achtung, ich habe hier noch einen Trick, den erzählst du nie, aber ich finde den total gut. Haut das gerne raus, ne? Ich weiß auch nicht alles über KSP und wenn ihr da eine gute Idee habt, haut gerne raus und wenn ihr Fragen habt,
dann fragt die vor allen Dingen auch. Deshalb machen wir das ja heute, dafür ist der Chat gut. Und ich gebe mir echt Mühe, es dann auch zu lesen. So, genau, der Versatz kommt durch die Rotation zustande. Das ist richtig, weil die Planeten hier sehr klein sind und sie sehr schnell drehen. Also im Vergleich zur Erde oder sowas, haben wir diesen leichten Versatz, weil wir im Prinzip gerade nach oben geflogen sind und der Planet unter uns durchrotiert ist. Das ist korrekt. Und dieses, die Atmosphäre bewegt sich mit Dingen, ist nicht ganz so gut simuliert, wie das im echten Leben wäre. Also eigentlich bewegt sich ja, wenn die Erde sich jetzt irgendwie mit 2000 km/h dreht, dann dreht sich ja die Atmosphäre mit, sonst hätten wir alle echt viel Wind. Also draußen Kaffee trinken wäre nicht so gut, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich mache jetzt hier mal weiter. Wir bekommen dann noch eine Übersicht, welche Teile wir geborgen haben. Das gibt auch immer noch, wenn wir Teile bergen, Geld zurück. Das ist ein bisschen der Ansporn, wenn ihr größere Schwierigkeitsgrade spielt, macht es Sinn, Teile wieder zu bergen, weil ihr da das Geld intensiver braucht. In einem Normalmodus, ihr seht, wir sind jetzt direkt von 25.000 auf 112.000 gesprungen. Das hat uns gut vorwärts gebracht. Und wir kriegen unseren ersten Erfahrungspunkt für Jebediah. Das erste Level erreichen Kerbals normalerweise, wenn sie das erste Mal einen Orbit geflogen sind. Also tatsächlich ein Orbit. Nicht suborbital, nicht nur kurz im Weltraum sein, sondern ein Orbit. Hier unten seht ihr auch noch euer Gesamtansehen. Ansehen sorgt auch dafür, dass ihr bessere Aufträge bekommt. Das sind eigentlich so die drei, ich sag mal, die drei Werte, mit denen ihr arbeitet. Das sind eure Funds, also die, ich nenne sie immer gerne Kerbal-Dollar. Das ist das Geld, das schnöde Geld. Die Wissenschaftspunkte, mit denen ihr Teile freischalten könnt, und die Reputation, wenn die zu schlecht wird, werden die Aufträge eben schlechter. So, apropos Aufträge, wir haben jetzt hier drüben einige Sachen erfüllt. Wir haben unser erstes Raumfahrzeug gestartet. Die Kohle haben wir auch schon gut geschrieben bekommen. Also ich lösche jetzt hier nur noch die Nachricht, ihr müsst da nichts mehr abholen. Und es gab dann eben hier nochmal die Meldung, dass wir den Auftrag auch abgeschlossen haben. Wir haben ein paar Meilensteine. Gerade am Anfang werdet ihr viele Meilensteine durchbrechen. Also Geschwindigkeitsrekorde, Entfernungsrekorde, das erste Mal ein EVA gemacht und so weiter und so fort. Das wird im Laufe des Spiels weniger werden. Aber dafür werdet ihr mehr Geld bekommen. Also zum Beispiel das erste Mal auf dem Moon zu landen ist auch ein Meilenstein. Das macht man natürlich dann nicht andauernd, so wie jetzt am Anfang. Wir haben jetzt im ersten Flug gefühlt 17 Geschwindigkeitsrekorde gebrochen. Dafür gibt es aber deutlich mehr Geld, als jetzt irgendwie erste Raumfahrzeug starten. So, dann haben wir natürlich auch noch wissenschaftliche Daten gesammelt. Dafür gibt es auch noch ein bisschen Reputation, ein bisschen Wissenschaftsdaten und ein bisschen Kohle. Und dann war es das erstmal. So, mit dieser Kohle können wir jetzt die ersten Investitionen machen, also Kohle und Wissenschaftsdaten. Wir fangen mal mit den Wissenschaftsdaten an. Am Anfang ist das relativ überschaubar. Justus schreibt, der beste Tipp ist Alt F12. Um das mal zu erklären, was er damit meint. Mit Alt F12 könnt ihr ein sogenanntes Cheat-Menü öffnen. Ich werde jetzt nicht zeigen, wie man cheatet, weil ich sehr viel Reiz aus dem Spiel ziehe, um mich den Herausforderungen zu stellen. Aber Justus hat insofern recht, wenn ihr mal eine Situation habt, wo ihr sagt, so, okay, jetzt komme ich wirklich nicht weiter und ich möchte die Kerbals nicht verlieren, mir ist der Treibstoff ausgegangen, könnt ihr über Alt F12 ein entsprechendes Menü öffnen, in dem ihr viele Dinge nacheinstellen könnt. Das ist korrekt. Also die Aussage ist nicht falsch. Und Elias, vielen lieben Dank für dein Twitch Prime Abo. Dankeschön. So, mit den Wissenschaftsdaten können wir jetzt Sachen freischalten. Am Anfang kostet uns das immer erstmal relativ wenig und wird dann hinten raus immer teurer und wir müssen auch gewisse Gebäude upgraden, um noch vorwärts zu kommen. Mit diesen Upgrades bekommen wir weitere Bauteile, die uns mehr ermöglichen, weil wir werden jetzt weitere Aufträge erfüllen. Ich fange mit dem Narrativ jetzt mal andersrum an. Wir gucken uns mal an, was unser nächster Auftrag ist. Wie ihr seht, haben wir einiges mehr bekommen. Es gibt immer so gewisse, das erkennt ihr an diesem Kerbin World First Record Keeping Society. Das ist so ein bisschen die, ich sag mal, die Karrieremission, die euch vorwärts führen. Also das ist erst Entkomme aus der Atmosphäre, dann umkreise Kerbin. Das heißt, für uns heißt es jetzt, wir werden Entkomme aus der Atmosphäre als nächstes machen. Jetzt haben wir aber noch einen zweiten Auftrag und es gibt mittlerweile andere Dinge noch zu tun. Was immer ein sehr einfacher ist, ist sowas wie den Festtreibstoffbooster RT5 Flow auf dem Startplatz testen. Also wir haben einen Feststoffbooster, den sollen wir auf dem Startplatz testen. Das macht natürlich total Sinn, das zu tun, weil wir werden eh mit Feststoffboostern starten. In diesem Falle legen wir uns jetzt einfach mal fest, dass wir den Flow benutzen in der nächsten Mission. Und dann können wir noch ein bisschen Bonus
Bonus-Geld verdienen. So, und das heißt, wir nehmen den Auftrag jetzt auch noch an, kombinieren den dann quasi mit unserem jetzigen Auftrag, den wir machen wollen. So, das heißt, wir wissen, wir müssen aus der Atmosphäre kommen. Wir brauchen also ein bisschen mehr Triebwerk, als wir jetzt haben. Und wir wollen den Floh einsetzen. Den Floh haben wir allerdings schon freigeschaltet. Und Bohndose, vielen lieben Dank für Resub im 12. Monat. Du hast das Jahr voll. Vielen lieben Dank dafür. Du weißt ja, dass du dich gerne melden kannst, zwecks deiner Rakete. So. Grundlegende Raketentechnik. Hier bekommen wir das erste Mal etwas größere Booster. Das ist jetzt nicht so super interessant für diesen Flug, weil wir ja den Floh benutzen wollen. Vielleicht können wir es aber miteinander kombinieren. Mal gucken. Und wir bekommen unser erstes Flüssigtreibstofftriebwerk. Die können wir steuern. Die brauchen allerdings dann auch Tanks, während hier der Treibstoff mit drin verbraucht ist. Und wir können diesen Treibstoff mit einem Tank kombinieren oder mehreren Tanks und dann halt auch ein bisschen nachsteuern, wie viel Schub wir geben. So, das macht auf jeden Fall schon mal Sinn, diese Route einzuschlagen. Und nebenbei bekommt man bei Grundlagen des Ingenieurswesens noch ein paar nette Teile. Und zwar ganz, ganz wichtig, man bekommt den ersten Entkoppler. Damit können wir beginnen zu stagen. Also mehrere Stufen einer Rakete abzutrennen, um auf der nächsten weiterzufliegen. Das hat den Vorteil, dass wir quasi, also die Raketengleichung nach hinten raus, klingt jetzt komplizierter als es ist, ist eine abflachende Kurve. Je mehr Gewicht ihr mitnehmt, umso mehr Probleme ihr bekommt ihr. Jedes Mal, wenn ihr allerdings eine Rakete abtrennt, weil ihr eine Stufe verbraucht habt, resettet ihr diese Gleichung wieder auf Null. Also ihr beginnt wieder mit einem frischen Budget und die Rakete ist wieder effizient, weil ihr dieses Gewicht losbekommen habt. Als damals Raumflug erforscht worden ist, ist quasi das Staging so ein bisschen als der Weg, also diese stufenbasierten Raketen, als der Weg gefunden worden, um dafür zu sorgen, dass man irgendwie überhaupt in Orbit kommt, weil die Gewichte, die man unterwegs bewegt, mit der Zeit weniger werden, weil man die großen Tanks weglässt. Also am Anfang fliegt man mit sehr großen Tanks, sehr großen Triebwerken, die wirft man dann ab, um sich das Gewicht zu sparen und fliegt mit effizienteren, kleineren Triebwerken weiter, die am Anfang aber nicht genug Leistung hätten. Daher Staging, wichtige Geschichte. So. Thermometer ist auch noch eine super Sache für uns, denn es ist ein weiteres Experiment. Ein weiteres Experiment bedeutet, an all den Stellen, wo wir auch schon waren und den Stellen, wo wir in Zukunft noch hinkommen werden, können wir weitere Wissenschaftsdaten messen. In unserem Falle ein ganz klassisches Thermometer. Wir können Temperaturen messen. Das macht natürlich auch die Dinge nochmal ein bisschen einfacher. Und wir haben zwei Varianten des Kommunutrons. Das ist das 16er. Das 16er hat eine 500 Kilometer Reichweite und ist kombinierbar. Das heißt, mehrere Antennen zählen zueinander. Also wenn ich vier Antennen anbaue, habe ich 2 Millionen Meter Reichweite. Und es gibt das 16S, das ist ein bisschen flacher, das muss auch nicht ausgefahren werden. Das ist aber nicht kombinierbar. Das heißt, mehrere davon anzubauen, hilft mir nicht. So, ich nehme das mal. Und noch eine schöne Anmerkung vom lieben Schnorpel. Ich könnte natürlich auch den Test dieses Auftrages auf der Startrampe schon abarbeiten, um den Slot wieder frei zu bekommen. Das ist richtig. Ich bin jemand, der gerne im Flug die Sachen miteinander kombiniert, aber so geht es natürlich auch, um das aufzunehmen. Und Dianon, ja, ich habe nur die Alerts ein bisschen aus, aber vielen lieben Dank für deinen Resub im 14. Monat. Dankeschön. Und jetzt habe ich irgendwie einen Staubkorn. Achtung, it's not Corona, aber ich muss mal kurz einen Kaffee trinken. Und Ibok, vielen lieben Dank auch für deinen Resub. Ich habe nur die Alerts ausgemacht, um das Zwischenplärren ein bisschen einzudämmen. So, jetzt haben wir aber noch 26 Punkte frei. Und hier noch diverse Teile übrig. Ich persönlich bin immer ein großer Freund, als nächstes den Überlebensschritt zu machen. Nicht, weil wir die schon unbedingt brauchen, aber es macht etwas leichter im Karrierefortschritt, denn bei Überleben ist das Pressmat-Barometer mit drin. Dafür gilt das Gleiche wie eben fürs Thermometer. Ihr habt ein weiteres Wissenschaftsinstrument, was weitere Forschungsdaten euch reinspielt. Und damit habt ihr einen schnelleren Progress in der Karriere, weil ganz, ganz viel, ein ganz zentraler Punkt des Karrieremodus bei Kerbal Space Program ist, Wissenschaftsdaten zu sammeln. Mit besseren Bauteilen, mit höherer Technologie kommt ihr leichter zu den Dingen, die ihr haben wollt. Man kann natürlich auch mit nur Stufe 1 Technologien zum Moon fliegen, aber das wird halt nicht leicht und das wird nicht viel Spaß machen. Deshalb nehme ich immer mit so Überschuss, Forschungspunkten am Anfang relativ schnell das Überleben mit rein. Für später, sprich aus dem orbitalen Flug zurückkehren, sind da auch wichtige Dinge wie ein Hitzeschild und zusätzliche Fallschirme und so mit dabei. Die brauchen wir jetzt tatsächlich für unseren ersten suborbitalen Flug noch nicht, aber
Das Barometer hilft uns auf jeden Fall, mehr Wissenschaftspunkte zu sammeln. Deshalb nehmen wir das jetzt. Jetzt haben wir noch 11 Wissenschaftspunkte. Da stellt ihr sehr schnell fest, da werdet ihr nicht besonders viel für kriegen. Und in diesem Sinne werden wir jetzt erstmal an einer Rakete arbeiten müssen. Und Basti, vielen Dank auch für deinen Resub im 12. Monat schon. Dankeschön. Und wir bauen jetzt die nächste Rakete. Also unser Ziel ist, mit einem Flow-Booster zu starten und die Atmosphäre zu verlassen. Ich denke, das kriegen wir hin. Wir haben am Anfang ziemlich starke Limitierungen, aber trotzdem bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Als erstes werden wir unsere Kapsel ein bisschen aufwerten. Und zwar haben wir ja weiterhin noch ein paar Zonen jetzt, die wir besuchen werden. Also, wir werden jetzt gleich das erste Mal durch die hohe Atmosphäre fliegen. Check. Wir werden das erste Mal ins Weltall kommen. Check. Weil es wieder ein anderes Biom ist. Niedrige Atmosphäre hatten wir gerade schon geparkt und hatten wir schon. Das heißt, es macht Sinn, beide mysteriösen Schleimadapter wieder mitzunehmen. So, jetzt haben wir aber, wenn wir auf Wissenschaft gehen, neue Experimente. Die können wir jetzt noch mit anbauen. Was ich immer gerne mache, das ist wie gesagt auch Geschmackssache, da gibt es andere Wege, wie man das machen kann. Ich nehme jetzt einfach für all die Stufen, die wir machen können, ein Experiment mit. Und zwar einmal, wir stehen unten am Boden. Einmal, wir sind in der niedrigen Atmosphäre. Einmal, wir sind in der hohen Atmosphäre. So, den Weltraum lasse ich bewusst weg, weil wenn wir nachher in den Orbit fliegen, können wir nochmal die Teile anbauen. Obwohl, wir könnten den Weltraum auch... Nee, wir machen es mal so. Wir machen es erstmal so. So, zack. Also, auch hier wieder geparkt am Boden. Und wenn ich jetzt Alt gedrückt halte, die Alt-Taste, und nochmal draufklicke, dupliziere ich das Teil. Dann muss ich es hier nicht wieder rausholen. Also, wenn ihr mal euch fragt, wo ich plötzlich das Teil herzaubere, ich halte die linke Alt-Taste gedrückt und klicke nochmal drauf. Und da ist es dann wieder. Ihr müsst allerdings die Alt-Taste dann auch wieder loslassen, damit es erscheint, ne? So. Dann haben wir jetzt schon mal hier eine relativ große Bank an Instrumenten parat. Ich werde jetzt noch kein Hitzeschild anbauen. Weil wir den einfach noch nicht brauchen. Deshalb gehe ich da jetzt ein bisschen entspannt um. Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr sagt, ihr baut jetzt schon ein Hitzeschild an. Wir werden jetzt, wie gesagt, nur suborbital fliegen. So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Part. Unter Kopplung habt ihr jetzt diesen Entkoppler oder auch Decoupler, aber ich versuche es mal deutsch zu sagen, Entkoppler. Der kommt jetzt als erstes ran. Der wird nachher alles, was da runterkommt, wenn der im Staging dran ist, abtrennen. Damit könnt ihr das Gewicht abwerfen und nur mit der Kapsel wieder eintreten. So, Justus schreibt gerade, normalerweise muss man sich die Teile doch erst kaufen. Das ist, wenn ihr den Hard Mode spielt. Also wenn ihr eine höhere Schwierigkeit nehmt als normal, also schwer oder sehr schwer, dann müsst ihr diese Teile auch noch bezahlen. Deshalb wird da Geld sehr viel wichtiger. Im Normalmodus müsst ihr die Teile nicht bezahlen. Ihr erforscht die einfach nur und habt sie zur Verfügung. Einfach mal, um das nochmal zu erklären, warum es da einen Unterschied gibt. Ich spiele normalerweise auch in höherem Schwierigkeitsgrad, weshalb ich die Teile erst kaufen muss. Aber hier fürs Tutorial reicht normal völlig aus, weil man will ja Zugang zu den Teilen. So, jetzt werden wir unsere erste Upper Stage bauen. Die Upper Stage oder die Oberstufe der Rakete, die werden wir relativ kompakt halten. Wir nehmen zwei Tanks. Übrigens, dieses Duplizieren, was ich mit Alt mache, das kann immer auch für gesamte Stacks gemacht werden. Also ich kann auch zwei rauskopieren, indem ich, ihr seht dann immer grün markiert, was ich jetzt alles kopieren würde. Wenn ich jetzt Alt gedrückt halte, einmal draufklicke, könnte ich das verdoppeln zum Beispiel. Ne? So, darunter kommt jetzt unser erstes Triebwerk, das Schwenker. Das Schwenker kann steuern und wir sehen jetzt hier schon eine gewisse Anzahl an Delta V, die uns angezeigt wird. Korrekterweise könnten wir hier jetzt noch die Parameter umstellen in Vakuum, weil wir uns aus der Atmosphäre rausbewegen. Ändert jetzt bei diesem Triebwerk nicht so viel, aber es hilft ein bisschen. So. Also das ist nur eine Anzeige, ne? Es ändert nichts am Triebwerk, um das nochmal zu sagen. So, dann passiert eigentlich das gleiche Spiel nochmal. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen ab dem Decoupler, kopieren wir das einfach. Und das Einzige, was ich jetzt mache, also wir klinken jetzt den Decoupler hier unten an. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist hier ein bisschen nochmal mehr Treibstoff drunter zu packen, um uns einen größeren Schubbereich zu geben. Jetzt müssen wir gleich einmal aufpassen, unser Staging ist dadurch ziemlich verwirrt worden. Nee, lass uns das anders bauen, der begreift das nicht sauber. Ich zeige es euch mal Stück für Stück. Also, damit das Staging nicht gleich komplett kaputt ist, ihr nehmt euch einen Entkoppler wieder ran. Zack, dann macht er auch das Staging sauber für euch. Und jetzt nehmt ihr euch Treibstofftanks. 1, 2, 4. So, das habe ich mit Verdoppeln wieder gemacht. Und da kommt jetzt wieder ein Triebwerk ran.
Das reicht eigentlich locker. Was wir jetzt gucken können, wenn wir das hier auf Höhe oder Höhe 0 oder Meereshöhe lassen, ist, dass dieses Schubgewichtverhältnis, wir sprachen vorhin schon mal darüber, das muss größer als 1 bleiben. Wenn das kleiner als 1 wird, werdet ihr einfach nicht losfliegen und das wäre relativ unangenehm für so eine Rakete. So, und jetzt machen wir nochmal einen Koppler, denn wir haben uns ja vorgenommen, mit dem Booster zu fliegen, also mit dem Floh. Das heißt, jetzt auch gucken, nicht den Hammer nehmen. Wir haben ja den Hammer neu. Der Hammer ist im Prinzip, um es euch mal zu zeigen, einfach eine ungefähr doppelt so große und etwas stärkere Variante. Also, wenn ich hier mal raufklicke, habt ihr einen Schub von 197 kN, während er nur 162 kN hat. Also schubmäßig sind sie relativ nah beieinander, aber er hat halt ein bisschen mehr Treibstoff drin, einfach weil er größer ist. Wir wollen heute aber mit dem Floh fliegen. Und was wir jetzt ganz dringend überprüfen müssen ist, sind wir hier noch über 1? Das sind wir. Das heißt, der wird uns auch helfen und uns vorwärts bringen. Wir müssen ihn jetzt aber relativ stark auf Leistung lassen, weil 1,83 ist gar nicht mehr so viel. Guter Punkt, Brady. Ich wollte jetzt eh noch auf Staging eingehen. Genau, das Staging solltet ihr immer überprüfen, bevor ihr losfliegt. Ihr seht immer das Teil, was vom Staging betroffen ist, wenn ihr drüber geht. Dann wird da ein kurzes Highlight draufgesetzt oder ihr könnt mit rechts draufklicken, wenn es irgendwie außerhalb der Sichtweite ist, um dahin zu gehen. Wo passiert das eigentlich? Und beim Staging kann man das so machen, dass ihr jetzt sagt, ich klicke einmal Leertaste und ich fliege los. Und dann klicke ich nochmal Leertaste und ich trenne mich ab. Und dann klicke ich nochmal Leertaste und das Triebwerk zündet. Man kann die Sachen aber auch mit der linken Maustaste zueinander ziehen. Denn dann würde es passieren, dass wir sagen, wir trennen diesen Teil ab, also das Triebwerk wird abgeworfen und das andere Triebwerk, das nächste, wird direkt mitgezündet. Das ist oft sehr hilfreich, um die Rakete unter Schub und damit kontrolliert zu halten. Also viele, viele Neulinge in KSP haben halt das Problem, sie machen diese Abtrennung und in dem Moment flippt die Rakete rüber, weil sie ihren Schub verliert und damit die Kontrolle verliert. Deshalb gerade für den Anfang und eigentlich auch für später, weil es super angenehm ist, packt das Triebwerk und die Abtrennung in eine Stage mit rein. Das erleichtert euch das Leben enorm. Das gilt dann übrigens auch für die zweite Stage. Ob ihr es so rum macht oder so rum, ist egal. Leere Stages verschwinden normalerweise. Wenn nicht, könnt ihr die mit Minus wegklicken. So, das Abtrennen und den Fallschirm lasse ich allerdings getrennt, weil wir werden das hier abtrennen, wenn wir im Weltall sind. Ich möchte aber im Weltall nicht den Fallschirm aufmachen. Das ist noch ein bisschen früh. So, wir können jetzt mal gucken. Wir haben hier auf diesem kleinen Zahnrad sehen wir so unsere Einschränkungen. Also wir haben jetzt von den 30 Bauteilen, die uns am Anfang zur Verfügung stehen, also unsere Rakete darf nicht mehr als 30 Bauteile haben, haben wir derzeit 22 benutzt. Wir haben also noch ein bisschen Luft, sage ich mal, können also noch was anbauen und wir haben auch noch massemäßig ein bisschen Gewicht frei. Was machen wir da draus? Was ich daraus mache ist, ich nehme mir noch 4 Flossen mit, die ich einmal auf der unteren Stage anbaue. Das erzeugt nach hinten Drag und stabilisiert einfach mein Raumfahrzeug. Also mit Drag meine ich Luftwiderstand. Generell ist es so, wenn eine Rakete sehr schnell wird nachher, wird das schwerste Teil nach vorne wollen. Das Dumme ist, dass die schweren Teile hier hinten sind. Und dem kann man entgegenwirken, indem man Luftwiderstand hinten an der Rakete erzeugt. Das senkt natürlich ein Stück weit die Effizienz, aber hilft auf der anderen Seite, die Rakete stabil zu halten. Ich mache das nur auf den unteren Stages jetzt ran, weil die hier werden wir relativ schnell abwerfen. Die hier ist dann die nächste. Die Kombination aus dem Triebwerk und diesen Flossen wird dafür sorgen, dass unsere Rakete relativ stabil bleibt. Auf der oberen Stufe sind wir schon so schnell und weit aus der Atmosphäre raus, dass der Luftwiderstand nicht mehr so ein Problem ist. Also zum einen haben wir weniger Tanks, aber zum anderen haben wir eben diese Atmosphärenprobleme auch nicht mehr, dass Widerstand durch die Atmosphäre entsteht. Gute Frage von Schnorpel, warum ist der Fallschirm zu früh im Weltall? Also erstens ist da nicht besonders viel Luft, damit er aufgeht. Und zweitens werden wir dann beim Wiedereintritt, sollte der Fallschirm tatsächlich aufgehen, normalerweise tut er das nicht, das ist im Spiel mittlerweile so hinterlegt, dass er das nicht tut, wäre er offen und wir würden wieder eintreten, würde der Fallschirm halt schlicht und ergreifend verbrennen, weil er uns noch gar nicht bremsen kann, weil die Luft noch nicht dick genug ist. Fallschirm wirklich erst sehr viel später, sehr, sehr viel später. So, genau, und das ist schon all die Magie, die wir jetzt für unsere nächste Rakete machen. Achtet wieder drauf, jetzt zeige ich euch den auch mal, dass Jebediah oder Valentina drin sitzen, dass ihr einen Piloten habt
für eure Cruel Ports. Und dann macht ihr einmal speichern und starten. So, was jetzt sehr empfehlenswert ist, sobald die Rakete geladen ist, solltet ihr T drücken oder das SRS aktivieren. Die Rakete steht nämlich noch ohne irgendwelche Unterstützung und so hilft euch der Pilot, dass sie nicht irgendwie anfängt umzukippen. So, und was wir jetzt vorbereiten für die verschiedenen Höhen, ist unsere verschiedenen Experimente machen. Ich werde jetzt schon mal die Druckdaten protokollieren und die Temperatur protokollieren für am Boden. So, dann kommt als nächstes, und ich pinne die jetzt mal weg, Druckdaten und Thermometer für niedrige Atmosphäre. Dann kommt als nächstes Druckdaten und Thermometer für die hohe Atmosphäre und dazu auch ein Mystery Goo für die hohe Atmosphäre. Und dann kommt zu guter Letzt, und ihr seht, ich gruppiere die immer so ein bisschen extra, damit ich mich dann durchhangeln kann. Zu guter Letzt kommt Mystery Goo, wenn wir im Weltall sind. Okay? Warum die Vorbereitung? Naja, wir fliegen halt relativ schnell durch die verschiedenen Zonen durch und man muss auf ein paar Sachen achten. Und damit ich mich nicht auch noch dann damit beschäftigen muss, jetzt auf die Dinge zu klicken und Rechtsklick und alles treffen, während sich alles bewegt, kann ich mich so schon mal darauf vorbereiten. Muss man nicht machen, hilft aber im Regelfall ein bisschen effizienter zu sein. So, SRS ist an. Guckt auch noch mal, wenn ihr das nicht eingestellt habt, mit Shift könnt ihr den Schub erhöhen, mit Steuerung könnt ihr den Schub senken. Der sollte auf 100% stehen. Ihr könnt ihn auch mit Y sofort auf Vollschub geben oder mit X auf 0. Okay. Genau, den Crew Report machen wir dann später auch in der hohen Atmosphäre. Das ist eine gute Anmerkung. Ich hebe mir den Crew Report im Weltall tatsächlich auf für den Orbit, weil der kein Zusatzgewicht am Raumschiff verursacht. Genau, und ich im Moment nicht aussteigen kann im Flug. So, damit haben wir unsere gesamte Wissenschaftsbank aufgebaut. Das heißt, wir werden jetzt losfliegen. Durch das Zünden erfüllen wir eigentlich automatisch das Experiment dieses Boosters. Und dann müssen wir jetzt versuchen, noch so hoch zu kommen, dass wir die Atmosphäre verlassen. Diese Informationen könnt ihr auch einsehen. Und zwar, wenn ihr hier unten links auf den Manövermodus klickt, werdet ihr direkt im Umlaufbahn-Tab landen. Und da werden wir gleich beim Flug ein paar Veränderungen sehen. Jetzt gerade steht da irgendwelcher Blödsinn drin, weil wir ja noch geparkt sind. Diese Veränderungen werden uns zeigen, wann wir hoch genug sind. Die Atmosphäre endet in 70 Kilometern Höhe. Das heißt, wir müssen eine Apoapsis, das ist der höchste Punkt unserer Umlaufbahn, eine Apoapsis schaffen von über 70 Kilometern. So, die Periapsis wird in diesem Fall, weil wir suborbital fliegen, negativ bleiben, denn wir fallen danach wieder nach Kerbin zurück. Gut, SRS ist an. Ich drücke jetzt das erste Mal die Leertaste für den Booster. Der wird relativ schnell ausbrennen und dann geht es mit dem nächsten Triebwerk weiter. Auf geht's! So, ich beginne jetzt schon mal so ein ganz kleines bisschen Richtung 90 Grad, also mit D rüber zu klicken und ein bisschen zu steuern. Und jetzt ist der Booster alle und ich drücke das nächste Triebwerk und kippe die Rakete noch ein bisschen weiter rüber. Das ist ein sogenannter Gravity Turn, damit wir nicht eine ganz so steile Kurve fliegen. Und jetzt ist es auch schon an der Zeit, das erste Mal hier Sachen zu protokollieren. Das Knallen nicht erschrecken, das ist schlicht und ergreifend unsere erste Stage, die unten wieder landet, in Anführungsstrichen. Ihr seht jetzt so gewisse Effekte, also so Überschalleffekte an der Rakete. Das ist erstmal okay, das muss alles noch nicht so exakt sein im ersten Moment. Gleich sind wir jetzt empty und gehen auf die nächste Stufe rüber. Und hier seht ihr jetzt, wo wir eigentlich rauskommen nachher. Und wir sind schon bei 50 Kilometer Höhe nachher gleich. Und ihr seht jetzt ein paar unangenehme Effekte, nämlich dass es sehr heiß wird. Da könnt ihr damit Steuerung auch einfach Schub rausnehmen. Ich lasse das Triebwerk jetzt mal noch dran. Wir haben ein bisschen nachzusteuern durch den Windwiderstand. Ab ungefähr, es müssten 25 Kilometer sein, können wir jetzt Druckdaten protokollieren aus der oberen Atmosphäre. Das mache ich jetzt auch mal. Also ich protokolliere jetzt einmal alles durch, beobachte den mysteriösen Schleim und mache auch hier den Crewbericht. Das ist alles erledigt. Das klicke ich jetzt alles einmal weg, damit ich meine Ruhe habe.
So, und jetzt kippe ich einfach mit WASD ein bisschen rüber, seitlich. Also ich gebe jetzt seitlich ein bisschen Schub zu 10 Grad nach oben noch, um meinen Resttreibstoff rauszubrennen. Was jetzt hier passiert, wenn ihr M drückt, kommt ihr in so einen Map-Modus. Ich verlängere jetzt meine Flugbahn. Also wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr Schub gebe, seht ihr das ein bisschen genauer. Wir kommen dann flacher wieder rein. Das heißt, wir werden nicht ganz so heiß und so heftig wieder eintreten, was uns sehr hilft, weil wir kein Hitzeschild haben. Also ruhig dann ein bisschen flacher gehen und vorsichtig damit sein. So, jetzt habe ich natürlich den mysteriösen Schleim, den ich noch habe. Das ist der, der noch nicht offen ist, weggeklickt. Den wollen wir gleich beobachten. Wann müssen wir den beobachten? Wenn hier oben mehr als 70 Kilometer steht. Das ist unser großer Wartemoment. Das werdet ihr akustisch auch hören. Normalerweise, wenn ihr die Musik anhabt, bekommt ihr entsprechend Musik auf die Ohren. Wir haben jetzt eine Apoapsis von 79 Kilometern. Deshalb ist es auch schön. Hört ihr es? Jetzt kommt die Musik fürs Weltall. Ich vermute, die ist nicht besonders laut reingesteuert, aber man hört sie. Wir sind jetzt das erste Mal tatsächlich also außerhalb der Atmosphäre, im Weltall. Wir sind aber noch nicht in einem Orbit. Diese Art von Flugbahn nennt man suborbital. Das heißt, wir werden wieder runterfallen. Wir bleiben nicht stabil oben. Man sieht, wir werden nachher ins Wasser fallen. Und was wir jetzt noch machen können, ist hier im Weltall neues Biom. Unseren mysteriösen Schleim nochmal beobachten. Und was ich jetzt mal zeigen kann, hier oben hat jetzt der mysteriöse Schleim schon einen Wert von 10. Das wird sich auch das ganze Spiel so weiter fortsetzen. Je weiter ihr von Kerbin weg seid, je komplizierter das ist, was ihr tut, umso mehr Wissenschaftspunkte werdet ihr dafür bekommen. Das ist ganz wichtig, das zu wissen, weil mit dieser Menge an Wissenschaftsdaten würdet ihr sonst sehr, sehr lange brauchen, um irgendwann mal in der Karriere vorwärts zu kommen. So, jetzt sind wir oben und beginnen jetzt langsam zu fallen. Jetzt trennen wir uns mal mit dem Decoupler, also wir drücken jetzt noch einmal Leertaste, erstmal von unserem Antrieb. Der driftet jetzt ein bisschen weg. Das ist dieser Impuls vom Decoupler. Und jetzt haben wir nur noch unsere Kapsel. Was wir jetzt machen müssen, ist die flache Seite der Kapsel. Da ist nämlich so ein bisschen integrierter Hitzeschild dran. Also da hält sie auf jeden Fall viel aus und sie bremst uns vor allen Dingen auch gut. Ja, flache Oberfläche, breit, viel Luftwiderstand, umzudrehen. Und zwar, hier seht ihr so ein gelbes Symbol. Das gibt es, wenn ihr rumdreht, auch nochmal in durchgeixt. Und auf das solltet ihr euch ungefähr ausrichten. So, sobald ihr wieder eintretet in die Atmosphäre, könnt ihr auch einfach mit das SRS abschalten. Ich zeige euch das gleich einmal, weil sobald eine gewisse Atmosphäre so ab ca. 50 Kilometer Höhe da ist, wird der Luftstrom um so eine einfache Kapsel, wenn ihr nichts weiter angebaut habt, also die ist ja jetzt sehr, sehr einfach gestaltet, die Kapsel, der wird die Kapsel stabil halten. Okay? Da ist das SRS dann manchmal schädlicher als hilfreich. So, ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. So, genau, der Booster-Test ist schon erfüllt. Jetzt gucken wir mal, was ihr so geschrieben habt. Ist es eigentlich sinnvoll, bei drei Fallschirmen, die erst bei 8 Kilometer Höhe die ersten zu öffnen, um schon mal abzubremsen, um nicht zu viel G-Force zu haben? Es ist sinnvoll, wenn du einen Bremsfallschirm mitnimmst. Wir können das bei einer zukünftigen Kapsel mal einbauen. Genau, Bremsfallschirme können deutlich früher geöffnet werden, haben nicht ganz so einen hohen Bremswert. So, ich mache jetzt mal hier das Ding aus und ihr seht, die Kapsel stabilisiert sich jetzt relativ stark von alleine. Man darf da nicht nervös werden. Und ihr seht jetzt auch, wir werden zwar noch schneller, das wird sich aber gleich ändern. Also im Moment beschleunigen wir, da unten ist übrigens der Rest unserer Rakete, der fliegt schon mal relativ schnell Richtung Meer. Und ihr dürft nicht nervös werden. Ihr werdet jetzt, wenn ihr so in die Atmosphäre tiefer reingeht, diese Hitzeeffekte auch sehen. Die sind erstmal ganz okay. Ihr seht, wie das G-Force-Meter jetzt hochsteigt. Je steiler die Kurve ist, umso mehr wird das ansteigen. Je flacher ihr eure Flugbahn macht, umso weniger. Und es wird einen Moment dauern, aber diese Kapsel bremst euch sehr, sehr stark runter, sobald die Atmosphäre etwas dicker wird. Und es wird, jetzt sind die Fallschirme safe. Also ab jetzt kann man sie öffnen. Ich lasse die Kapsel noch ein bisschen durchsacken. Wenn ihr jetzt schon die Fallschirme aufmachen oder den Fallschirm aufmachen wollt, ist okay. Sobald er nicht mehr rot oder gelb ist, ist das eine sichere Sache. Wichtiger Punkt, macht es nur nicht zu spät. Wenn ihr den erst auf 1000 Metern aufmacht, hat er keine Zeit mehr, sich zu entfalten. Ich werde den jetzt mal bei 7000 Metern öffnen. Das ist immer noch relativ sportlich zeitig, gibt uns aber eine gewisse Zeit, um schon mal runter zu bremsen. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen erhöhten Luftwiderstand. Das heißt, ihr seht, wir werden jetzt auch noch mal deutlich langsamer. Also wir haben ein bisschen so 1, und ein bisschen G-Bremswirkung im Moment durch den Fallschirm, und so 700 Meter über der Oberfläche wird sich das Ding
entfalten. Den Wert, den ihr hier seht, Meter pro Sekunde, wenn ihr mal interessiert seid, was das in Kilometern pro Stunde bedeutet, sind das immer so ungefähr mal 3,6. Also bei 100 Metern pro Sekunde seid ihr noch 360 km/h schnell. Wir haben also noch ganz gut Geschwindigkeit drauf. Jetzt entfaltet sich aber der Schirm. Wir kriegen kurz einen relativ starken Bremsimpuls und damit geht es dann jetzt sehr, sehr langsam die letzten paar hundert Meter vorwärts. Mit Punkt und Komma könnt ihr Zeitraffer hoch und runter stellen. In der Atmosphäre ist das ein sogenannter Physics-Zeitraffer, also die Physik wird weiter berechnet. Seid mit dem ein bisschen vorsichtig bei komplexeren Raumschiffen. Bei so einer einfachen Kapsel ist das okay. Ein großes, komplexes Flugzeug zerlegt es damit auch gerne mal. Deshalb da immer ein bisschen vorsichtig. So. Schwuppdiwupp. Und wir sind gelandet. Man kann jetzt potenziell auch noch aussteigen und hier Dinge einsammeln. Also ich zeige euch das mal. Also was man jetzt machen kann, ist wieder Daten nehmen, einen EFA-Report machen. Zack. Und wir könnten sogar noch mal sagen, bei diesen Experimenten Daten nehmen. Daten nehmen. Also ich räume jetzt mal nicht, bei den Schleim geht das nicht, aber bei diesen einfachen Experimenten, die kann man nämlich leer räumen und sie nochmal machen. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal einen Crewbericht in Kerbins Wasser machen und ich kann jetzt hier nochmal Druckdaten protokollieren, während wir in Kerbins Wasser gelandet sind und ich kann nochmal die Temperatur protokollieren. Das sind 3, 4 Wissenschaftspunkte, aber es sind halt 3, 4 Wissenschaftspunkte. Bitte sprüht mich nicht ein. Ich bin tatsächlich Heuschnupfen-Asthmatiker. Ich versuche gerade die Öffentlichkeit stark zu meiden und die Leute nicht nervös zu machen mit meinem ab und zu mal Husten. Das ist bei mir aber völlig normal. It's not Corona. It's not Lupus, falls jemand den Hausspruch kennt. Ich bin auch schon 3,5 Wochen zu Hause isoliert. Und hallo Joe Hum. Also von daher, ich bin nur brav im Homeoffice und verlasse nur einmal die Woche das Haus zum Einkaufen. So, okay, dann recovern wir das Ganze und haben jetzt unsere nächste Bagage an Aufträgen erfüllt. Und seht jetzt, wir haben massig Wissenschaftspunkte bekommen durch die verschiedenen Sachen, die wir getan haben. Haben auch wieder ein bisschen was zurückbekommen durch die geborgenen Teile. Jebediah hat aber keine Erfahrungspunkte bekommen. Geflogen ist er nämlich nochmal. Und das nächste Level an Erfahrungspunkten ist quasi, das nächste Level ist quasi in Orbit zu fliegen. Da kommen wir jetzt gleich hin, aber eins nach dem anderen. So, das haben wir fertig. Und wenn wir jetzt hier unten wieder gucken, oh, irgendwas ist gescheitert. Okay, da ist irgendwas ganz Komisches passiert. Da scheint das Spiel irgendwie gebuggt zu haben. Also ich glaube, der Test unseres Triebwerks ist fehlgeschlagen, weil Bug im Spiel. Ja, das wäre eigentlich okay gewesen. Aber irgendwie habe ich so auch noch nicht gesehen. Das war wohl klassischer Bug. Ansonsten wäre das der Auftrag gewesen für unseren Triebwerkstest. Schade, schade. So, Entkommen aus der Atmosphäre haben wir aber erreicht und dafür auch richtig viel Kohle bekommen. So. So, jetzt muss ich mal ganz kurz, der Explodot, der Oni, haben mit Prime ihre Abos verlängert. Der Explodot schon 32 Monate und der Oni ist neu dazugekommen und der Basti hat gerade mal eben 2 Geschenkabos verteilt. Vielen lieben Dank dafür und euch allen weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt haben wir zwar einen gescheiterten Testauftrag, das ist aber nicht so wild. Wie ihr seht, haben wir ganz gut Kohle gemacht. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass unser nächster großer Auftrag heißt Umkreise Kerbin. Das heißt, wir machen jetzt das erste Mal einen richtigen Orbit. Wir bekommen hier übrigens einen Vorschuss von 16.000 und nachher beim Abschluss 31.000. Das heißt, wir nehmen den jetzt mal an. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das hier trotzdem nochmal hinbekommen und getestet bekommen. Ich hoffe es inständig. TD2 auf dem Startplatz. Der Klopfer ist schon der große, ne? Lasst es uns probieren. Mal gucken, ob wir den mit eingebaut bekommen und ob es diesmal besser funktioniert. Also,
Wir haben jetzt ein paar Wissenschaftsdaten, mit denen sollten wir was machen. Und zwar gibt es ein ganz bestimmtes Bauteil, was ich für den Orbit immer sehr empfehle. Das ist hier hinten in der fortschrittlichen Raketentechnik drin und nennt sich Terrier-Triebwerk. Das hat eine erhöhte Effizienz. Wenn man mit Rechtsklick draufklickt, hat das im Vakuum eine höhere Effizienz als manch anderes Triebwerk. Ist relativ klein, hat aber eben damit, also es wiegt wenig, hat relativ wenig Schub, aber eine sehr hohe Effizienz. Ist also ein sehr interessantes erstes Zweitstufen-Drittstufen-Triebwerk oder Oberstufen-Triebwerk, weil es euch hilft, sehr kleine Nutzlasten oben drauf zu haben auf der Rakete, was wiederum die ganze Rakete weniger groß und schwer macht. So, das heißt, wir werden jetzt den Weg dahin auf jeden Fall erstmal kaufen. Wir kaufen uns diesen Forschungspart. Warum ist der jetzt markiert? Der ist markiert, weil wir den gerade kostenlos gestellt bekommen für unsere Aufgabe. Zack. Und wir werden das hier auf jeden Fall kaufen. So, das lässt uns jetzt aber noch ein bisschen Luft. Wir haben hier nämlich noch 47 Punkte übrig. Damit kann man jetzt verschiedene Sachen machen. Wir werden erstmal einfach die Stabilität hier kaufen. Damit haben wir nämlich seitliche Entkoppler und wir haben so einen ersten, eine Bugnase und etwas größere Winglets, mit denen wir arbeiten können. Ich kaufe das jetzt mal. Damit ist für uns jetzt erstmal hier aber auch Ende, denn auf der Stufe jetzt sind wir bei 45 Wissenschaftspunkten für die nächste Stufe. Das werden wir jetzt noch nicht bezahlen können. So. Eine Sache, die ich jetzt aber tue, ist mit Rechtsklick auf die Startrampe die einmal verbessern. Was macht das? Das gibt uns, das seht ihr auch hier, eine größere Rakete mit mehr Gewicht. Also wir können dann 140 Tonnen schwere Raketen starten und wir können 36 bzw. 39 Meter hohe Raketen starten. Das ist eine Verbesserung, die ich auf jeden Fall anstrebe. Zack. Und auf der Basis bauen wir uns jetzt mal eine Rakete. So. Wir werden jetzt ein bisschen uns mehr darauf vorbereiten, einen Orbitalflug zu machen. Wir haben ja jetzt schon den Mystery Goo oder diesen mysteriösen Schleim im Orbit getestet. Das heißt, den brauchen wir nicht mehr. Das macht schon mal unsere Rakete etwas aerodynamischer. So, ich gehe mal wieder ran. Dafür mache ich Shift und benutze das Mausrad. So. Und ich lösche jetzt mal alles da unten drunter und ehrlich gesagt nehme ich auch den Decoupler weg. Was haben wir denn jetzt noch? Wir müssen einmal diese Experimente hier mitnehmen. Aber wir brauchen noch einmal den Prismabarometer. Den würden wir gerne im Weltall einmal testen. Und wir brauchen einmal das Thermometer. Das würden wir nämlich auch gerne im Weltall testen. Den Crewbericht müssen wir im Weltall noch machen. Und dann sind wir eigentlich mit dem, was wir im Moment können. Ich gucke noch mal rein. Schon relativ durch. Mehr geht im Moment noch nicht. So. That simple. Also unsere Rakete wird sehr, sehr einfach. Oder unser Pod oben. So, das wird jetzt unsere erste Orbitalrakete. Ups, Rakete. Raclette, genau. Die Raclette. Wer kennt sie nicht, die Raclette? In den Orbit geschossen, um Sachen zu grillen. So, unter der Temperaturgeschichte findet ihr jetzt Hitzeschilde. Wir werden den 1,25 Meter Hitzeschild nehmen. Den brauchen wir jetzt wirklich auch. Also mit ein bisschen Tricks und Spucke kommt man mit diesem Pod auch aus dem Orbit zurück ohne ein Hitzeschild. Macht das nicht, wenn ihr gerade KSP lernt. Wirklich nicht. Fangt nicht damit an, als allererstes schon alles zu wollen. Macht ein Hitzeschild dran, das hilft eine Menge. So, dann kommt ein Entkoppler. Jetzt haben wir ein paar neue Bauteile bei den Treibstofftanks. Ich persönlich nehme für die Oberstufe. Ich ignoriere euch nicht, ich habe das zur Kenntnis genommen und will es an der richtigen Stelle sagen. Also keine Sorge, ich werde da gleich was zu sagen, wenn wir zum Test kommen, aber ich habe euch nicht ignoriert. So, meine bevorzugte Oberstufe für diese erste Orbitalrakete, aber auch weitere Orbitalflüge, ist ein FTL-400er-Tank, FLT-400er-Tank, Entschuldigung, und das Terrier-Triebwerk. Warum? Wenn wir jetzt hier mal wirklich auf Vakuum umstellen, seht ihr, dass diese Kombination 2312 Meter pro Sekunde an Delta V uns gibt. So, mit einem immer noch sehr guten Schub-Gewicht-Verhältnis. Um in den kompletten Orbit zu kommen, braucht ihr 3400 Delta V. Pi mal Daumen. Ungefähr. Davon haben wir jetzt sehr, sehr viel mit dieser Stufe schon abgegolten. Das heißt, uns fehlen eigentlich nur noch knapp über 1000 Delta V. Um den Rest zu schaffen. Wir müssen also nicht mehr so viele, so komplexe Dinge bauen,
was uns sehr hilft, weil wir am Anfang ja nicht so viele technische Möglichkeiten haben und auch nicht so viele Bauteile verwenden dürfen. So, sehr einfache Rakete. Wir werden natürlich auch nicht auf Kante bauen, sondern ein bisschen, ich sag mal, Puffer lassen, damit ihr auch in den Orbit kommt, wenn ihr noch nicht so perfekt fliegt, okay? So, kurzer Schluck zum Erfrischen. Gut, jetzt kommen wir zur nächsten Stage. Die nächste Stage werden wir tatsächlich einfach zwei dieser FTL-400er nehmen und so ein Schwenkertriebwerk drunter bauen. Das gibt uns dann, wenn wir jetzt einmal gucken, ist wieder auf Meereshöhe, genau, das gibt uns ein positives Schubgewichtverhältnis. Das wird sogar noch ein bisschen besser sein, weil wir schon eine gewisse Höhe haben, aber so ungefähr 1,7 ist völlig okay. Und 1239 Meter pro Sekunde. Damit sind wir insgesamt schon, wenn ich das jetzt mal umstelle, bei 3800 Metern pro Sekunde. Okay. Wir haben jetzt also schon mit ein bisschen Reserve gebaut, um in den Orbit zu kommen. Das heißt, theoretisch könnte man diese Rakete sogar schon in den Orbit schießen. Wir probieren es jetzt mal noch, diesen Booster mit anzubauen, ob wir das direkt erledigen können. Also wir müssen den Klopferbooster verwenden. Wie ihr seht, ist der ein bisschen größer. Mit Shift gedrückt halten könnt ihr die gesamte Rakete packen an jedem beliebigen Bauteil. Und wie ihr seht, haben wir da jetzt schon eine ganz ordentliche Rakete stehen, die jetzt natürlich auch fliegen muss. So, ich, wie gesagt, Shift und linker Klick, dann könnt ihr die gesamte Rakete packen und nicht nur das Bauteil. Ich korrigiere jetzt schon mal ein bisschen. Hey! Savox, thank you for the raid and the hosting. Thank you. I saw you guys playing Kerbal Space Program like 1 hour ago. So please welcome. So mostly streaming in German. So sorry for this one, and I will switch back to German. But thanks for the host. Doing a little bit of tutorials today. Okay, also kleiner Raid zwischendrin. Wir werden jetzt hier weitermachen mit der ersten Orbitalrakete. Also, wie ihr seht, haben wir hier erstmal mehr als genug Delta V verfügbar. Und wenn ich jetzt gucke, auch vom Schubgewichtverhältnis völlig in Ordnung. Ich bringe jetzt mal das Staging schon mal in Ordnung. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen dafür sorgen, dass die Kiste uns nicht um die Ohren fliegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und vor allen Dingen auch nicht direkt beim ersten Start wahrscheinlich umkippt. Und ich überlege gerade, wie wir es machen. 1, 2, 3, 4. Ja, ich glaube, wir machen es so. Also, was ich jetzt nehme, ist seitliche Koppler. 4 Stück. Um uns ein bisschen stabiler aufzustellen. Und pack die hier seitlich ran. So. Und an die seitlichen Koppler packe ich jetzt nochmal neue Booster ran. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Mit der Maus solltet ihr über dem Koppler sein, damit das sauber drauf ist. Und dann habt ihr die Dinger da ziemlich fest dran. Wir haben jetzt 22 von 30 Teilen. Das ist relativ in Ordnung. Und unter Aerodynamik findet ihr jetzt noch diese Bugnasen. Die können auch noch mit drauf. Und damit ist das Ganze... Oh, das ist nicht ganz gerade. Ich mache das jetzt für mich einfach nochmal gerade. Das ist nicht spielrelevant. Das ist einfach nur mein ganz persönliches Problem. Nur den Emote-Chat anmachen? Das verstehe ich nicht. Diese neuen Mod-Features steigen dir doch zu Kopf, Crazy. Die steigen dir doch zu Kopf. So. Jetzt haben wir das. Und wir wollen natürlich alle Booster gleichzeitig zünden. Da haben wir dann auch nochmal ganz gut Schub drunter. Und jetzt schauen wir mal, dass wir an diese ganze Geschichte noch mit den Zusatzteilen unsere Winglets dran bekommen. Die packen wir jetzt einfach mal hier zwischen. Und dann seht ihr, haben wir eigentlich eine ganz schnieke Rakete, haben exakt die 30 Bauteile verbraucht. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass die auch wirklich bis in Orbit fliegt. Ja, ne, die Booster sind nicht richtig drauf, oder? Irgendwas ist schief auf jeden Fall. Ich habe auch so den Eindruck, irgendwas ist schief. Ja, sie sind so leicht seitlich versetzt.
Jetzt sind sie sauber. So, irgendwas war ein bisschen schräg. Da müssen wir mal aufpassen. Solche Sachen machen die Rakete dann halt instabil. So, jetzt sieht das auch symmetrisch aus. So, sehr schön. Da müsst ihr nochmal gucken, dass das Staging sauber ist. Also ich ziehe jetzt hier alle Booster in eine Stage. Und dann kommt zwischendrin mal ein Staging, wo wir die kleinen Booster abwerfen. Die werden nämlich eher ausgebrannt sein. Den können wir ein bisschen zurückziehen auf so 90% Leistung. Wahrscheinlich sogar auf 80%, ehrlich gesagt. Das könnt ihr dann auch nochmal überprüfen, indem ihr diese Stage hier aufklappt. Dann seht ihr 1,35 zu dem Zeitpunkt. Ja, gut, machen wir mal 90. Also bei 1,55, das ist okay. Gut, das gibt uns einen ganz guten ersten Boost raus. Und dann würde ich sagen, probieren wir mal unser Bestes und diese Rakete in den Orbit zu fliegen. Die erste große Probe ist natürlich immer, bleibt es auf dem Launchpad stehen. Weil wie ihr seht, jetzt ist das erste Mal ein doch recht umfangreiches Gerät, mit dem wir hier arbeiten. Und zack. Wir müssen erstmal darauf vertrauen, da wir noch keine Starthilfe haben, dass wir das so gebaut haben, deshalb auch diese vier Booster außen dran, dass das Ding halt nicht umkippt. Ihr seht, das schwabbelt schon ein bisschen. Ich mache jetzt mal gleich, wenn es halbwegs gerade ist, ein SRS mit an, damit uns das nicht um die Ohren fliegt. Und dann machen wir jetzt mal den Test und los geht's mit Staging an. Auf geht's. Okay, also hat funktioniert unser Test, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Und jetzt fliegen wir mal so weit wir können mit unseren Boostern. Das wird jetzt relativ schnell gehen und nicht so gut für unseren Gravity Turn sein, weil ich gerade relativ wenig Kontrolle über die Rakete habe. Aber das ist auch nicht so wild. Lasst sie erstmal nach oben fliegen bei solchen Situationen. Das ist völlig okay. Jetzt können wir die wegstagen. Das hat auch knapp, aber gut geklappt. So. Und lasst jetzt erstmal ohne der Rakete groß was anzutun. Ihr habt nicht viel Kontrolle über die Rakete. Lasst der Rakete jetzt erstmal ein bisschen Zeit nach oben zu fliegen. Wie ihr seht, kommen wir schon direkt aus der Atmosphäre raus. Das heißt, wir werden sie jetzt gleich kurz mal ein bisschen arbeiten lassen. Ich stage jetzt mit voller Absicht nicht, weil ich hinten gut Drag drauf habe. Das hält uns stabil und ich warte kurz, bis ich über den 30 Kilometern drauf bin. Und jetzt stage ich sie weg. Ich nehme den Schub vorher mal auf ein Drittel runter. So, und nutze jetzt den Schub, den ich habe, um relativ schnell in einen Horizontalflug zu gehen, weil ich gar nicht mehr Höhe brauche, sondern ich brauche vor allen Dingen Umlaufgeschwindigkeit und ziehe jetzt den Schub wieder hoch. Das heißt, wir steigen jetzt von ganz alleine, weil diesen Impuls habe ich ja noch. Und worum ich mich jetzt kümmern muss, die Höhe ist schon längst da, ist diesen Orbit einmal von der Geschwindigkeit her um Körben rum zu strecken. Das ist, wie gesagt, nicht der sauberste Start aller Zeiten gewesen durch unsere vielen Booster, aber es tut erstmal. So, hier gilt es jetzt auf ungefähr 2200 Meter pro Sekunde zu kommen. Hier drüben seht ihr immer, wie viel wir noch insgesamt haben, berechnet an der aktuellen Atmosphäre und dem aktuellen Gewicht unseres Raumschiffs. Da stehen wir ganz gut da. Also, das passt alles sehr gut. Und wir können jetzt gucken, dass wir hier nach und nach unseren Orbit anstreben. Und wir versuchen eigentlich möglichst nah an der Apoapsis zu brennen, wenn man einen perfekten Orbit hinbekommen will. Das ist aber für das erste Mal überhaupt noch nicht unsere Herausforderung. So, wie ihr seht, wir haben jetzt schon relativ viel geschafft. Wir haben 1750 Meter von 2200 Pi mal Daumen, die wir brauchen, erledigt. Und wir haben noch 2300 Meter pro Sekunde übrig. Das heißt, diese Rakete ist tatsächlich sogar schon so groß gesized, dass wenn man vernünftig damit fliegt, man potenziell einen Flyby am Moon machen kann. Nur um es schon mal erwähnt zu haben. Das würde potenziell gehen. So, was wir jetzt machen ist, ich nehme jetzt mit X einmal den Schub komplett raus und stage. Das heißt, wir schalten das nächste Triebwerk schon an und trennen uns von diesem Part, aber das Triebwerk ist noch aus. Und ich warte jetzt noch einen kurzen Moment, bis ich an die ganze Geschichte ran bin und werde dann gleich meine Sachen zünden. Die Zeit nutzen wir aber mal, um unsere Experimente zu machen. Das heißt, wir machen jetzt ein Temperaturprotokoll und wir machen ein Druckdatenprotokoll und wir machen natürlich einen Crewbericht.
Dann haben wir das nämlich schon mal. Dann sind wir hier an dem Punkt safe, dass egal, ob wir das jetzt noch schaffen oder sonst irgendwas uns irgendwie dazwischen kommt, diese Wissenschaftsdaten haben wir gesammelt. Die müssen wir jetzt nur noch zurückbringen. Und jetzt, wo wir uns langsam der Apoapsis nähern, würde ich jetzt wieder mit Shift einfach den Schub langsam hochfahren. Und wir beschleunigen jetzt hier drüben so lange weiter, bis die Periapsis auf einen positiven Wert endet. Mit M könnt ihr immer in den Map-Mode wechseln, da könnt ihr euch das auch angucken. Fliegt ihr auf der Horizontlinie, treibt ihr das so vor euch hin, dann fliegt ihr quasi parallel zum Boden. Wollt ihr die Apoapsis schneller hochbringen, zieht ihr in Richtung des Blauen. Wollt ihr die Apoapsis näher zu euch ranbringen, zieht ihr die Nase nach unten. Ich fliege, wie gesagt, jetzt so ungefähr auf der Parallele. Und irgendwann kommt da drüben die Periapsis und die muss über 70 Kilometer gehen. Fertig. X gedrückt. Ihr seht, da oben blinkt es auch schon. Wir haben unseren ersten Orbit geschafft. Ganz wichtiger Punkt: jetzt nicht einfach landen. Das erkläre ich euch nämlich gleich. Da ist nämlich noch einiges an Wissenschaftsdaten und Kohle aus der Nummer rauszuholen. Also, Auftrag abgeschlossen. Wir haben natürlich den Klopfer diesmal getestet. Also guter Hinweis, danke von Brady und nochmal Hinweis von Achilles. Wie gesagt, ich habe euch gelesen, ich wollte es nur an der Stelle dann anbringen, wenn es akut ist mit dem Booster. Und ich hoffe, ich habe das zu eurer Zufriedenheit getan. Wir haben den Auftrag um Kreise Kerbin erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, Jebediah ist jetzt der erste Kerbonaut im Weltall, der auch in den Orbit geflogen ist und also im Weltall bleiben wird, wenn wir nichts weiteres tun. Das Bergungsteam sucht uns also immer noch, gibt auch ein paar lustige Nachrichten. So, wir sind in die Umlaufbahn eingetreten. Sehr schön. Also, das gab natürlich jetzt richtig, richtig dick Kohle und auch richtig dick Wissenschaftspunkte. Jetzt kommt aber die gute Nachricht, da geht noch was. Wenn wir in einem stabilen Orbit sind und die Triebwerke aus sind, dann gibt es die Möglichkeit, neben Weltraumfahrzeug bergen, habt ihr ja den Weltraumzentrum-Button vorhin schon gesehen, den gibt es im Orbit eben auch. Wir können jetzt gerade nicht bergen, weil wir sind ja im Weltall, aber wir können jetzt zurück ins Weltraumzentrum und können uns um neue Aufträge kümmern. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Es gibt nämlich, wenn wir in den Orbit fliegen, ein Folgeauftrag normalerweise. Ich bin gespannt, ob er heute auch da ist. Genau, es gibt nämlich einen Erkunde-Kerbin-Auftrag und der beinhaltet Kehre aus der Umlaufbahn nach Kerbin zurück. Den müsst ihr aber annehmen, bevor ihr gelandet seid. Deshalb jetzt einmal runter ins Raumfahrtzentrum, annehmen, Kehre aus der Umlaufbahn von Kerbin zurück. Das machen wir nämlich gleich so oder so. Und eventuell habt ihr die schöne Möglichkeit, den Fallschirm noch einmal zu testen? Wir können das hier probieren. Wir haben den Fallschirm MK16 testen, nicht abgeschlossen im Flug, nicht abgeschlossen Höhe 5000 bis 9000 Meter bei 160 bis 230 Meter. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich würde es einfach mal annehmen, weil es mich potenziell interessieren würde, ob wir es hinkriegen. Mal sehen, ich versuche dran zu denken. Und lieber Emojack, nee, ist nicht direkt, also ja, ist so halb YouTube-Tutorial. Es ist tatsächlich als Twitch-Tutorial gedacht, um jetzt hier auch mal Fragen zu beantworten nebenher von Leuten, die es interessiert. Ich werde es aber danach auf YouTube hochladen, deshalb habe ich die Alarme visuell deaktiviert, reagiere aber so gut ich dazu fähig bin im Chat drauf. Und Versekel, du hast, glaube ich, vorhin auch ein Abo abgeschlossen. Vielen lieben Dank dafür. Euch allen ganz viel Spaß mit den Kerbal-Emojis und natürlich weiterhin beim Zugucken. So, also wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, hey, wir lassen uns sogar noch dafür bezahlen, dass wir Jebediah zurückholen. But that's not all. Da geht es nämlich noch ein bisschen weiter. Wir können jetzt nämlich auch noch mal die wissenschaftliche Ausbeute dieses Auftrages deutlich nach oben treiben. Justus, vielen lieben Dank für den dritten Monat Resub. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wie hole ich da noch mehr Wissenschaftsdaten raus? Es gibt gewisse Gebäude-Updates, die man machen kann. Und die haben immer auch Auswirkungen. Ihr hattet das ja vorhin schon gesehen, als wir die Startrampe geupdatet haben, haben wir mehr Gewicht erhalten, was die Rakete wiegen darf. Und sie dürfte größer sein. Beim Missionszentrum gibt es auch Auswirkungen. Und es gibt bei der Ortungsstation Auswirkungen. Aber vor allen Dingen gibt es beim Astronautenkomplex eine Auswirkung, die für uns jetzt gerade sehr interessant ist. Für 75.000 können wir nämlich
den Astronautenkomplex aufs zweite Level heben. Und jetzt können Kerbals EVAs durchführen. Also wirklich auch aussteigen, nicht nur. Also normalerweise ist es so, Kerbals können nur auf Kerbin von Bord gehen. Das ist der Standardzustand. Deshalb konnten wir gelandet auf Kerbin aus der Kapsel aussteigen. Im Weltall können wir das im Moment nicht. Eine EVA, habt ihr aber gesehen, ist ein eigenes Experiment. Und jetzt kommt der interessante Part. Eine EVA ist biomabhängig. Das heißt, wenn wir um Kerbin kreisen, fliegen wir über verschiedene Biome drüber. Wir fliegen über das Meer, wir fliegen über das Space Center drüber, wir fliegen über Berge drüber, wir fliegen über Wüsten. Jedes dieser Biome ist bei einer EVA ein eigener EVA-Bericht. Das heißt, wir können jetzt aus dem Orbit, in dem wir ja stabil sind, mit ein bisschen Geduld, sehr viel Wissenschaftsdaten ziehen, indem wir immer wieder den EVA-Bericht machen. Dafür müssen wir aber aussteigen können. Um das zu können, bezahle ich jetzt die 75.000 Pfunds oder Kerbal-Dollar hier. Zack. Und habe jetzt die Möglichkeit, mit meiner schon aktiven Mission auszusteigen. So. Das ist relativ interessant, hilft uns nämlich auch, dann weiterzukommen bei den anderen Sachen. Ein anderer Weg, den wir einschlagen müssen noch, ist 75.000 hier zu investieren und 150.000 hier. Das haut im Moment knapp hin, deshalb werden wir es, glaube ich, auch machen, um Manöverplanung zu bekommen. Also es ist eine Kombo. Wenn ihr hier upgradet, zum einen können wir mehr Aufträge annehmen, aber für die Flugplanung brauchen wir erstmal dann noch eine verbesserte Ortungsstation, das sagt er uns aber auch schon. Und die Ortungsstation selber wird nur in Kombination mit dem upgradeten Mission Control Zentrum, gibt uns die Möglichkeit, Manöver zu planen. Das wird dann gleich für die Folgemission interessant. Ich mache es jetzt noch nicht, das werden wir aber nachher dann als nächstes noch upgraden müssen, um zum Moon zu fliegen. So. Welchen Zweck hat der Minimumdruck bei Fallschirm einzustellen, beziehungsweise wie es auswirkt? Genau, der Minimumdruck ist der minimale Atmosphärendruck, der existieren muss, damit der Fallschirm überhaupt rausgeht. Also damit er wirklich sich entscheidet, rauszugehen aus seiner Hülle. Je niedriger du den einstellst, umso zeitiger aktiviert der potenziell. Standardmäßig ist es bei 0,1. Wenn du den höher stellst, dann wird das später passieren. Wenn du ihn niedriger stellst, wird es zeitiger passieren. Ist zum Beispiel für Duna oder sowas interessant, wo die Atmosphäre sehr dünn ist. Da ist die Standardeinstellung halt 4000 Meter über dem Boden. Da wird es halt meistens ein bisschen knapp. Genau, da macht es dann Sinn, das auf 0 zu stellen. So. Wie kommen wir jetzt zurück zu unserem Raumschiff? Wir klicken mit links einmal auf die Ortungsstation. Und hier sehen wir jetzt unsere Raumschiffe, die wir gerade in irgendwelchen Missionen haben. Es ist im Moment nur eine und die können wir jetzt hier drüber fliegen und zurück zu Jebediah gehen. So, und der liebe Jebediah fliegt jetzt hier gerade um Kerbin rum und es wird jetzt gleich sehr, sehr dunkel. Aber der gute Mann befindet sich ja jetzt über irgendwelchen wilden Biomen, die wir gerade nicht genauer erkennen können. Trotzdem haben wir jetzt die Möglichkeit, auf EVA zu drücken. Und Jebediah steigt aus. Ich mache mal Licht an, damit man ein bisschen was sieht. Jebediah hängt jetzt hier an der Rakete und wir können mit Rechtsklick auf Jebediah das tun, was wir die ganze Zeit vorher auch schon getan haben, nämlich einen EVA-Bericht abfeuern. Also was wir auf Kerbin schon getan haben. Und stellen jetzt fest, EVA-Bericht aus dem Weltraum direkt über Kerbins Wasser. Du hast deine Beobachtung festgehalten. Das sind 8 Wissenschaftspunkte. Und wir kriegen 8 Wissenschaftspunkte für jedes weitere Biom von Kerbin. Das ist eine ganze Menge Holz, wenn man das alles mal zusammenrechnet. Wir können außerdem hier noch die Daten nehmen von den verschiedenen Instrumenten. Und da unten lässt sich schon erahnen, dass da irgendwie ist da Land. Da sind so Berge oder sowas. Das heißt, was wir jetzt gleich mal probieren, ist, wir speichern alle Experimente hier und machen einfach mal einen neuen EVA-Bericht. Oh, Kerbins Küsten. Das ist ja eigenartig. Lasst uns das doch auch nochmal speichern. Da haben wir schon 5 Experimente. Ob nach der Küste etwas anderes kommt, wer weiß. Wir warten mal noch ganz kurz ab. Vielleicht noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen Geduldsspiel. Also, hier sind irgendwo Küsten, aber man sieht hier, wie gesagt, schon, hier ist irgendwie Berge oder irgendwas in die Richtung. Tagsüber sieht man das noch besser. Es ist wieder Kerbins Wasser. Das hilft uns noch nicht. Also, wir sind hier irgendwie wieder drüber gegangen. Kurz Moment und dann Zeitraffern wir rüber. Na gut, lass uns mal wohin gehen, wo man es sehen kann. So, auch das war nicht der Knopf, den ich wollte. Also mit B kommt ihr wieder rein. Zack.
Und jetzt können wir mit Punkt auch wieder einen Zeitraffer anmachen. Und der ist jetzt ein bisschen schneller. Und wir gehen jetzt mal dahin, wo wir sehen, was passiert. Nämlich auf die Tageslichtseite. So. Und hier können wir mal gucken, ob dieser Krater... Ja, ja, mit Mods ist das alles ziemlich viel einfacher. Aber wir gucken ja gerade mit Absicht, dass wir hier ein bisschen das... The Vanilla Way of Life üben. So, jetzt sind wir über so eine Art Gebirgsrücken. Jetzt können wir nämlich nochmal gucken, was denn jetzt der Eva-Report zu uns sagt. Der sagt Kerbins Berge. Vielen lieben Dank dafür. So, die Daten können wir wieder speichern. Und dann können wir gucken, wie es hier weitergeht. Also, das wird jetzt noch eine Weile Berge haben. Wir steigen erstmal ein. Jetzt gucken wir einfach mal, wenn man uns so anschaut. Ja, hier hinten irgendwo sind Berge dann bestimmt vorbei. Ja, dann geht man wieder aus dem Zeitraffer raus mit Komma. Geht wieder mit Jebediah auf die Leiter raus und macht einen neuen EVA-Bericht und stellt fest, Grasland. Oh ja, und beim Einsteigen legt er das auch ab. Da hinten sieht es jetzt sehr wüstig aus. Oder sehr wüst aus. Haha. Wortspiel totally intended. So, und jetzt können wir mal gucken, dass wir so über die Wüste kommen. Ich glaube, hier wird nochmal Berge sein wahrscheinlich. Nicht direkt Wüste. Ja, Kerbins Berge hilft uns nicht. Das haben wir schon. So, das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter. Zack. So, das sollte ganz gut funktionieren. So, jetzt haben wir unter uns eine Wüste. Jetzt sollte da eigentlich... ein EVA-Bericht mit Kerbins Wüsten kommen. So, wie ihr feststellt, könnt ihr dieses Spiel jetzt ziemlich lange treiben. Ich würde jetzt aus Foltergründen mal damit aufhören und uns in Richtung Landung bringen. So, jetzt seht ihr hier hinten Kerbin Space Center schon mal auf uns zukommen. Und jetzt geht es darum, wie deorbitet man eigentlich? Es ist relativ einfach. Man kommt wieder zurück in die Atmosphäre, indem man bremst, also eine Gegenbeschleunigung vornimmt. Dazu mache ich jetzt mal das SRS wieder an. Und ihr seht hier verschiedene Marker. Wir sind hier im Umlaufbahn-Ansicht, also es gibt auch noch Oberfläche. Ich habe Umlaufbahn. Und hier gibt es so gelbe Marker und ich will zu dem durchgeixten gelben Marker, dem sogenannten Retrograde. Wenn ihr das richtig macht, heißt das, dass euer Triebwerk in Flugrichtung zeigt. So. Mit eurem Triebwerk in Flugrichtung könnt ihr jetzt eine Zündung vornehmen. Und der Vorschlag ist nicht senkrecht runterzufallen, sondern einfach erstmal zu bremsen. Ich habe jetzt mal, damit ich erzählen kann, ein bisschen Schub reingenommen. Was ihr dann sehen werdet, ist, wie eure Periapsis, ich habe da jetzt mal mit rechts drauf geklickt, kleiner wird. Und irgendwann wird die auf Null runtergehen und damit den Boden berühren. Wir wollen natürlich gerne irgendwo, ich sag mal hier vorne, vor dem Kerbin Space Center ins Wasser klatschen. Also wir machen jetzt mal eine gezielte Landung. Und dann werden wir natürlich noch ein bisschen gebremst. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ich werde hier hinten irgendwo anpeilen. Hier so die Ecke. Und dann werden wir durch den Eintritt in die Atmosphäre natürlich noch ein bisschen gebremst. So haben wir so, ich sag mal, so einen halbwegs flachen Wiedereintrittswinkel, der uns Zeit gibt zu bremsen, der die Gehbelastung für unsere Kerbels oder für unsere Rennkerbel, es ist ja nur einer im Moment, relativ im Rahmen hält und dafür sorgt, dass er sich nicht irgendwie in seiner Kapsel platt drückt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit mehr Schwung tun, also man kann den Schub auch höher stellen, wie man hier sehen kann. Also ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Shift noch gedrückt und ich würde sagen, jetzt mache ich gleich mal aus und wir hoffen das Beste. Zack, ich habe jetzt mit X mal ausgemacht. Also wir werden jetzt auf jeden Fall wieder eintreten. Vor dem Wiedereintritt nochmal ganz wichtig, es hilft enorm, erstmal zu stagen. Und seine Rakete hier loszuwerden und dann wieder auf den Retrograd zu gehen, damit das Hitzeschild nach vorne zeigt. Euer Hitzeschild hilft euch nämlich relativ wenig, wenn es hinter euch ist. Das hat zwei schlechte Effekte. Also erstens verbrennt ihr. So rum verbrennt ihr beim Wiedereintritt aus dem Orbit. Und ihr seid aerodynamisch, das heißt, ihr geht auch sehr schnell durch die Atmosphäre durch. Das heißt, wenn ihr dann unten ankommt als kleines Holzkohlebrikett, werdet ihr auch wahrscheinlich einfach aufschlagen. Das heißt, der Versuch ist immer, die Kapsel so rum reinzubekommen. Denn wenn sie so in den Luftstrom gerät, ist sie auch aerodynamisch stabil. Das heißt, sie würde sich selber stabilisieren. Ihr könnt sogar mit einer Kapsel, indem ihr sie vernünftig ausrichtet, dafür sorgen, zu entscheiden, wo ihr landet. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr macht das Häkelchen so,
dass also die Scheibe oben beziehungsweise der Haken sich bündig, so dass Himmel oben und Erde unten ist, dann könnt ihr so dafür sorgen, dass ihr flacher eintretet und so dafür sorgen, dass ihr steiler eintretet. Also damit auch dafür sorgen, in andere Richtungen zu fliegen. Ihr könnt so eine Kurve nach. Wartet, 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 wartet. Jetzt muss ich kurz denken. So fliegt ihr flacher. Also ist es so, eine Kurve nach rechts ist es, glaube ich. Es müsste immer ein Gegensatz sein. Ihr kommt so in den Windstrom, das müsst ihr euch eigentlich darüber drücken, oder? Drückt euch darüber. Wir können das ja gleich mal probieren. Also ihr habt ein bisschen Einfluss mit der Kapsel auf die Aerodynamik. Ihr könnt aber auch einfach sagen, ich mache das SRS aus und lasse sie sich einpendeln. Der Gewichtsmittelpunkt ist in der Mitte der Kapsel. Das heißt, die Kapsel wird sich von ganz alleine stabilisieren, wie wir es auch beim anderen Eintritt schon hatten. So, und jetzt seht ihr einmal das Kerbin Space Center unter uns langfliegen. Und was wir jetzt machen, wir sind noch sehr hoch. Ich steige jetzt einmal ganz schnell noch aus, bevor wir zu tief in die Atmosphäre kommen und nehme einen EVA-Bericht und steige wieder ein. Ganz schnell. Das geht wirklich nur in der hohen Atmosphäre und ihr solltet das sehr schnell machen. Ihr habt gesehen, Jebediah rutscht auch so langsam von der Leiter ab bei der Aktion. So, und wie gesagt, ihr könnt jetzt entscheiden, wie sollen wir wieder eintreten. Ich werde für meinen Körbel, weil ich ihn mag, so einen knappen 25 Grad Anstellwinkel fliegen, was das ganze Wiedereintrittsprofil ein bisschen verlangsamen wird. So, das funktioniert auch tatsächlich bei echten Kapseln so, dass sie eben durch das Anstellen, also hier ist es so, dass wir es über Reaction Wheels machen, bei echten Kapseln ist es so, dass sie nicht mittigen Schwerpunkt haben und durch Rollen entscheiden, wie sie sich legen, weil so starke Reaction Wheels, wie wir hier bei KSP haben, gibt es einfach im echten Leben nicht. Also das ist, ich sag mal, eine leichte Vereinfachung dessen, wie es wirklich ist. Aber was wir jetzt quasi machen, ist dafür sorgen, dass wir ein bisschen auf der Luft, auf die wir jetzt aufschlagen, reiten und damit ein bisschen Auftrieb erzeugen und langsamer in die tiefere Atmosphäre gehen und dadurch halt den Effekt haben, dass wir längere Zeit uns in der höheren Atmosphäre aufhalten und dadurch weniger Gehbelastung reinbekommen für unseren Körbel. In die Gegenrichtung könnte ich das Gegenstück machen. Ich würde dadurch sehr viel schneller nach unten gehen, sehr viel schneller bremsen, würde aber auch sehr viel höhere Gehkräfte auf den Körbel wirken lassen. Das ist einfach nur mal so eine nette Fun-Information. Ihr könnt auch einfach das SRS ausmachen und warten, bis ihr angekommen seid. Der Hitzeschild fängt über den Ablator, der sich langsam verbraucht, jetzt die Hitze ab. Ihr seht, das dauert jetzt auch ein bisschen, bis ihr unten ankommt. Aber wie gesagt, dieses leichte Anstellen der Kapsel verzögert das auch ein bisschen, weil es für einen leichten Auftrieb sorgt. Und wir sind jetzt aus dem Schlimmsten raus. Also jetzt ist so auch der Punkt, wenn man will, kann man das Hitzeschild jetzt potenziell abwerfen. Also wenn ihr Rechtsklick auf das Hitzeschild macht, gibt es immer die Möglichkeit, das abzuwerfen. Ich empfehle das, wenn ihr es abwerfen wollt, erst zu tun, wenn ihr unter dem Fallschirm hängt. Weil es euch sonst manchmal noch entgegenkommt, weil das Hitzeschild auch nicht besonders aerodynamisch und nicht besonders schwer ist. Und ansonsten heißt es jetzt SRS aus, abwarten und an irgendeinem Punkt mal entscheiden, dass ihr euren Fallschirm aufmachen wollt. Wie gesagt, ist ein bisschen Geschmackssache, wann das der Fall ist. Das macht jeder ein bisschen anders. Ab dem Moment, wo er grau ist, wird es euch nicht mehr schaden. Und ich werde ihn jetzt mal langsam aufmachen, damit er noch Zeit hat, sich zu entfalten und die Zeit nutzen, um etwas leckeren Kaffee zu trinken. Und damit müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, dass Jebediah landet. Und dann haben wir unseren Kehre zurück aus dem Orbit-Auftrag auch schon erledigt. In diesem Sinne, cheers. Und haben tatsächlich noch ein bisschen ganz angenehme Zusatzwissenschaftspunkte mitgebracht. Aus dem ganzen Themenbereich EVA. So. Genau, wenn ihr da ein bisschen mehr Geduld mitbringt. Und vor allen Dingen vielleicht auch willens seid, nochmal eine Mission zu starten in eine orbitale eine orbitale Umlaufbahn, eine polare Umlaufbahn, also quasi über die Pole zu fliegen. Dann dreht sich Kerbin unter euch durch. Wir werden das nachher beim Moon, glaube ich, mal durchexerzieren, wenn wir da das erste Mal in Orbit gehen sollen. Und ihr könnt potenziell alle Biome abgrasen mit dieser EVA. Beim Moon lohnt sich das schon ziemlich. Beim Moon kriegt ihr, glaube ich, lasst mich nicht lügen. Ich meine, in der normalen Schwierigkeit sind das 24, ich glaube 24 Wissenschaftspunkte, die ihr beim Moon bekommt. Und das ist schon eine ganze Menge, wenn man da alle Biome mitnimmt. Erfordert halt ein bisschen Geduld.
Mal gleich schauen, wie wir es machen. Jetzt landen wir erstmal schön im Wässerchen. So, 20 Meter noch und dann haben wir unseren Splashdown. Wir haben hier schon alles gemacht, auch mit den Instrumenten, die wir dabei haben. Und dann geht's ans Raumfahrzeug bergen. Genau, der Moon hat 6 Tage für eine Umdrehung. Das meine ich mit, man muss da ein bisschen Geduld haben, bis sich da alles unter einem durchgedreht hat. Weil der einfach sehr, sehr langsam dreht. Das ist bei Kerbin ein bisschen schneller. Da, bei Kerbin ist eher das Problem, dass sich manchmal Dinge unter einem durchdrehen, ohne dass man eine Chance hat und es dadurch länger dauert. So, wir haben jetzt 137 Wissenschaftspunkte. Also das gab jetzt schon mal wieder einen ordentlichen Schwung, einfach weil diese ganzen Achter läppern sich natürlich ein bisschen. Und wir können vor allen Dingen auch nochmal 10 Wissenschaftspunkte gut machen für die Bergung eines Raumfahrzeugs, das in einer Umlaufbahn um Kerbin war. Um den gesamten Satz runterzuarbeiten. Bisschen was recovered, ist auch wieder gut. Und Jebediah hat jetzt Stufe 1. Ihr werdet jetzt auf dem nächsten Flug feststellen, dass Jebediah jetzt neue Manöver kann. Jebediah kann uns jetzt helfen, Prograde und Retrograde zu halten. Das erkläre ich euch gleich im nächsten Flug, welche neuen Optionen euch das gibt, weil dadurch, durch die höherwertigen Kerbals, könnt ihr den Flug auch deutlich für euch vereinfachen. So, jetzt gucken wir aber mal, was auftragstechnisch als nächstes auf uns zukommt. Surprise, surprise, wir sollen den Moon erkunden. Also, wir sollen einmal am Moon vorbeifliegen. Check. Wir sollen wissenschaftliche Daten am Moon sammeln. Check. Und wir sollen nach einem Vorbeiflug am Moon nach Kerbin zurückklären. Check. So, das klingt schon mal relativ spannend. Wir erhalten einen Vorschuss von 87.000, wir erhalten bei Abschluss 162.000 und wir erhalten für diese Einzelsegmente, die da unten drunter sind, auch nochmal die entsprechende Kohle, Reputation und die Wissenschaftsdaten. Das ist jetzt natürlich schon mal relativ ordentlich und jetzt beginnt es auch langsam knackig zu werden. Jetzt müssen wir uns das erste Mal tatsächlich auch im Kopf machen, wie gehen wir da vor und welche Bauteile sind dafür noch interessant? Im Prinzip gibt es jetzt 2 Dinge, auf die wir ein bisschen achten müssen. Wir müssen darauf achten, dass wir Manöver planen können. Und wir müssen darauf achten, dass wir die richtigen Bauteile haben, um die Rakete dort tatsächlich hinzubekommen. Die Finanzspritze, die wir erhalten, hilft uns natürlich dabei enorm. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal sagen, na klar, das machen wir auf jeden Fall gerne. Zack. Und jetzt gucken wir nochmal, ob es hier noch irgendwas gibt. Ach, seht ihr, ich glaube, ich habe den blöden Fallschirm vergessen, ne? Ja, ich habe total vergessen, den zu testen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht muss ich diesmal... Erinnert mich mal an den blöden Fallschirm. Also, wir haben schon 2. Okay, also, wir müssen jetzt ein paar Sachen machen. Erste Ding, was wir machen müssen, ist hier upgraden. Zack. Und wir müssen hier einmal upgraden. Das beides zusammen ergibt nämlich für uns jetzt die Möglichkeit zu sagen, jawohl, wir können... Manöverplan. Das ist super hilfreich. Schön wäre es, hier zu upgraden. Das ist mir aber im Moment noch ein bisschen zu knapp. Das machen wir nach der Mission. Das heißt, ich bleibe jetzt erstmal dabei, dass wir nur 30 Bauteile haben. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen gucken müssen über Optimierung von Anzahl Bauteile. Wie können wir da hinkommen, dass wir mit weniger, also 30 oder weniger Bauteilen zum Mond fliegen. Die schöne Sache ist ja, wie ich weiß von der jetzigen Rakete, dass ich eigentlich mit dieser Rakete hätte zum Mond fliegen können. Rein Delta-V-mäßig war das okay. Also ich hatte genug Kapazitäten. Ihr braucht nämlich, um aus der Umlaufbahn von Kerbin einfach nur einen Vorbeiflug zum Moon zu machen und wieder anzukommen, dafür braucht ihr ungefähr, als Anfänger rechnet mal so 1000, 1100 Meter pro Sekunde. Reell braucht man so 900 ungefähr, die man dafür noch verschwenden oder ausgeben möchte. So, jetzt gucken wir mal, was unsere Wissenschaftsabteilung noch so hergibt. Wir haben jetzt 137 Science-Punkte, die wir investieren können in verschiedene Dinge, um dafür zu sorgen, dass das besser funktioniert. Also, dass wir effizienter fliegen können. So, eine Sache, die ich super gerne hätte und mitnehmen würde, wäre dieses Labor tatsächlich, weil dieses Labor uns einen guten weiteren Wissenschaftsschub gibt. Mal gucken, ob das hinhaut. Deshalb nehme ich das jetzt mal mit. Auch die Batterien und die Hochleistungsantennen sind schon mal eine Möglichkeit. Hilft uns jetzt noch nicht so viel, aber das Labor wäre schon mal eine Maßnahme. So. Dann haben wir jetzt noch 92 übrig. Was wir jetzt machen könnten, wäre natürlich zu sagen, wir gehen hier irgendwie in diese Richtung.
Das wäre gar nicht so doof, um mit den Verbindungsstreben zu arbeiten. Und wir hätten vor allen Dingen nochmal die Möglichkeit, hier mit dem Stabilisierer zu arbeiten. Die andere Überlegung wäre hier oben irgendwo wahrscheinlich. Ja, die FLT 800 Triebwerkstanks. Das hilft uns in dem Sinne, dass wir weniger Bauteile haben. Also wo wir jetzt unten zwei Tanks quasi haben, würde ein Tank draus werden. Ich denke, ich gehe tatsächlich in die Stabilitätsrichtung. Ja. Ich werde so arbeiten. Genau, ich nehme die Stabilisierungsrichtung. Warum? Damit ich meine Rakete auf dem Launchpad ein bisschen anpassen kann. Denn wir haben ja jetzt nicht mehr die zwingende Notwendigkeit, zack, genau so zu arbeiten, wie es jetzt gerade ist. Ich kann hier nämlich ein paar Bauteile sparen. Und zwar folgendermaßen. Dieser Part Rakete war eigentlich so gesehen gar nicht schlecht. So. So gesehen gar nicht schlecht im Sinne von, ich würde ein paar Sachen verändern, wenn ich darf. Was würde ich verändern? Und zwar, ich würde tatsächlich diese Stage ein bisschen verlängern, um uns von Anfang an Kontrolle zu geben. Und ich würde mit zwei Boostern tatsächlich arbeiten, nur die dafür aber ein bisschen größer sind. Und zwar, ich nehme mir zwei seitliche Entkoppler, die ich heranpacke. Zack. Und baue mir da die Booster ran. So, jetzt muss ich nochmal gucken, dass die Höhen technisch halbwegs passen. Weil was dadurch jetzt passiert ist, ich spare mir eine Menge Bauteile schlicht und ergreifend. Also ich bin jetzt erst bei 18 Bauteilen, wenn ihr das seht. So, und jetzt passieren ein paar schöne Sachen, die wir noch anpassen müssen an unserem Raumschiff. So, ich mache erstmal das. Das ist auf jeden Fall für die Aerodynamik eine nicht ganz unsmarte Idee, das zu haben. Jetzt müssen wir aber noch ein paar experimentelle Dinge, sage ich mal, mitnehmen. Also, eine Sache, die wir auf jeden Fall mitnehmen, ist dieses Labor, was wir uns gerade gekauft haben. Dieses Labor gibt richtig gut Wissenschaftsdaten, kann aber nur einmal benutzt werden, gibt uns aber leider auch so ein bisschen Zusatzgewicht mit drauf. Und wir werden auf jeden Fall an diesem Labor dran. Das können wir eigentlich so lassen, dass die hier oben sind. Wir werden an diesem Labor dran nochmal zwei Mystery Goo mitnehmen. Und zwar einmal für die Situation High over Kerbin und einmal für High over the Mann. Beide Experimente sind auch relativ viel wert und ich packe die hier unten ran, damit ich sie später abwerfen kann vor dem Wiedereintritt, weil wir werden einen sehr heißen Wiedereintritt aus Richtung des Moons machen. So. Um Gewicht zu sparen, kann man jetzt noch ein paar kleinere Hacks anwenden. Man kann nämlich mit Rechtsklick den Monotreibstoff hier rausnehmen. Und was ich sehr empfehle, ist, jetzt da wir es haben, wir haben jetzt die Struts freigeschaltet, können wir Autostrutten. Das heißt, ich kann jetzt hier Rechtsklick machen und sagen, Autostrebe schwerstes Teil oder Autostrebe Verankerungsteil. Und kann hier hinten auch nochmal sagen, Autostrebe Verankerungsteil. Das verstärkt meine Raketenkonstruktion, damit die nicht ganz so wackelig ist. Und ihr seht, wir haben jetzt noch immer sechs Bauteile frei. Und davon würde ich jetzt zwei auf jeden Fall schon mal ausgeben für. Genau, nur wenn man es aktiviert hat. Das hatte ich ganz am Anfang gezeigt, wie man es aktiviert in den Einstellungen. Das hatte ich ja ganz zu Beginn gemacht. So. Und jetzt können wir gucken, wir haben noch ein paar Bauteile frei. Die würde ich folgendermaßen investieren. Lass es uns von außen machen. Zack. Alles gut. Ist ja gut, dass du es nochmal erwähnst, Zerschneider. So, zwei davon nehmen wir als Startrampe. Das hilft uns gleich beim Starten. Und die anderen investieren wir wieder in Winglets, um unsere Rakete stabil zu halten. Und die packen wir hier wieder so hin, dass wir unten in der Mitte arbeiten können und die Booster seitlich trotzdem noch absprengen können. Okay. Gut. Damit haben wir jetzt in der Theorie etwas über 5000 Meter pro Sekunde Delta V. Und jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir das alles gleichzeitig anmachen. Also ich habe jetzt hier das mittlere Triebwerk, das gibt uns Steuerung, die Booster geben uns Geschwindigkeit. Dann können die Booster seitlich weg, dann kommt die Upper Stage, dann kommt irgendwann der Wiedereintritt mit dem Fallschirm. Alles gut bis hierhin.
In der Theorie gibt uns das 5403 Delta V und wir haben ein Schubgewichtverhältnis am Start von 2,73. 2,73 ist relativ hoch. Ich würde tatsächlich ein Stück weit runtergehen. Also ich limitiere jetzt die Booster, dann brennen die nämlich auch länger. Auf ein Part runter, wo ich beim Schubgewichtverhältnis am Anfang so ungefähr zwischen 1,5 bis 1,7 liege. Ich glaube, damit bin ich ganz einverstanden. 1,63. Warum? Ganz am Anfang ist die Atmosphäre sehr dicht. Wir haben überhaupt kein Interesse daran, zu schnell zu fliegen. Das ist so ein bisschen das Gleichgewicht finden. Zum einen will man nicht lange senkrecht nach oben fliegen, weil ihr die ganze Zeit zu 100% gegen die Gravitation der Erde, also von Kerbin, arbeitet. Das zieht euch die ganze Zeit runter. Solange ihr senkrecht nach oben fliegt, wirkt die volle Schwerkraft auf euch. Kippt ihr 45 Grad, wirkt nur noch die halbe Schwerkraft auf euch und den Rest investiert ihr in eine andere Richtung. Effizienter. Jetzt kommen wir gleich zum ganzen Thema Gravity Turn im nächsten Flug. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn ihr jetzt sagt, so ich fliege sofort ganz, ganz schnell nach oben, um Höhe zu kriegen, werdet ihr sehr viel Luftwiderstand am Anfang erfahren, weil die Atmosphäre halt in den niedrigeren Schichten sehr, sehr dicht ist. Also versucht man so ein bisschen ein Gleichgewicht zu finden zwischen nicht zu schnell fliegen, aber auch nicht zu früh, nicht zu spät drehen, so rum. Und eine Faustregel, die man sich so merken kann bei KSP, ist, wenn man auf 10 Kilometern eine 45 Grad Neigung schafft, ist man ganz gut dabei. So. Fällig. So, jetzt überlege ich gerade noch, wollen wir das noch ein bisschen drehen? Ja, ich glaube ja. Ich drehe jetzt mal den Part noch so, weil wir gleich in diese Richtung, also wir werden da nach rechts wegkippen. Wenn wir Richtung 90 Grad kippen. Das hat natürlich auch das gesamte Staging wieder zerstört. Vorschriftsmäßig. Sehr gut. So, was ich jetzt machen werde. Ich werde jetzt beim Start mit Vollschub starten. Also auch das mittlere Triebwerk zünden. Werde dann, wenn die Booster nach und nach leichter werden, immer mehr von dem mittleren Triebwerk rausnehmen, wenn der Gravity Turn beginnt. Weil der dann ein Stück weit automatisiert funktioniert. Ich habe aber das mittlere Triebwerk jederzeit wieder da, um Kontrolle zu übernehmen. Also das ist so meine Spekulation. Ich hoffe, dass die Rakete auch halbwegs funktioniert. Ist das jetzt schon Advanced Flying? Ich glaube, ehrlich gesagt, ist es das nicht. Man muss das vielleicht am Anfang 2-3 Mal ein bisschen probieren, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Aber es hilft schon mal, um sehr viel effizienter mit der Rakete zu arbeiten. Wenn es euch irgendwie hilft, ich bin am Anfang auch senkrecht nach oben geflogen und habe dann später gedreht. Wir probieren jetzt aber tatsächlich mal einen Gravity Turn. Einmal checken, dass Jebediah mit dabei ist. Der hat nämlich schon einen Stern. Der macht das für uns. Und dann versuchen wir jetzt zum Moon zu fliegen. Erstmal nur ein Vorbeiflug. Auf geht's. Mal sehen, wie das so hinhaut. So. Also, wie ihr seht, Sonne geht gerade unter. Wir sind an einer schön beschatteten Startrampe. Und wir wollen gleich Richtung 90 Grad. Egal, wie sich das hier dreht, wir wollen immer Richtung der 90 Grad. Und hier ist die 45 Grad Marke. Da wollen wir, diese Neigung wollen wir ungefähr bei 10.000 Metern Höhe haben. Wie mache ich das? Also, ich werde jetzt unter Vollschub zünden. Das ist jetzt passiert. Und das erste, was ich immer mache, ist, ich gebe dem ganz am Anfang so ein bisschen, so eine ganz kleine Neigung, so 5 Grad rein. Mehr ist es gar nicht. Ihr seht hier auf dem Navball, ich bin so an dem 5 Grad Drehding dran. Und ich persönlich, das ist jetzt kein, so funktioniert es für alle Rezept. Ich persönlich lasse dann gerne die Geschwindigkeit bis ungefähr 110, 120 Meter pro Sekunde hochlaufen. In diesem Winkel erstmal. Bevor ich dann sage, ich gehe auf rechtläufig oder Prograde im SRS. Okay. Weil was er jetzt macht ist, Jebediah steuert jetzt quasi die ganze Geschichte aus und folgt diesem Prograde-Marker. Und ihr seht, dass die Rakete jetzt langsam beginnt, die Nase nach unten zu nehmen. Und währenddessen entwickelt sich auch unser Schubgewichtverhältnis immer stärker. Was ich jetzt mache, ist so bei 2,5 bis 3 langsam mal, wenn ich jetzt sehe, dass die Macheffekte kommen, langsam mal ein bisschen das Flüssigtriebwerk zurücksteuern, schlicht und ergreifend, damit mehr und mehr der Booster übernimmt und wir uns den Treibstoff sparen für nach dem Staging. Da müsst ihr ein bisschen im Auge behalten, wie lange das noch ist. Hier läuft auch die Zeit runter. Wichtig ist, vor dem Staging unbedingt das Triebwerk wieder hochfahren, sonst wird es ein bisschen peinlich.
Genau, weil Treibstoff sparen ist die eine Sache, aber nirgendwo mehr hinkommen ist die andere. So, wir sind jetzt bei ungefähr 45 Grad bei 20 Kilometern. Das ist immer noch relativ okay. Wir sind relativ flach rausgegangen und ihr seht, wir haben jetzt 3, irgendwas rein auf den Boostern schon. Und jetzt muss ich mein Triebwerk wieder hochfahren und Stage raus und bin die Booster los und kann jetzt auch schon mal beginnen, sehr viel flacher runter zu lenken. So ab 30 Kilometer könnt ihr relativ entspannt lenken. Keine Sorge, da hinten sind nur die Booster ineinander kollidiert. Und ich fliege jetzt noch mit einem 5 Grad Anstellwinkel ungefähr, weil ich habe noch ein bisschen Höhe zu machen. Aber wir sind schon relativ gut unterwegs. So. And that's Gravity Turn. Das spart uns eine Menge Treibstoff beim Starten, weil wir eben nicht die ganze Zeit gegen die Navigation, gegen die Navigation, gegen die Gravitation ankämpfen, sondern weil wir eben schon in die seitliche Beschleunigung gehen. Und ihr seht, wir sind schon fast in der Umlaufbahn gleich, wenn wir unsere mittlere Stage jetzt gleich ausgebrannt haben. Uns fehlen nämlich nicht mehr viele Meter pro Sekunde, um tatsächlich in Umlaufbahn zu kommen. So, ich decouple mich jetzt mal schon mal auf die Upper Stage, damit wir ein bisschen leichter zu steuern sind. So. Und lass uns jetzt aber mal ein bisschen rausgleiten. Wie ihr seht, uns fehlt nicht mehr viel. Das heißt natürlich auch, dass wir viel, viel mehr dieser Upper Stage Delta V jetzt benutzen können, um zum Moon zu fliegen. Den MK16 will ich testen, wenn ich wieder eintrete. Genau. Ich habe keinen Bock, dass der beim Start aufgeht. Weil das Triebwerk hat er eben auch eingeschaltet. Ich wäre sehr unglücklich, wenn das Ding angehen würde. So, wie ihr seht, ist übrigens mein Orbit jetzt nicht mehr grau, sondern blau. Und ich habe hier so ein Bubble. Was der macht, das ist Manöverplanung. Dazu komme ich gleich. Deshalb haben wir das Mission Control geupdatet und die Tracking Station geupgradet. Das sind so zwei Dinge, die uns da ein bisschen helfen werden. Was ich jetzt mache, ich mache jetzt, ihr hört es am Geräusch, wir sind jetzt über 70 Kilometer. Ich mache jetzt ein bisschen den Zeitraffer an und lasse uns Richtung Apoapsis driften. Ich gehe mal so auf, ich brauche nicht mehr viel, ich gehe so auf 20 Sekunden ran und sage dann einfach: Jebediah, bitte mach mal Prograde und zünde dann nochmal die Rakete auf Vollschub durch, um diese letzten paar Meter pro Sekunde erstmal auf die stabile Umlaufbahn zu bringen. Also, wir gehen erstmal in einen Parkorbit um Kerbin, um von da aus dann den Flug in Richtung Moon anzutreten. Wir brauchen aus dem Parkorbit raus, wie gesagt, aller mindestens so 900 Meter pro Sekunde. 880 vielleicht auch noch, aber rechnet mal mit mindestens 900 Meter pro Sekunde. Wenn ihr im Parkorbit um Kerbin seid und feststellt, ihr habt nicht mehr 900 Meter pro Sekunde im Tank, dann fliegt ihr heute nicht zum Moon. So, wir haben jetzt noch 1688 Meter pro Sekunde. Wir fliegen heute zum Moon. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, versucht nicht irgendwo hinzufliegen mit dem: Oh, vielleicht rolle ich da noch den Berg runter. So funktioniert das im Weltall nicht. Ihr habt das Delta-V-Budget oder ihr habt das nicht. Also, ihr könnt jetzt hier im Parkorbit entscheiden: Fliege ich heute zum Moon, fliege ich heute nicht zum Moon. Da wir mehr als 900 Delta-V haben, fliegen wir heute zum Moon. Wie machen wir das? Wir klicken jetzt mit links einmal auf den Moon rauf und sagen: Als Ziel setzen. So. Dann gucken wir mal so ungefähr. Wir werden immer ungefähr eine, also ihr könnt das so nehmen, zack, eine Viertelumlaufbahn und davon nochmal die Hälfte, also so ein Achtel, wird der Moon weiterlaufen, während ihr unterwegs zu ihm seid. Das heißt, er ist jetzt ungefähr hier. Das heißt, wir müssen hier irgendwo grob hier irgendwo hinzielen, um ihn zu treffen. Wie zielen wir dahin? Indem wir auf der gegenüberliegenden Seite ein Manöver planen, das Schub gibt. Es passiert immer auf der anderen Seite der Effekt unseres Manövers. Das heißt, wenn ich jetzt hier so, da so ungefähr will ich hin, das ist ein Achtel Orbit, Pi mal Daumen, dann gehe ich jetzt hier irgendwo hin und sage: Manöver hinzufügen. Und was ich jetzt mache, ist ein ganz simples Prograde-Manöver Schub geben. Das könnt ihr machen, indem ihr entweder hier zieht, hier das Mausrad dreht oder auch hier drüben, gleicher Kram in grün, ziehen, drücken, Mausrad drehen. Also alles funktioniert hier genauso, nur dass ihr hier noch mal ein bisschen feiner einstellen könnt, in welcher Größe ihr das machen wollt. Ich bin jemand aus der Zeit vor diesem Ding. Ich komme damit besser klar. Ganz ehrlich, wenn ihr KSP neu lernt, arbeitet mit diesem Teil hier wirklich. Ihr könnt hier auch immer auf die nächste Umlauf gehen, auf den nächsten Umlauf gehen, also einen Orbit vorwärts, einen Orbit rückwärts, eine Umkreisung vorwärts, eine Umkreisung rückwärts planen. Also zum Beispiel zu sagen: Hier, das ist jetzt
Ah ne, es ist ein Klick weitergehen. Okay, ein Klick weitergehen. Irgendwo war es hier, war es Umlaufbahn plus, ne? Ja, hier könnt ihr sagen, eine Umlaufbahn später, eine Umlaufbahn früher. So, ich fange jetzt mal hier an und ich versuche das ein bisschen einzubinden, aber verzeiht mir, wenn ich viel hier arbeite, das bin ich einfach gewohnt. So, das ziehe ich jetzt so lange groß, bis ich hier die Moon-Umlaufbahn treffe. Hier habe ich jetzt einen Encounter. Das ist alles, was ich benötige, eigentlich. So, wenn ich das später mache, ist der Moon halt woanders. Wenn ich das früher mache, geht nicht, weil war der Orbit. So, das heißt, wenn ich jetzt später fliege einen Orbit, dann komme ich zum Beispiel auch nicht mehr richtig an. Also ich habe das sehr gut getroffen, bleibe also bei meinem jetzigen Umlauf. Jetzt kann ich hier noch mit dem Hin- und Herschieben, also entweder nehme ich das Ding und schiebe es hier hin und her oder hier müsste es das da sein, kann ich noch dafür sorgen, wie ich dem Moon begegne. So. Und wie ihr jetzt schon seht, ist das jetzt hier ein Vorbeiflug. Guckt mal, der ist doch relativ schön. Weil dieser Vorbeiflug wird dafür sorgen, dass wir dem Moon begegnen und ich gar nichts mehr machen muss, weil der Moon mich mit seiner Schwerkraft wieder fast nach Kerbin zurückbringt. Das heißt, ich muss danach nur noch ganz minimal meinen Kurs korrigieren, um wieder zurückzukommen. Das kann man manchmal auch noch ins Extrem treiben, indem man sagt, hier wäre jetzt meine Kerbin-Periapsis danach 388 Millimeter, Meter. Das heißt, das nennt man jetzt Free Return Trajectory. Das heißt, wenn ich jetzt losfliege und mein Manöver mache und jetzt geht irgendwas schief, komme ich auf jeden Fall nach Kerbin zurück. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ich werde aber so tief in die Atmosphäre gehen, also der magische Part dafür ist so 35 Kilometer Höhe. Wenn ihr von einer Moon-Umlaufbahn oder einer Moon-Begegnung auf 35 Kilometer Höhe zurück in die Atmosphäre geht, werdet ihr nicht mehr die Atmosphäre verlassen. Also einfach mal, dass ihr da so einen Pi mal Daumenwert habt, wo das Sinn macht. So. Ich werde jetzt einfach mal das so fliegen, dass wir mal gucken, wie weit wir es treiben können. Und für mich heißt das jetzt, ich muss eigentlich gar nichts mehr großartig machen, außer zu sagen, ich drücke jetzt hier einmal auf den Vorspulen-Knopf, damit wir bis zum Manöver vorspulen. Und dann werden wir uns auf das Manöver ausrichten, das ist dieser blaue Pfeil, und das so gut wie möglich fliegen. Und dann sollten wir dem Moon begegnen. That's all the magic. Wie ihr seht, 834 ist jetzt ein sehr, sehr sparsam geflogenes Manöver. Und wenn ihr sagt, 900 ist meine magische Grenze für, dann habt ihr noch 50, 60 Delta V in Reserve für irgendwelche Korrekturen, die ihr eventuell machen wollt. Funktioniert nur für einen Moon-Vorbeiflug, ganz wichtig, nicht für einen Orbit. So, ich spule da jetzt mal hin und wir gehen mal unseren Auftrag erledigen. Racefire, Navigation zu anderen Planeten? Na klar, ich schau mal, wie weit wir heute kommen. Ich hätte keinen Stress damit, dass wir bis Duna fliegen. Ich weiß nur noch nicht, ob es zeitlich klappt. Aber ansonsten können wir dieses Twitch in einem Schub durchmach Tutorial danach bei YouTube hochladen, Ding, einfach weiterspielen. Am Ende ist es aber tatsächlich nach Duna fliegen das gleiche wie zum Moon fliegen. So lächerlich es klingt, es ist tatsächlich sehr nah beieinander. Man muss ein bisschen was über den Ejection Angle wissen, also in welchem Winkel verlasse ich oder bei welcher Planetenkonstellation verlasse ich Kerbin, um dahin zu kommen. Aber es ist auf jeden Fall keine schwarze Magie. So, und dann mal kurz zwischendurch. Paddy und Headless, vielen lieben Dank für eure Subs. Ganz viel Spaß mit den Kirby-Emotes und ich muss jetzt gleich zünden, sagt mein Gerät. Ich bin ausgerichtet und Y, los geht's. So. Was jetzt hier passiert ist, ich brenne aus der Umlaufbahn quasi in Richtung meines Manövers, das ich geplant habe und arbeite hier die Meter pro Sekunde ab, die, wenn alles gut läuft, hier parallel verschwinden. Und hier könnt ihr euch die Auswirkungen angucken, was das mit meinem Orbit macht. It's that simple. Durch die Manöverplanung und die Projektion sieht man relativ gut, was passiert. Ihr müsst immer ein bisschen darauf achten, dass ihr auf dem blauen Ding drauf bleibt. Manchmal hilft es auch, ein bisschen Schub rauszunehmen, gerade zum Ende des Manövers hin. Und da unsere Rakete jetzt sehr, sehr klein und übersichtlich ist, da solltet ihr dann
bisschen Schub rausnehmen. So, seht ihr das? Jetzt haben wir nämlich hier hinten einen sehr schnellen Verlauf, wie das passiert. So, und jetzt sind wir schon mehr oder weniger drüber. So, und was wir jetzt machen können, guck mal, wir hätten jetzt einen Vorbeiflug mit einem Wiedereintritt sofort. Und wenn ich jetzt genau in die Gegenrichtung gehe, also hier ist ja fast Prograde, ich gehe jetzt mal nach Retrograde. Also ich mache einfach genau das Gegenteil. Kann ich jetzt den gegenteiligen Effekt erzeugen. Es ist immer vorwärts, rückwärts. So, und jetzt kommt hier irgendwann das PE wieder hoch. Und jetzt machen wir mal eine ganz, ganz vorsichtige Zündung. Und ich probiere das mal so ungefähr auf die 35 Kilometer zu bringen. Ah, 33,8 ist okay. Wenn ich jetzt, ab jetzt meine Finger von allem weglasse, würde ich sauber wieder eintreten. Das kann sich nochmal verändern durch eventuelle EVAs, die ich mache, weil da eben Luft zur Luftschleuse rausgeht oder durch irgendwelches Rumgefummel. Aber prinzipiell ist das jetzt ein komplett sauberer Free Return mit einem flachen Wiedereintrittswinkel, den ich gut überleben kann. Und ich habe immer noch 853 Delta V übrig. Ohne irgendwas zu tun. Ne? So gehen wir zum Moon. So, was wir jetzt machen, ist als allererstes mal den Zeitraffer reinhauen, bis wir über den 250 Kilometern sind. Das sollte jetzt der Fall sein, wenn ich noch rechnen kann. Warum? Jetzt können wir High Over Kerbin spielen. Ich hatte ja gesagt, ich nehme die Dinger nochmal mit. Und jetzt sind wir nämlich in einem neuen Biom. Über 250 Kilometer Höhe. Das gibt es bei jedem Himmelskörper, ist das eine andere Höhe. Bei Kerbin sind es diese 250 Kilometer. Wechsle ich vom Space near Kerbin, also der Weltraum in der Nähe von Kerbin, in den Weltraum hoch über Kerbin und kann da ein neues Biom machen im Weltraum hoch über Kerbin. Da wird die Wissenschaft auch gleich nochmal ein bisschen wertvoller. Also ich kriege jetzt schon 18 Wissenschaftspunkte aus den Druckdaten raus. Überraschenderweise ist hier immer noch Vakuum. Und ich kann auch hier nochmal die Temperatur messen. Auch die hat hier jetzt schon einen Wert von 12 Wissenschaftspunkten. Das gleiche gilt für meinen Crewport. Also ihr merkt, jetzt kann man schon ganz gut Sachen einsammeln. Das ist immerhin auch nochmal 7,5 Wissenschaftspunkte. Fast so viel mittlerweile wert wie eine EVA im Kerbin-Orbit. Hi Ungu. Und das Ganze machen wir natürlich auch nochmal mit dem mysteriösen Schleim. Und eine EVA. Und Racefire, ich habe einen tollen Tipp für dich. Für die Zuschauer nachher im YouTube-Tutorial, wenn ich immer diese Sachen ansage, gib mal den und den Befehl ein, dann kriegst du einen Link dafür. Guckt mal in die Videobeschreibung bei YouTube. Ich verlinke euch da die ganzen Sachen auch. Für dich, Racefire, gib mal Ausrufezeichen Eject ein. Da kriegst du einen Ejection Winkel Calculator, da kannst du einstellen, von wo nach wo du fliegen willst für KSP auf dieser Webseite und dann zeigt er dir, in welcher Konstellation die Planeten stehen müssen, damit du losfliegen kannst. Also wenn du nur daran gescheitert bist, dass du noch nicht weißt, oh nein, warum funktioniert der Befehl nicht? Lass mich nicht hängen, Bot. Ich guck gleich nochmal nach. Ah, da ist er. Gott sei Dank. Hat einfach nur eine Weile gedauert. Genau, da einfach drauf gehen, da kannst du das einstellen und dann zeigt er dir sehr gut bebildert, wie das funktioniert, wann du wohin fliegen musst. Funktioniert dann natürlich auch für den Rückflug von Duna. Das ist sehr hilfreich. Das muss man nämlich wissen, wenn man diese Startfenster nicht hat, das ist dann sehr, sehr schwierig, den Flug zu machen. So, auch hier machen wir jetzt nochmal einen EVA-Bericht. Zack. Und jetzt sammle ich schon mal alle Wissenschaftsdaten ein, die ich kriegen kann. Und dafür gehe ich jetzt mal vorsichtig nach unten. Und macht Daten sammeln. Solltet ihr euch von der Leiter lösen, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Ich mache nur schnell einmal fertig. Bitte nicht panisch werden, wenn ihr von der Leiter fallt. Ich glaube, hier ist immer ein sehr guter Punkt, um das einmal zu erklären, bevor es passiert. Also, solltet ihr von der Leiter fallen, hier zum Beispiel durch so übermotiviertes Rumklettern, wie ich jetzt gerade, dann fliegt euer Körbel von der Rakete weg. Das ist prinzipiell erstmal nicht gut. Ruhe bewahren, Schock bekämpfen, R drücken oder auf diesen Knopf. Das macht das RCS an. Dann beginnt er sich schon mal zu stabilisieren. Und jetzt habt ihr, je nachdem in welch, es hängt nicht vom Körbel ab, es hängt von eurer Kameraausrichtung ab. Also ich gucke jetzt mal auf die Rakete. Wenn ich jetzt W drücke, gebe ich vorwärts Richtung Rakete Schub. Der Körbel dreht sich gleich hinterher. Ich habe aber Weltraum. Nichts bremst mich. Immer noch den alten Bewegungsimpuls. Ihr seht, ich drifte so nach rechts. Das kann ich mit A ausgleichen. Und mit D wieder in die andere Richtung. So, jetzt seht ihr, habe ich eine leichte Bewegung auf mein Raumschiff zu. Sollte ich jetzt irgendwie zu tief oder zu sonst irgendwas kommen, kann ich mit Shift nach oben und mit Steuerung nach unten. Wichtig ist, dass sich immer jede Bewegung fortsetzt. Also es hört halt nicht auf. Wenn ihr einen Drift in eine Richtung habt oder mal zu lange irgendwo hängen bleibt,
dann wird sich diese Bewegung fortsetzen. Das heißt, eine Bewegung nach oben kann ich nur mit einer Zündung nach unten kontern. Okay? Und so, das ist ein bisschen fummelig. Der Trick ist, nicht doll auf die Tasten drücken, sondern ganz, ganz kleine Lenkimpulse nur. Und dann, wenn ihr dran seid, mit F greifen. So. That's all the secrets. Da, Janie, hallo. Sei gegrüßt, du rote Paprika. So. Ach nee, das ist schon die Chili, ne? So. Jetzt habe ich das alles mitgenommen. Warum habe ich das alles eingesammelt? Das da werden wir nachher nicht mehr haben. Ich hebe das und das für den Moon-Vorbeiflug auf, weil das wertvolle Experimente sind. Und das ist unser wertvollstes Experiment. Und hier ist unser Decoupler nachher. Das heißt, wir schmeißen das Zeug weg. Unbedingt bei sowas die Wissenschaftsdaten einsammeln, sonst war das nix. Sonst macht ihr das alles für umsonst. Ihr seht, durch dieses Aussteigen am Raumschiff rumbasteln, gegenfliegen, hat sich hier schon unsere Periapsis von 33 Kilometer auf 35 Kilometer verändert. Also prüft das auch ab und zu. Alles, was ihr am Raumschiff macht, hat Auswirkungen potenziell darauf, wie hoch diese Periapsis ist. Ne? Nicht darauf verlassen, dass die gleich bleibt, sondern immer auch nochmal gegenchecken. So, jetzt machen wir Zeitraffer. Zeitraffer kann man entweder mit Punkt und Komma hochrechnen oder man kann einfach sagen, ich möchte gerne hier so vorspulen. Ein Tag, 0 Stunden. So, dann macht er das für euch und bringt euch gemütlich zu eurem ersten Moon-Encounter. Das hat auch den schönen Vorteil, man kann sich in Ruhe angucken, wie der Moon langsam größer wird. Wir können jetzt eh nichts machen. Es gibt hier keine spannende neue Wissenschaft. Das ist alles noch high over Kerbin. Also es passiert hier nichts Neues. Außer sich angucken, wie Kerbin immer weiter verschwindet, passiert hier nicht viel. Und dann werden wir mapmäßig. Oh, wir sind am Moon vorbei. Oh nein! Oh nein! Seht ihr jetzt? Jetzt ist was Doofes passiert. Wir haben jetzt irgendwie den Moon verpasst. Ich weiß noch nicht warum. So, das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Also, was ich jetzt mache, es gibt manchmal solche Kalkulationsglitches tatsächlich bei KSP. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil das nicht unbedingt das Tutorial besser macht. Aber wir leben jetzt einfach mal damit. Also was ich jetzt mache, ist in ein paar Minuten, also auf meiner noch folgenden Umlaufbahn, einen Manöverplan. Die sind hier schön aufgemalt, wenn ihr mit der rechten Maustaste ein bisschen rummacht. Ich will jetzt darüber. Ich will meine Umlaufbahn so weit rüberziehen, dass ich einen Encounter mit dem Moon bekomme. Sobald das hier wieder so komisch wird, kriege ich meinen Encounter auch in 12 Minuten sogar schon. So, das sind 122 Meter pro Sekunde. Wir haben noch 853. Also alles gut. Und damit sollten wir eigentlich relativ gut den Moon jetzt encountern. Wie gesagt, solche Abweichungen können durch die Time Warps passieren, gerade wenn das ein bisschen knapp getimed war. Das ist aber nicht wild. Deshalb fliegen wir ja immer mit Reserven. Und ihr seht, die Reserve hilft uns jetzt. Wir müssen dann aber auch gleich nochmal beim Wiedereintritt ein paar Sachen nachkorrigieren. Aber alles im safen Bereich im Moment. Ne? Wichtig ist bei sowas immer, es gibt für fast alles, solange ihr ein bisschen eure Delta-V-Budgets im Auge behaltet, gibt es für fast alles in diesem Spiel eine Lösung. Man muss sich halt nur die Zeit nehmen, in Ruhe drüber nachzudenken und nicht versuchen, es zu erzwingen. Manchmal bedeutet das halt, dass euer Flug zum Moon heute nicht stattfindet. Manchmal bedeutet das, dass er einfach 4 Tage länger dauert, weil ihr nochmal einen Umweg über Minmus macht oder was auch immer. Das ist völlig normal und auch total in Ordnung. So, wir zoomen jetzt mal an das Manöver ran und machen das gleich. Das ist eine ganz kleine Zündung nur, relativ kurz, wenn wir Vollschub zünden, 5 Sekunden. Und dann sind wir auch schon wieder in einem Encounter drin, fast. Und können unsere magischen Wissenschaftsdaten machen. Kalimir, das ist eine sehr gute Frage. Ich kenne keinen Weg, wie man sich den Planetary Phase Angle anguckt im Vanilla KSP. Vielleicht gibt es mittlerweile was über CurbNet. Wenn da jemand was weiß, ich wäre an dieser Information sehr interessiert. Ich kenne keinen. Ich schätze tatsächlich über die Planetary Map immer ab. Aber wie gesagt, wenn jemand da mehr weiß und einen Weg kennt, ohne Mods, ich weiß, wie es mit Mods geht, weiß ich auch. Aber ohne Mods, ich wäre auch sehr für diese Information zu haben. Ich mache es, wie gesagt, über die Karte. Geodreiecke helfen auch, aber das habe ich niemals gesagt.
Niemand würde vor KSP sitzen und ein Geodreieck an seinen Computer halten, an seinen Bildschirm halten. So, Zündung. Und voilà. So, das bringt uns runter bis auf eine Periapsis von. Passt so. Okay. Sehr schön. Genau, ihr wisst, dass ihr KSP übertrieben habt, wenn ihr mit einem Geodreieck vor eurem Monitor sitzt. Eventuell ist das hier schon ein oder zweimal vorgekommen, als ich mit KSP angefangen habe und Ejection Phase Angles nachmessen wollte, möglichst genau. Aber da reden wir sehr selten drüber, okay? So. Ich mache einen Zeitraffer nochmal an. Also, das ist mehr oder weniger ein rein spielseitiger Übergangspunkt. Ihr werdet hier aus einem Time Warp dann rausgeholt und bekommt ein bisschen andere Prognose. Also hier sieht man jetzt, wir fliegen so einmal am Moon lang und dann verlassen wir ihn wieder. Jetzt sind wir, optisch ändert sich da nichts. Also jetzt sind wir halt immer noch über dem Moon und sehen ihn aus der gleichen Entfernung. Aber was sich jetzt ändert, unsere Experimente ändern sich jetzt. Das heißt, alle Experimente sind jetzt high over the moon. Oder Moon oder Mün, je nachdem wie ihr es aussprechen wollt. Wir können jetzt also alles nochmal neu dokumentieren. Und jetzt seht ihr, hier gibt es schon 24 Wissenschaftspunkte auf den Atmosphärendruckscan. Es gibt 16 Wissenschaftspunkte auf unseren Temperaturscan. Wir können auch den Crewbericht nochmal machen. Der ist auch schon 10 wert. Und wir haben hier nochmal den mysteriösen Schleim zu beobachten. Auch der ist mittlerweile 20 Punkte wert. Und weil es jetzt nicht mehr besser wird, werden wir jetzt diesen Frachtraum uns ansehen. Hier sind so kleine Sachen drin. Das gibt uns 50 Wissenschaftspunkte, wenn wir die nach Hause bringen. Zack. So, warte mal. Ist das ein Bild? Ja, totally not using Geodreieck Winkel Anmaldinger, um sehr schöner Link, um das nachzumessen. Aber ungefähr so funktioniert das mit dem Geodreieck auch. I'm sorry. Aber wenn es dumm aussieht, aber funktioniert, ist es nicht dumm. So, jetzt geht wieder der Spaß los, das alles einzusammeln. Jetzt nochmal sehr viel wichtiger. Ihr werdet diese Wissenschaftsdaten verlieren, weil wir das wegsprengen. Und wir haben hier natürlich auch noch einen EVA-Bericht zu machen. Der ist auch 16 wert mittlerweile. So, und jetzt krabbeln wir wieder ein kleines Stück runter und sammeln diese ganzen Daten ein. Zack. Und wir sammeln auch diese Daten ein. So, einmal alles nehmen. Einmal alles speichern. Wie gesagt, speichern geht auch durch wieder einsteigen. Aber vor allen Dingen einmal alles nehmen. Zack. Und jetzt sind wir eigentlich schon wieder auf dem Heimweg und haben hier auch schon ein paar nette Sachen erfüllt. Ne? Wir haben unseren ersten Weltraumspaziergang in der Umlaufbahn von Kerbin gemacht. Okay, der ist schon ein bisschen länger her. Das hatten wir einfach noch nicht gelöscht. Ersten Vorbeiflug am Moon haben wir gemacht. Der Wirkungsbereich der Schwerkraft von Kerbin entkommen, das auch. Und wir haben die Rückkehr vorhin gemacht. Erkunde Moon, das war knapp, noch ein bisschen knapper. Also wir haben schon den ersten Subauftrag abgeschlossen, nämlich den Vorbeiflug. Was wir jetzt noch nicht haben, ist die Wissenschaftspunkte nach Hause gebracht. Und wir haben noch nicht die Landung hinbekommen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist einfach erstmal den Zeitraffer ein bisschen vorwärts spielen. Und wir warten jetzt mal, bis wir wieder hier in unsere Vorbeiflugnummer kommen. Und dann seht ihr hier hinten schon in der Prognose, wir werden 370 Kilometer über Kerbin entlang fliegen. Das heißt natürlich, wir werden nicht nach Hause kommen damit, was sehr schade wäre. Das wollen wir natürlich nicht. Was wir jetzt machen können ist, SRS an, retrograd gehen oder rückläufig. Wenn wir jetzt, ich gehe mal hier zoommäßig ein bisschen rüber, wenn wir jetzt das Triebwerk, ich zünde es mal ganz vorsichtig, ein bisschen zünden, seht ihr schon, also wenn wir hier oben retrograd feuern, wird das hier kleiner. Und jetzt machen wir das einfach so lange, bis wir auch höhenmäßig auf 35 Kilometern ankommen. Okay? Mehr ist es einfach nicht. Das kann man sehr vorsichtig machen, das kann man sehr ruckartig machen. Geht nicht zu steil rein, dann wird es sehr, sehr heiß auch und die G-Kräfte werden sehr hoch. Aber 35 Kilometer ist eine sehr, sehr gute Höhe,
um euch auf jeden Fall safe einzufangen, aber die G-Kräfte halt in einem Niveau zu halten, wo es euren Körbel nicht direkt umbringt. So. Jetzt können wir wiederum ein bisschen Zeitraffern. Das Ganze dauert jetzt einfach ein bisschen. Ihr werdet immer schneller, je näher ihr an Körben rankommt. Deshalb empfehle ich hier immer so ein bis hierhin Vorspulen. Wenn ihr das manuell macht, endet das auch gerne mal in einer zerschellten Kapsel oder dran vorbeischnellen, weil er das nicht vernünftig berechnet. Und deshalb immer bis hierhin vorspulen. Und das sieht gar nicht schlecht aus, dass wir tatsächlich sogar gar nicht so weit vom KSC entfernt sind. Also wir müssten hier irgendwo da unten, da sind wir hergekommen, da ist unser Space Center. Hervorragend. Und wir haben jetzt immer noch 685 Meter pro Sekunde. Die können wir theoretisch auch nutzen, um zu bremsen. Aber der Fun-Part an der ganzen Sache ist, wir brauchen das nicht. Ich mache jetzt mal mit Absicht eine heiße Rückkehr, um euch einfach auch zu zeigen, dass das funktioniert. Also statt das jetzt noch runter zu bremsen mit dem restlichen Sprit, vielleicht seid ihr, es war euer erstes Mal, ihr seid nicht so effizient geflogen, ihr kommt jetzt wirklich direkt vom Moon, habt keinen Tropfen Sprit mehr übrig, habt das gerade so geschafft, würdet ihr diesen Wiedereintritt überleben? Das beantworten wir jetzt, indem wir einfach mal sagen, weg mit dem Triebwerk. So. Wichtiger Part, wie gesagt, nehmt vorher die Daten raus. Das, was ich euch eben gezeigt hatte am Moon, guckt, dass das alles hier drin ist. Die sind dann hier in der Kapsel gespeichert, dann passiert nichts Schlimmes. Jetzt warten wir, dass wir auf 70 Kilometer Höhe gehen und auf die Atmosphäre schlagen, quasi. Und der Rest ergibt sich dann hoffentlich so aus dem Kontext. Zack. So, wir haben jetzt Atmosphärenkontakt. Wichtig ist hier nochmal retrograd zu gehen. Und dann werdet ihr jetzt etwas sehen, was ihr vorher so noch nicht hattet. Also ihr seht, dass das Heat Shield relativ schnell beginnt zu glühen und ihr normalerweise so bei 55 Kilometer aller spätestens, wahrscheinlich sogar schon ein bisschen eher, gewisse Hitzeeffekte auftreten seht. Ihr seht, wir sind jetzt bei 57 Kilometer und haben schon Hitzeeffekte. Ich kann jetzt das SRS rausnehmen, weil die Kapsel jetzt sich selber stabilisiert. Also ich heb meine Hände, damit ihr seht, ich mache jetzt auch nichts mehr. Die Kapsel ist aerodynamisch stabil mit diesen kleinen Experimenten dran und der Heatshield ist vorne. Ich gehe jetzt mal nur hier oben drauf. Ihr seht jetzt, der Ablator wird sehr schnell abgebaut, weil wir haben auch eine sehr hohe Geschwindigkeit. Das sind über 3000 Meter pro Sekunde, die wir jetzt runterbremsen. Das geht am Anfang relativ schmal. Aber was jetzt passiert ist, das allererste, ich gehe jetzt mal in den Map-Modus rüber, er zieht hier die Apoapsis runter und bremst die immer weiter, während unsere Periapsis auch weiter sinkt. Okay? Dadurch kommen wir immer tiefer in die Atmosphäre. Aber erstmal waren das nur 35 Kilometer. Wie ihr seht, wir sind jetzt noch bei fast 40 Kilometer Höhe. Das heißt, die Atmosphäre ist eigentlich noch relativ dünn. Das könnt ihr hier auch auf dieser Anzeige sehen. Aber wir kriegen schon mal die ersten Bremseffekte rein. So, die G-Belastung hält sich damit im Moment zumindest auch noch in einem relativ angenehmen Bereich. Und ihr seht, der Ablator-Verbrauch beginnt sogar schon wieder ein Stück weit zu sinken. Also wir haben das Schlimmste, den Höhepunkt der Hitzeentwicklung haben wir sogar schon durch. Ab jetzt wird es also nur noch angenehmer beim Wiedereintritt. Und was aber parallel ein bisschen steigt, ist die G-Belastung, weil wir jetzt in dickere Atmosphäre kommen. Aber auch da sind wir noch nicht mal ganz bei 2G angekommen. Wir sind jetzt in der Geschwindigkeit, dass wir sagen, wir werden den Wiedereintritt auf jeden Fall schaffen. Also wir sind jetzt suborbital. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch, dass wir nach und nach die Geschwindigkeit runterschalten. Und ihr seht, da ist noch ganz viel Platz auf dem Ablator. Also wir sind total safe, was das angeht. Und jetzt müssen wir noch dran denken, dass wir irgendwo unterwegs an der richtigen Stelle, ich hoffe, dass wir die richtige Stelle treffen werden, dass wir hier alle Häkchen grün haben und dann versuchen wir den Test durchzuführen, noch von unserem Fallschirm. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass der Wiedereintritt so weit durchgelaufen ist, dass wir eine ganz normale Landung hinlegen. Das ist schon die Rückkehr vom Moon. Es ist tatsächlich gar nicht so wild. Also, wenn ihr einen ganz normalen Hitzeschild dran habt und nur mit der Kapsel eintretet, ist das völlig safe. Also, ihr könnt vom Moon eigentlich fast nicht so schnell zurückkehren. Guckt euch das an. Wir haben 150 von 200 Ablator verbraucht. Der Trick ist hier, nicht zu flach und nicht zu hoch reinzugehen. Zu flach verbraucht sehr, sehr. Also die thermische Last von einem sehr langsamen Wiedereintritt ist unheimlich viel höher als von einem schnellen. Also ein schneller Wiedereintritt hat eine geringere thermische Last, die auf euer Raumfahrzeug einwirkt. Dafür habt ihr eine sehr viel höhere G-Belastung. Und 35 Kilometer ist ein sehr guter Zwischenschritt dafür, um das hinzubekommen. So, jetzt warten wir mal und harren der Dinge in der Hoffnung, dass wir irgendwo in diesen Toleranzbereich sauber reinkommen für unseren Fallschirmtest. Mal schauen.
Ich bin sehr gespannt, ob es reicht. So, Geschwindigkeit könnte funktionieren. Ja, man kann den Ablator potenziell reduzieren vor dem Start, um weniger Sprit zu verbrauchen. Das geht rein technisch gesehen. So, also wir sind gleich im Bereich 9000 Meter. Das Häkchen geht gleich grün. Wir haben noch nicht ganz die 230 Meter. Was wir jetzt mal probieren können, tatsächlich ist den Hitzeschild abwerfen. Ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht brauchen wir tatsächlich für den Test. Ah, shitty. Gucken. Grün und grün und testen. Jawohl. Okay, also wir mussten den Ablator, also den Hitzeschild abwerfen, damit wir genug Gewicht shedden. Ihr seht, der ist natürlich trotzdem irgendwie wieder an uns rangeklatscht, was völliger Sch egal, aber es ist einfacher geworden, also leichter geworden, unser Raumschiff dadurch, und wir konnten dadurch das, die Geschwindigkeit einhalten. Genau. Und genau, ich merke, worauf Schnorpel mit seinen Fragen hinaus will. Und ich finde das auch sehr gut. Also mich manchmal auch auf so ein paar Basic-Fragen zurückzuziehen, die ich vielleicht gar nicht beantworte, weil ich da überhaupt nicht drüber nachdenke, weil es für mich selbstverständlich ist, ist eine super gute Sache. Also das hilft, glaube ich, auch den Inhalten des Tutorials sehr. Also von daher gerne damit weitermachen. Ich halte niemanden für doof und bin auch nicht pissig, wenn ihr mir solche Fragen nochmal quasi zuspielt, weil ich glaube, das hilft sehr, da nochmal auch diesen Blickwinkel des Anfängers ein bisschen stärker reinzubringen. Also auf jeden Fall highly appreciated, wie wir bei den Engländern sagen. Nein, finde ich gut. Finde ich gut, das hilft wirklich. So, jetzt kommt quasi wieder der ganz normale Ablauf, dass wir wassern. Das unterscheidet sich jetzt überhaupt nicht mehr von einem ganz normalen Orbit, sondern wir kommen jetzt halt vom Moon zurück, aber alles Wichtige ist eigentlich durchgelaufen. Genau, wir haben hier noch ein bisschen Stromreserven sogar, dadurch, dass ich relativ wenig gesteuert habe, sondern die Rakete viel habe auch einfach per Zeitraffer driften lassen, habe ich nicht viel Strom verbraucht. Also Steuerungsbewegungen verbrauchen Strom. Und jetzt sind wir zurück auf Kerbin und können unser Raumfahrzeug bergen. Und da oben strahlt uns schon der erfolgreiche Auftrag an, dass wir zurückgekehrt sind. Jetzt kommt noch eine Stufe dazu. Wir bringen jetzt nämlich auch Wissenschaftsdaten mit rein. Und damit haben wir jetzt vollumfänglich unseren Auftrag erledigt. Und ihr seht, das bringt uns einen riesigen Schub, was Wissenschaftsdaten angeht, nämlich 303 Wissenschaftspunkte. Wir haben auch einen richtig dicken Sprung gemacht, was das Geld angeht, weil das war ein sehr teurer Auftrag. Und Jebediah hat tatsächlich zwei weitere Erfahrungspunkte erhalten. Das reicht noch nicht für den zweiten Stern, aber es bringt uns einen Schritt weiter in Richtung des zweiten Sterns, was noch mehr Manöver für Jebediah freischaltet. Jetzt müssen wir ihn natürlich noch in weitere Szenarien bringen, wo er Erfahrungspunkte bekommt, sowas wie Moon Orbit. Ich bin mal gespannt, was die Aufträge gleich für uns bereithalten. Wenn ihr mit Startrampen arbeitet, kann es vorkommen, dass die hier noch rumstehen. Die kann man dann einfach über Bergen einsammeln. Das gibt nochmal zwei, drei Funds zurück. So, und jetzt gucken wir mal, was es als nächsten Auftrag gibt. Und zwar sollen wir ein Rendezvous zweier Raumfahrzeuge in einer Umlaufbahn um Kerbin machen. Warum kommt das plötzlich? Es kommt deswegen, weil es einen so ein bisschen vorbereiten soll auf dieses ganze Apollo-Style-Fliegen. So, also soll ein Rendezvous machen, zwei Raumschiffe sollen miteinander sich treffen, nur nebeneinander, die müssen noch nicht andocken, und das ist dann euer Auftrag. Normalerweise braucht man dafür zwei Raketen. Um diese Zeit herum passiert aber meistens auch das hier. Man kriegt das erste Mal seine Rette irgendein Körbel aus der Umlaufbahn Aufträge. Damit kann man die Rendezvous-Aufträge erledigen. Das heißt, man kann sagen, erkunde Kerbin, ja, dieses Rendezvous mache ich jetzt, und ich rette gleichzeitig den Ascent Kerbin aus der Umlaufbahn. Also ich kombiniere diese Aufträge jetzt. Was ich parallel schon mal mache, weil ich weiß, dass die Reise dahin führt, ist, stelle eine Flagge auf dem Moon auf. Den nehme ich schon mal an, weil wir auf jeden Fall dorthin fliegen werden und uns das angucken. Von daher können wir auf jeden Fall, dieses Flaggending schon mal mitnehmen. Das ist einfach Zusatzgeld nachher. Genau. Gut. So viel dazu. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das für unsere Rakete bedeutet. Vorher gucken wir aber gleich nochmal in die Wissenschaftsabteilung. Also, wir haben jetzt einiges an Wissenschaftspunkten.
Was machen wir damit? Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage und ich bin auch am Überlegen, wie wir es spielen, den guten Mann jetzt zu retten. Ich würde tendenziell, glaube ich, mit einer Zweisitzerkapsel jetzt arbeiten, um ihn zu holen. Das heißt, was wir jetzt machen, wir lernen die Flugsteuerung. Das gibt uns nochmal ein kleines Reaktionsrad und ein paar weitere Winglets, die jetzt auch steuern können tatsächlich. Das ist auch nochmal sehr hilfreich. Und gibt uns dann mit der fortgeschrittenen Flugsteuerung Zugriff auf eine Kommandokapsel MK2. Das Einzige, was wir jetzt mal gucken müssen, ist, kriegen wir das denn vorher noch hin, an die entsprechenden Hitzeschilde ranzukommen? 3,75. 1,8. Okay, das heißt, wir brauchen diese Hitzeschilde. Ich nehme jetzt mal hier die Forschung noch mit an. So, das heißt, wir müssen jetzt 2,90er, ich gucke noch vorher, ob das klappt, 2,90er Forschung annehmen. Wir haben mehr als 180 Punkte, das ist okay. Ihr solltet eigentlich, wenn ihr euch die Zeit genommen habt, um Kerbin im Orbit die Biome zu sammeln, sogar noch mehr haben, letzten Endes. Weil ich war ja da jetzt recht sparsam. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die fortschrittliche Flugsteuerung und wir nehmen uns das Hitzeschild-Ding hier, also die Landung, nennt sich das Ganze, damit wir an die große Kapsel auch tatsächlich ein Hitzeschild dran bekommen, der funktioniert für uns. Okay. Wir haben jetzt noch 33 Forschungspunkte, die helfen uns jetzt gerade nicht. Also die großen Triebwerke und die etwas größeren Tanks dafür, die haben wir jetzt noch nicht zur Verfügung. Wir versuchen einfach mal mit dem kleinen Stuff zu arbeiten. Wir investieren jetzt noch mal ein bisschen Geld. Und zwar investieren wir hier schon mal 225.000 in die Fahrzeugfabrik. Das hilft uns nämlich schon mal in dem Sinne weiter, dass wir mehr als 30 Bauteile verwenden können. Ist für diesen Auftrag noch nicht super relevant, wird uns aber sehr, sehr helfen, wenn wir zum Moon fliegen wollen. So, dann fangen wir doch mal an, ein Raumschiff mit der großen Kapsel zu bauen. Diese Zweisitzerkapsel ist Teil vom, ich meine, Making History Expansion. Das heißt, habt ihr die nicht, müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. Zum Beispiel so ein tolles Cockpit, ne, es hat auch nur einen Sitz. Oder ein Probe Core oder zwei Dinge miteinander kombinieren. Das geht auch. Ich nehme jetzt einfach diese Zweisitzer-Kapsel. Und wir gucken mal, was wir auf dieser Basis bauen können. So, damit erfüllen wir dann nämlich unser Rendezvous und wir erfüllen auch den Ansatz, den Auftrag des Rettens. Erster einfacher Schritt. Wir wollen dann natürlich ein Hitzeschild drunter packen. Das ist jetzt ein 1,8 Meter Format. Sind beim kleinen Wiedereintritt Hitzeschilden, also es geht auch ohne. Ich spiele es lieber mit Hitzeschilden. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr habt genug Treibstoffreserven, um das ein bisschen abzubremsen, dann geht's auch ohne. Also aus einem Kerbin-Orbit noch mit ein bisschen extra Bremsen geht schon. Mit den Kapseln. Wichtig mit den Kapseln. Versucht da nicht irgendwelche Touristendinger anzubauen. Aber rein technisch gesehen geht's auch ohne. So. An das ganze Ding, die Kappler ran, relativ wichtige Geschichte, sonst geht ihr nirgendwo hin und wir brauchen Fallschirme. Und hier ist jetzt tatsächlich der Part, dass ich davon abrate, nur mit dem Ding zu fliegen. Das geht ganz knapp. Ich persönlich habe da gerne noch so zwei seitliche Fallschirme mit dabei, einfach weil die Kapseln jetzt langsam ein bisschen größer werden. Ihr könnt es auch mal damit probieren. Mir ist es persönlich ein bisschen zu knapp. Und bei Fallschirmen zählt tatsächlich auch, dass Haben besser als Brauchen ist. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier schon für schöne Tanks noch übrig? Das ist, glaube ich, ein kleiner Adapter. Oh, warte, der geht da sogar ran, oder? Ja, sehr schön. Okay, wir haben sogar schon einen Adapter in der Größe. Das ist gar nicht schlecht. Dann bauen wir uns doch jetzt einfach mal so eine kleine Raumfähre zusammen. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also ich nehme jetzt hier diesen X220 und wir packen da tatsächlich einen Terrier ran. Ich glaube, das wird triebwerksmäßig reichen. Im Vakuum hat das Ganze 1471 Meter pro Sekunde. Das wird locker reichen für das, was wir so vorhaben. So, und dann heißt es, an diese ganze Geschichte die entsprechenden
die entsprechende Rakete ranbringen, die das Ganze in den Orbit befördert. Dann nehmen wir jetzt mal den 400er Tank tatsächlich nochmal mit einem Upper Stage Terrier. Das müsste ganz gut hinhauen. 0,75 ist auch völlig ausreichend für eine Oberstufe. So. Genau, wir wollten mal Bremsfallschirme ausprobieren. Ne? Ich zeige euch heute mal den Bremsfallschirm vom Effekt her. Weil es gerade andiskutiert wird im Chat, finde ich einen guten Ansatz. Das machen wir diesmal mal mit, so einen Bremsfallschirm zu zeigen, was da der Unterschied ist. So. 400 habe ich noch nicht. Das heißt, wir arbeiten jetzt erstmal. Was für Antriebe habe ich schon? Normalen. Okay. Wir arbeiten erstmal mit den ganz normalen Sachen weiter. So, jetzt kommt wieder der Part, den wir eigentlich schon kennen. Ich würde einen mehr noch nehmen. Ich glaube, das reicht uns eigentlich. Auch hier wieder versehen mit einem relativ normalen Triebwerk. Ich gehe jetzt hier auf Meereshöhe zurück, um zu sehen, wo wir leistungstechnisch stehen. Wir haben jetzt 1,03, also eine ganz knapp positive Thrust-Weight-Ratio. Das ist ein bisschen knapp noch. Wir sind bei 3757 Meter pro Sekunde Vakuum. Das heißt, wir würden es knapp in den Orbit schaffen, aber wirklich nur sehr, sehr knapp. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mit Boostern arbeiten. Auch hier nehmen wir einfach wieder zwei seitliche Booster mit ran an die ganze Geschichte, so wie wir es eben schon hatten. Und ich denke, wir sind mit den Klopfern ganz gut gefahren. Können jetzt aber noch eine Kleinigkeit an dem Setup ändern, das ich relativ gut mag. Ich habe eigentlich keinen zweiten. Oh doch, ich wollte den nicht gespiegelt. Entschuldigung, guter Punkt. Ich will nur einen Bremsfallschirm haben. Zack. Das hätte nämlich der Mission nicht besonders geholfen. Danke, Alibaba, für den Hinweis. Flow Priority würde ich erstmal rauslassen, weil ich finde, dass man mit der Default Flow Priority eigentlich relativ gut arbeiten kann bei KSP. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen, ich sag mal, Advanced Tutorials. So, und was ich jetzt mache, ich nehme jetzt steuerbare Winglets mit rein. Die haben nämlich den Vorteil, dass ich sehr viel schneller noch auf das mittlere Triebwerk verzichten kann, weil ich, wenn ich mich schnell durch die tiefe Atmosphäre bewege, plötzlich Kontrolle bekomme. Das hatte ich vorher mit den passiven Winglets natürlich nicht. Hier habe ich jetzt aber Steuerflächen und diese Steuerflächen kann ich natürlich einsetzen, um die Rakete zu steuern, während ich auf den Boostern fliege, weil das Ding hier hat einen Schwenkbereich, also ich kann damit steuern, die Dinger nicht. So. Aber wenn ich auf den Dingern fliege und gleichzeitig noch tief in der Atmosphäre eine gewisse Geschwindigkeit habe, dann kann ich mit den Dingern hier wiederum lenken. Das hilft mir ein Stück weit wieder, die Rakete unter Kontrolle zu bringen. So. Genau. Eiferk. Wie geht's? So, ich nehme für den Anfang das Triebwerk mit rein. Und werde es dann relativ schnell aus dem Staging mit rausnehmen. Wir gehen hier auf 90% zurück. Zack. Das, denke ich, passt ganz gut. Dann gehen wir mit den Triebwerken weiter. Und es gibt nochmal einen eigenen Part für den Bremsfallschirm. Ja, das ist er. Jawohl. So. Achso, was wir nicht vergessen dürfen, hier einmal noch Autostrebe aktivieren. Und weil wir es können, pass mal auf, wir haben das nämlich ja im Orbit noch nicht gemacht, nehmen wir uns jetzt hier nochmal das Labor mit. Das werden wir auch unterwegs wieder abwerfen, um es einmal im Kerbin Orbit durchzuführen, wo wir jetzt zufällig hinfliegen. Da haben wir auf jeden Fall, dann mehr als genug Optionen. Wir haben jetzt 4500 Delta V, reicht auch locker aus, um in den Orbit zu kommen und da noch ein bisschen rum zu cruisen. Jetzt brauchen wir noch eine kleine Startrampe, damit wir auch sauber losfliegen können. Und dann war es das eigentlich schon. Zack. Zack. Und damit wir mal jemand anders trainieren, werden wir jetzt mal Valentina losschicken. Dann lernt die nämlich auch mal ihren ersten Orbit und kann danach auch ein paar Manöver fliegen. Und wir haben ein bisschen mehr Optionen, was Piloten und Pilotinnen angeht. So,
Startrampe hier gleichzeitig und damit geht es dann auch schon los in Richtung erste orbitale Rettung. So, ich steige jetzt mal auf ein bisschen Gola um. So, und jetzt gucken wir mal, wo unser Kollege sich gerade befindet. Der ist im Anflug. Wir sind hier vorne auf dem, auf der Rampe stehen wir quasi gerade. Da sieht man uns. Wir sind startbereit. Hier hinten kommt unser Raumschiff angeflogen, das wir retten wollen. Das können wir jetzt als Ziel setzen. Sobald wir das als Ziel gesetzt haben, können wir mit dem Rechtsklick die Entfernung einrasten. Und was wir jetzt machen ist, wir werden es jetzt verfolgen. Also wir machen keinen direkten Treffer, sondern wir werden es verfolgen. Das Ganze hat einen Apoapsis von 86 Kilometer und eine Periapsis von 85 Kilometer. Unter der müssen wir fliegen, um es einzuholen. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir es abgefangen bekommen. Ich werde gleich starten, wenn die Entfernung 300 Kilometer ist. Das wird uns mit relativ hoher Verlässlichkeit, wenn wir nicht völlig überdimensioniert haben, auf einen Verfolgungs- oder auch Chaser-Orbit setzen. Wenn es dann 280 sind oder so, ist auch egal. Das heißt, wir fliegen dann hinterher. Und wir starten jetzt einfach wieder erstmal Richtung 90 Grad. Ganz normal, als ob das ein ganz normaler Raketenstart wäre und bringen die Rakete auf über 70 Kilometer Apoapsis. Okay, auf geht's. So, auch hier wieder so ein bisschen den Gravity Turn mit reinbringen und ich nehme jetzt schon mal den Schub ein bisschen raus mit dem Haupttriebwerk, weil wir sind schnell und genug unterwegs tatsächlich schon. Und ich gebe jetzt, da Valentina das noch nicht kann, sorge ich ein bisschen dafür, den Gravity Turn einzuleiten. Also ich lenke jetzt so ein bisschen mit, während Valentina einfach das SRS hält und versucht da ein bisschen gegenzusteuern. Passt da ein bisschen auf, dass ihr nicht übersteuert, sonst kippt euch die Rakete halt um. Und ein wichtiger Part ist nochmal darauf zu achten, dass ihr rechtzeitig, bevor ihr dann stagen müsst, auch eure Triebwerke wieder hochfahrt. Jetzt zum Beispiel. So, Booster weg. Dann können wir uns hier langsam aber sicher mal in Richtung der 90 Grad rüber bewegen. Das dauert jetzt einen Moment, weil wir sehr, sehr schnell schon sind und sehr viel Schub am Anfang hatten. Dann ist der Gravity Turn immer ein bisschen schwieriger. Genau, klick, 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 klick. Wie gesagt, das klick, 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 klick deswegen, weil ich nicht durchgehend D drücke, weil dann verreiße ich die Rakete und bringe sie tatsächlich in einen Zustand, wo ich sehr unglücklich sein werde danach. Und ich nehme jetzt tatsächlich ein bisschen Schub raus. Wir haben schon ganz gut Höhe gewonnen. Und versuche die jetzt erstmal. Wir sind jetzt auf 30 Kilometer. Jetzt wird vieles auch einfacher mit dem Steuern, weil wir nicht mehr ganz so sehr in der ganzen Geschichte drin hängen. Und ich gehe jetzt ein bisschen hier rüber, weil wir sind abgewichen von den 90 Grad. Ich gleiche das halt immer. Letzten Endes ist es immer in die andere Richtung. Die Antwort ist immer andere Richtung nachher. Und jetzt gebe ich ihm gleich nochmal ein bisschen Schub drauf. So. Das sieht, glaube ich, schon ganz gut aus. So, jetzt muss er ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt nah ans Ziel gekommen. Ich habe jetzt wieder umgeschaltet durch Draufklicken auf Umlaufbahn. Weil wir wollen erstmal eine saubere Umlaufbahn. Lasst euch da nicht ablenken, weil die Zielanzeigen sind ein bisschen wenig vertrauenserweckend. Sobald wir wieder auf 90 Grad sind, gehen wir hier erstmal wieder in den Marker ungefähr rein. Und pushen jetzt erstmal unseren Orbit hoch. Das ist das allererste, was wir schaffen müssen, ist tatsächlich in einen sauberen Orbit zu kommen. Danach können wir uns darum kümmern, andere Leute zu retten. So, jetzt kommt gleich nochmal ein Decoupling und wir gehen rüber auf die zweite Stage. Die sollten wir jetzt auch relativ bald noch brennen lassen, weil wir noch ein Stück weit zu fliegen haben. Wir haben 50 Sekunden noch bis zur Apoapsis. Zeit ist langsam sinkend. Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Schub auf der Upper Stage. Dadurch brauchen wir jetzt diese Zeit auch einfach. Und was jetzt passiert ist, ihr seht, uns überholt jetzt gerade in 36 Kilometer Entfernung. Das steigt jetzt gerade schon langsam die Rakete und beginnt sich wieder von uns zu entfernen. Wir setzen uns jetzt aber auf einen Orbit, auf dem wir die ganze Geschichte verfolgen können. Also der Rakete hinterherfliegen. In Richtung eines Rendezvous, also unter 2 Kilometer.
Genau, ich steuere den Schub meistens eigentlich einfach über Y und X. Also ich bin meistens relativ digital, aber wenn ich feiner steuere, dann ist es tatsächlich Shift und Steuerung. Aber Y und X wende ich ehrlich gesagt häufiger an. Sowas wie langsam Schub rausnehmen mache ich dann doch eher selten. So, solange die Zeit hier noch positiv ist, können wir relativ flach unsere Umlaufbahn anstreben. Das war nicht so schlau gemacht von mir, muss ich sagen. Ich merke es jetzt gerade, dass ich hier ein bisschen verkackt habe beim Bauen. Da habe ich nicht sauber drüber nachgedacht. Ich dachte, ich habe die Stage noch. Ich muss mal kurz ein bisschen Zeit kaufen für mein Experiment. Das werde ich nämlich gleich wegstagen. Das ist relativ ungünstig. So, dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Und das kann ich erreichen, indem ich mir einen gewissen Anstellwinkel hier gönne. So, ich kann schon mal Frachtraum ansehen machen. So. Das macht ihr jetzt bitte mal nicht im Tutorial nach. Ihr staget das einfach weg. Ich hole mir nur schnell noch die Forschungsdaten. Ich traue mir zu, das schnell genug zu machen, dass es für den Orbit kein Desaster wird. So, eigentlich wäre es weg gewesen, to be honest. So, und Feuer frei. So, ich ziehe das jetzt wieder in den Orbit rein. Alles ist gut. So. So, ich treibe jetzt ganz knapp die Apoapsis vor mir her und bewege mich damit quasi in eine Umlaufbahn rein. Das ist relativ knapp geflogen jetzt. Das kann man alles auch ein bisschen entspannter machen. Wie gesagt, diese Aktion mit dem Labor ignoriert mal gerade bitte höflich. Ich kann da manchmal nicht anders. Ich will mir nicht eingestehen, dass es weg ist. Also ihr seht, mit ein bisschen Routine kann man dann so Sachen auch relativ knapp machen. Und sobald ihr eine gewisse Geschwindigkeit habt, wird es jetzt auch sehr entspannt, dass die Apoapsis euch wegrutscht. Dann nehmt ruhig den Schub raus. Das habe ich jetzt mit X gemacht. Und dann geben wir jetzt gleich, wir sind auf 58 Kilometer Periapsis, also wir haben fast einen Orbit. Und jetzt seht ihr hier, weil wir tiefer fliegen, fliegen wir schneller, weil unsere Umlaufbahn kleiner ist. Also wir fliegen ja einen kleineren Kreis als der Ascent gerade. Deshalb bleiben wir jetzt auf dieser Umlaufbahn erstmal, um diese Geschwindigkeit, die Entfernung abzubauen. Also wir sind jetzt noch auf 117 Kilometer und wir wollen natürlich näher ran. Das heißt, wir nähern uns jetzt auf diesem Verfolgungsorbit. Wir sind jetzt hinter ihm, wir sind aber schneller als er unterwegs. Nähern wir uns jetzt der ganzen Geschichte an, um ihn einzufangen. By the way, das sind so die Basics für Docking. So. Ich mache ein bisschen Zeitraffer rein, dass wir zur Apoapsis kommen. Weil wir hier wirklich nur noch ganz wenig Schub brauchen. So, und das Einzige, was ich jetzt mache, ist hier die Periapsis über 70 Kilometer bringen, damit wir soweit safe sind. Wir haben jetzt noch 949 Meter pro Sekunde Delta V. So, genau. Ja, Hugo, kürzerer Weg. Hashtag schneller kann man sich jetzt streiten. Also letzten Endes liegt es daran, dass wir natürlich einen kleineren Kreis fliegen und dadurch einfach schneller die Umrundung fertig machen und damit mit jeder Kreisbahn und mit jedem Teil der Kreisbahn näher rankommen, weil der Ascent einfach in seiner höheren Umlaufbahn einen größeren Part Weg für die gleiche Strecke zurücklegen muss, weil sein Kreis halt größer ist. So. Das heißt, das ist eine der verwirrenden Sachen. Man muss bremsen, also in eine niedrige Umlaufbahn gehen, um schneller zu sein als der andere. Also wenn man jemanden einholen will, das schneller bitte immer in Anführungsstrichen sehen. Wenn man jemanden einholen möchte, muss man den kleineren Kreis fliegen und deshalb bremsen. Das ist so ein bisschen nicht ganz, wie soll ich das sagen, nicht ganz so, dass das Gehirn sofort Klick macht. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, versteht man irgendwann, wie es funktioniert. Es ist im Prinzip auch echt nicht so kompliziert, aber als jemand, der Autofahren gelernt hat, so will man halt erstmal, ich flieg da hin. So, dann gibst du halt Gas auf das Ding zu und stellst halt fest, ist weg. Weil deine Kreisbahn größer geworden ist durch das Beschleunigen.
Das hilft dir dann halt relativ wenig. So, jetzt arbeiten wir ein bisschen mit Zeitraffer. Ich lasse uns jetzt nämlich erstmal an die ganze Kiste ein bisschen ranrutschen. Und jetzt müssen wir an irgendeiner Stelle gucken, dass wir uns ein Abfangmanöver überlegen. Das ist dann, wir müssen ja irgendwann unseren Orbit mit seinem Orbit kreuzen lassen. So, und das ist ein bisschen Gefühlssache, ein bisschen Ausprobieren-Sache. Ich würde es jetzt mal hier probieren. Wie immer gilt, was ich tue, passiert auf der anderen Seite. Ihr bekommt hier so einen Marker, an dem ihr seht, was passieren würde. So. Und hier seht ihr, wenn wir das da machen würden, hätten wir hier das Ziel vor uns immer noch. Wir sind dahinter. Das heißt, wir müssen ihm noch mehr Zeit. Ups, jetzt bin ich auf irgendeinen falschen Knopf gekommen. Entschuldigt bitte. Das war nicht meine Intention. Zack. Also, wir geben nur ein bisschen Geschwindigkeit rein, um den Orbit zu erhöhen. So. Und jetzt sehen wir hier aber, dass das Ziel immer noch vor uns ist mit seiner Position. Also können wir das Ganze weiter verschieben vom Manöver her und sehen, dass die immer näher zueinander kommen. Auch hier kann man wieder mit rechts draufklicken. Und jetzt sehen wir hier noch einen Abstand von 6,8 Kilometern. Und mit der Verschiebung können wir hier so ein bisschen testen. Was können wir tun? 6,3, 6,2. Unter 10 Kilometer ist für die erste, nicht intuitiv, genau, sehr gut. Sehr gute Wortwahl. Unter 10 Kilometern in der ersten Annäherung ist schon mal super. Also, was ich euch empfehle bei Rendezvous am Anfang, sucht euch was, das ihr unter die 10 Kilometer kommt, gleicht dann einmal die Geschwindigkeit an, das machen wir jetzt gleich, und dann macht die Endannäherung. Also, so diese letzten paar Sachen, die kann man dann ein bisschen schöner auf Sicht fliegen. Später wird man besser darin, dann korrigiert man die Sachen nach, dass man jetzt gleich auf eine 100 Meter Annäherung kommt oder so. Das mache ich jetzt mit Absicht mal nicht. Sondern ich lasse es mal ein bisschen auseinander und werde dann die Korrektur danach machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr bei euren ersten Rendezvous eher so fliegt, also noch ein bisschen ungenauer, ist sehr viel höher, als dass ihr sofort beim ersten Rendezvous die Könige der Welt seid. So, ich spule das mal zum Manöver vor. Ist nur eine ganz kleine Zündung, 14 Meter pro Sekunde. Also wir verbrauchen da nicht viel von unserem Delta-V-Budget. Und dann werden wir uns jetzt gleich einmal dieses Manöver vornehmen. Noch einen Zeitraffer ran. Und dann drehe ich einmal unsere Kapsel. Also alles, was ich tue, findet hier gerade unten auf dem Navball statt. Gehe auf das blaue Manöver und warte, dass hier das Manöver kommt. So, wie ihr seht, ist das ein relativ stark Prograde gerichtetes Manöver. Er springt hier ab einer gewissen Annäherung mal auf Ziel um. Das könnt ihr, wenn ihr euch nicht verwirren lassen wollt, immer mit einem Klick erstmal auf Umlaufbahn zurückstellen. Ich erkläre euch gleich, was mit dem Zielmarker los ist. So, jetzt geben wir hier kurz ein bisschen Schub. Ich mache sogar nur ganz wenig rein und mit X wieder aus. Good enough. Und jetzt haben wir hier hinten eine Begegnung mit 6,3 Kilometern. So, ich klicke jetzt hier mal hin und werde mal so bisschen vorher vorspulen. So, wir nähern uns jetzt der ganzen Sache an. Normalerweise bekommt ihr das andere Raumschiff ab einer gewissen Entfernung auch angezeigt. Das ist für uns jetzt hier außen irgendwo kurz vor der Sonne. So, wenn ihr das nicht seht, drückt ihr mal einmal F4, dann kommen eigentlich diese Markierungen auch, ne? Einfach einmal F4 drücken. Nur F4, nicht Alt F4. Keine Verarsche, es ist nur F4. So, jetzt gehen wir mal auf den Target-Marker rüber. Wenn ihr auf dem Zielmarker seid, verändern sich eure Pro- und Retrogrades. Die beziehen sich jetzt nämlich auf das Ziel. Wir haben jetzt eine abweichende Geschwindigkeit von 62 Metern pro Sekunde zum Ziel. Wir wissen, unsere nächste Annäherung ist 6,3 Kilometer. Das ist hier. An dieser Stelle werden wir eine abweichende Geschwindigkeit von 56,5 Meter pro Sekunde sein. So. Die wollen wir dann runterbremsen. Die können wir jetzt, wenn das hier auf Ziel umgebaut ist, einbremsen, indem wir auf Retrograd. Das ist jetzt Retrograd zum Ziel. Also wir passen jetzt, das Ziel hat eine Flugrichtung, wir haben eine Flugrichtung und wenn ich das jetzt auf Null bringe, fliegen wir in die gleiche Richtung. Das heißt, wir schwenken auf den gleichen Orbit ein. Das heißt, ich passe meinen Orbit final an den Orbit meines Ziels an. Ich muss mich da noch ein bisschen ranpirschen, weil ich immer noch ein bisschen Abstand habe und dadurch können unsere Orbits nicht zu 100% gleich sein, werden also wieder abweichen. Aber ich schwenke erstmal auf eine ungefähr gleiche Geschwindigkeit ein. Und das machen wir jetzt. Wenn wir bei 6,3 Kilometer sind, gehe ich einfach auf Volllast des Triebwerks, bis wir Zielgeschwindigkeit sehr, sehr nah an 0 dran haben. Also 6,6, 6,5, bei 6,4 zünde ich dann einfach und wir gucken mal, was passiert.
Ja. Jetzt geht's los. So, ihr seht, die Geschwindigkeit gleicht sich jetzt sehr schnell an und ich kann das noch ein bisschen nachkorrigieren, damit wir nahe zueinander kommen. So, zack. Das wird sich jetzt wieder voneinander entfernen, einfach weil unsere Orbits nicht zu 100% gleich sein können. Ich bin ein bisschen tiefer unterwegs, meine Inklination ist ein bisschen anders und. Wir driften wieder auseinander. Das heißt, jetzt nutze ich diese Annäherung, die ich schon habe, um mich näher ran zu bewegen. Jetzt kommt der pinke Stuff ins Spiel. Pink-Kreis ist aufs Ziel zu. Das seht ihr auch, meine Nase ist jetzt ausgerichtet aufs Ziel. Was ich jetzt tue durch das Schubgeben ist, meinen Prograde-Marker daraufhin bewegen. Ich will, dass dieser Marker deckungsgleich mit dem Ziel ist. Dafür muss ich aber ein bisschen in die andere Richtung steuern, also ihn quasi hier rüber ziehen. Damit ziehe ich ihn quasi immer näher ran und kann dann hier auch sehen, wie mein nächstes Encounter aussehen wird. Zack. Zack. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Encounter vor hier sein wird. Also, jetzt bewege ich mich darauf zu. Ich korrigiere das jetzt immer mal wieder ein bisschen nach, weil ich immer wieder Abweichungen natürlich bekomme. Ein bisschen aufpassen müsst ihr, dass ihr eure Zielgeschwindigkeit jetzt nicht zu weit nach oben bringt. Aber sie sollte halt auch nicht zu gering sein. Das ist jetzt so dieser Part, es ein Stück weit überbrücken. Und jetzt kriegt ihr irgendwann diesen Marker hier vorne. Und jetzt können wir arbeiten. Jetzt können wir nämlich sagen, ich klinke den jetzt mit Rechtsklick ein und beginne zu korrigieren und gucke, was das für einen Effekt hat. Und das hat den Effekt, den ich haben will, nämlich, dass die Entfernung kleiner wird. Das heißt, ich ziehe den Marker hier gerade rüber und komme jetzt so langsam, aber sicher immer näher ran. Und den ziehe ich jetzt so lange runter, bis das irgendwann wird dieser Effekt aufhören. Irgendwann kippt das mal in eine andere Richtung. Unter 2 ist aber alles, was ich brauche. Und ich höre jetzt einfach mal bei 500 Meter auf. Und habe dann nochmal eine Relativgeschwindigkeit von 24,8 Meter, also ungefähr 25 Meter pro Sekunde. Das heißt, ich werde in 500 Meter Entfernung vorbeifliegen, werde mich aber mit 25 Meter pro Sekunde bewegen. Wenn wir das mal hochrechnen, sind das gute fast 100 km/h. Die will ich dann nochmal bremsen. Dadurch, dass ich jetzt dann sehr nah dran bin, sind unsere Orbits sehr, sehr, sehr ähnlich danach. Das heißt, wir werden in dieser Entfernung zueinander fast komplett unbewegt stehen bleiben. Das heißt, jetzt bin ich dann in einem Bereich, wo ich dann beginnen kann, den Kerbel zu retten. Das heißt, wir warten jetzt einfach auf die Annäherung. Und was ich schon mal machen kann, ist, mich auf das Ziel wieder retrograd zu drehen, also diesen gelben Marker wieder zu nehmen, um mich auf die Bremsung vorzubereiten. Ich mache jetzt einen ganz leichten Zeitraffer rein, dass ihr den Effekt ein bisschen deutlicher seht. So, wir kommen jetzt langsam ran. Und was schon erkennbar wird, ist, mein gelber Marker liegt nicht ganz auf dem pinken. Das ist auch gut. Warum macht man das zum Beispiel normalerweise auch bei der Annäherung an die ISS so? Das macht man so, weil, wenn jetzt irgendein Defekt auftreten würde, ramme ich nicht das andere Raumschiff, sondern ich fliege dran vorbei. Deshalb dauern diese Annäherungen zum Beispiel an Raumstationen auch immer so lange, weil man sich im Prinzip von Punkt zu Punkt bewegt und immer langsamer und immer vorsichtiger diese Sachen macht. In sehr grober Nachahmung machen wir quasi genau das gleiche gerade, wie auch so eine Annäherung ist. Wir gehen jetzt quasi auf einen Punkt, wo wir schon mal Sichtkontakt dann zum Raumschiff haben, wo wir dann weiter ranfliegen könnten für ein Docking. Nur müssen wir kein Docking weitermachen, deshalb müssen wir uns das jetzt gar nicht geben, sondern ich bremse jetzt gleich unsere Geschwindigkeit einmal runter. Wie ihr seht, mache ich das auch sehr, sehr vorsichtig. Wir werden jetzt hier irgendwo bei 500 und ein bisschen Metern auch stehen bleiben. Zack, und jetzt sind wir 520 Meter voneinander entfernt. So. Wir können das jetzt per Jetpack machen oder wir können das per Raumschiff machen. Ich mache es jetzt mal per Raumschiff, um mit euch ein bisschen zu üben, wie so ein Rendezvous funktioniert. Weil wenn wir jetzt sehr nah ranfliegen, haben wir eigentlich 95% von dem, was Docking ausmacht, schon gelernt. Das heißt, ihr sucht euch jetzt wieder diesen pinken runden Marker und fliegt weiter drauf zu. Jetzt wird nur sehr viel weniger Schub dazu kommen. Ihr seht, der spricht jetzt sehr viel schneller schon darauf an. Und jetzt guckt ihr mal, dass ihr die Geschwindigkeit auf ungefähr 5 Meter pro Sekunde bringt.
Das heißt nämlich bei 500 Meter Entfernung, dass ihr in 100 Sekunden, Achtung, ihr seid in 100 Sekunden da. Das dauert also noch ungefähr 2 Minuten, nicht mal mehr ganz, und ihr seid da. Das wird immer noch nicht der perfekte Treffer sein, aber man nähert sich jetzt so Stück für Stück an. Also solange diese Marker auch nur einen Tick weit voneinander abweichen, werdet ihr dran vorbeifliegen. Aber wir kommen jetzt schon mal sehr viel näher ran, nämlich auf unter 100 Meter, sagt die Prognose. Mit einem Geschwindigkeitsunterschied von 5,2 Metern pro Sekunde. Wenn wir das hochrechnen, sind das immer noch nicht ganz 20 km/h. Also man sollte da immer noch keine Berührung hinlegen. Ihr seht, da kommt dann der Bereich, wo man im Docking sehr, sehr vorsichtig sein muss. Das heißt, jetzt lassen wir uns erstmal mit dieser Geschwindigkeit randriften. So, ich kann währenddessen nochmal einen gemütlichen Schluck Cola nehmen und dann werden wir diese 5 Meter pro Sekunde auch nochmal ganz vorsichtig runterbremsen. Und dann habt ihr eigentlich, wenn ihr es schafft, unter 100 Meter neben einem anderen Raumschiff zu parken, habt ihr 95% von dem erfüllt, was für ein Docking nötig ist. Der Rest ist nur noch die kleine Feinarbeit, nachher die beiden Docking-Ports aneinander zu stecken. Das machen wir später. Also wahrscheinlich machen wir das später. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Auftrag noch kommen wird. Was wir jetzt aber erstmal machen, ist diese Geschwindigkeit angleichen, weil wir sind jetzt beinahe beieinander. Da sieht man auch schon den anderen Pod oder was auch immer das ist, rumfliegen. Und gleich sind wir parallel zueinander. Ich gebe jetzt immer so ganz kleine Bremsimpulse, um uns so nach und nach. Jetzt ist er, jetzt entfernt er sich schon wieder. Das heißt, jetzt können wir wirklich die Geschwindigkeit auf 0 setzen. So, und das Spiel können wir jetzt auch noch weiter verfeinern. Wir können jetzt von den 35 Metern, indem wir wieder auf den pinken Kreis gehen. Jetzt müsst ihr aber sehr, sehr vorsichtig arbeiten. Ich gebe jetzt so einen ganz kleinen Klick Shift rein. So, und ich gehe jetzt mit der Geschwindigkeit auf 1,5 Meter ungefähr pro Sekunde drauf. Das ist dann wieder eine Minute. Also Minuten sind immer ganz gute Reaktionszeiten. Mit größeren Raumschiffen braucht ihr nämlich auch länger, um euch zu drehen. Wir haben jetzt gerade den großen Vorteil, dass wir viel Zeit haben, uns zu drehen. So, das Rendezvous haben wir übrigens schon geschafft. Das war ein Rendezvous. Das sollte schon erledigt sein. Jetzt müssen wir aber noch den guten Mann da retten. Oder Frau, ich weiß nicht, was Ascent für ein Geschlecht ist. Das Körbel muss noch gerettet werden. So, und wie ihr seht, wir sind immer noch leicht abweichend. Das heißt, wir würden jetzt auch wieder, wenn ich nichts tue, an dem Pod vorbeifliegen. Aber wir können uns jetzt einfach mal, da wir sehr, sehr langsam uns nur noch bewegen, können wir jetzt sehr nah an die Geschichte rangehen und dann mit ganz, ganz viel Gefühl wieder vorsichtig reinbremsen, was auch geht. Ihr könnt mit Rechtsklick dieses Triebwerk auch Schub begrenzen. Dann habt ihr da noch ein bisschen mehr Option. So, und jetzt sind wir auf 6 Meter ran. Und jetzt können wir mit der Sternchen- oder Ü-Taste umschalten auf den anderen Pod. Und sobald, Ascent scheint männlich zu sein. So, sobald wir da soweit sind, können wir jetzt aussteigen und er kann mit seinem Jetpack, spätestens jetzt müsst ihr es mal üben, rüberfliegen. So, Licht anhilft, wenn man im Dunkeln ist. Und ansonsten WASD, Steuerung ist runter, Shift ist hoch. Und mit der Kamera bestimmt ihr die Richtung, also eure Blickrichtung mit der Kamera ist immer die W-Richtung, also die Vorwärtsrichtung. S ist rückwärts, D ist rechts, A ist links. Und jetzt bugsiert ihr euch damit, ihr habt relativ viel Platz. Wie gesagt, kleine Schubimpulse, niemals, niemals lange die Taste drücken. Da mal tut ihr euch keinen Gefallen. Man merkt das Product Placement. Was für ein Product Placement. Wieso? Was für ein Product Placement. Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe es nicht. Zack. An Bord gehen. So. Ach so. Ja, ich halte doch die Flasche schon immer so, dass man das Etikett gar nicht sieht. Vielleicht zum Kontext. Wir haben bei den Nachbarn natürlich auch, die haben Kids. Die spielen natürlich auch draußen, wenn das Wetter schön ist. Dürfen sie ja auch, sind ja im gleichen Haushalt. Und ich streame hier unterm Dach und da es heute sehr sonnig ist, habe ich das Fenster schon mal ein bisschen auf Kipp, weil es sonst sehr warm wird. Von daher...
Da kommen die Geräusche her. Ich habe hier keine Kinder, die ich in Käfighaltung halte. So, das war's. Wir haben ihn an Bord. Jetzt müssen wir ihn nur noch nach Hause bringen. Also, oh, ist auch ein Pilot. Sehr schön. Der hat dann auch gleich seinen ersten Stern. Wir versuchen mal wieder so nah wie möglich am Kerbin Space Center zu landen. Ich würde sagen, dazu machen wir mal einen hierher vorspulen und machen dann die Bremsung. Irgendwo in den Ozean vor dem KSC. Wichtig ist, dass ihr jetzt hier wieder umstellt auf Umlaufbahn und dann euch den Retrogradmarker sucht. Der ist immer auf der anderen Seite vom Prograde-Marker, falls ihr den findet. Zack. So. Sehr gut. Und jetzt können wir einmal die Bremse reinhauen. Wenn ihr ein anderes Objekt in der Nähe habt, dann guckt immer noch mal. So ist es total toll. Wenn wir jetzt zünden, fliegen wir davon weg. Wenn das jetzt hier wäre, wäre es gut, vorher vielleicht kurz in eine andere Richtung zu zünden, um nicht reinzufliegen. So ein RAM-Angriff ist immer sehr schwierig. Ab welchem Zeitpunkt sollte man sich entscheiden, Batterien mitzunehmen? Im Prinzip ab dem Zeitpunkt, wo du es für richtig hältst. Ich persönlich nehme die immer spätestens bei einer Moon-Landung mit. Spätestens. Man kann es auch schon bei einem Moon-Orbit machen. Wenn man viel steuert, ist es vielleicht sogar schon der Moon-Vorbeiflug. Wie ihr seht, ich komme im Moment, weil ich sehr wenig mit Lenkung arbeite, noch ganz gut klar mit dem integrierten Strom. Und die Triebwerke, fast alle Triebwerke außer der Terrier, erzeugen auch Strom, wenn sie gezündet werden. Von daher auch nochmal so ein Punkt. Achso, vielleicht, wenn ihr sowas macht und ihr hattet das Triebwerk runterreguliert, es hilft total, wenn man es wieder hochdreht, dann passiert auch was. So, ich bremse jetzt so ein bisschen runter, tatsächlich ein bisschen schnellerer Wiedereintritt, damit wir hier in der Nähe des KSCs runtergehen. Ich denke, so sollte das reichen. Ja, und den Rest Treibstoff können wir uns dann eigentlich von verabschieden. Den brauchen wir nicht mehr. Genau, man kann das auch so machen. So, und was wir jetzt gleich mal testen, ist Bremsfallschirm. Der ist nämlich ein bisschen eher zündbar als die Haupttriebwerke, als die Hauptfallschirme. Nee, ich habe keinen Product Placement Vertrag mit Cola unterschrieben. Außerdem ist Cola ist, glaube ich, auch keine Firma. So. Ich unterschreibe gar keine Product Placement Verträge. Das einzige Product Placement, was ihr bei mir regelmäßig sieht, ist Kerbal Space Program, weil ich das Spiel selber sehr mag und hauptsächlich spiele. Aber ansonsten, und auch dafür werde ich ehrlich gesagt nicht bezahlt. Es ist eigentlich erst Product Placement, wo man Kohle dafür kriegt, ne? Tut mir leid. So, jetzt sind wir in der Atmosphäre und schauen wir mal, was so passiert. So, wir werden jetzt wieder diesen kleinen Trick anwenden, den ich euch vorhin gezeigt hatte. Also wir werden jetzt gucken, dass wir unsere G-Last gering halten und so ein bisschen nach unten unseren Hitzeschild halten, um Auftrieb zu erzeugen. Und ihr seht jetzt schon den Unterschied. Guckt mal, während unsere Hauptschirme schon rot sind, ist der Bremsfallschirm nur gelb. Ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt aufmachen, aber der geht halt ein bisschen eher. Der geht halt ein bisschen eher auf. So, und mal zwischendurch. Big Mountaineer, Swally und Onokoko. Vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kermonauten. Wir tutorialen hier heute so ein bisschen vor uns hin. So, das kann man auch mal Target entfernen. So. Und üben, wie man KSP spielt. Genau, wenn. Gilt natürlich auch für alle anderen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerade auch zu dem Punkt, wo wir gerade sind im Tutorial oder irgendwelche Ergänzungen, haut die gerne in den Chat. Und wenn ich auf irgendwelche Chat-Kommandos hinweise, dann können die Leute, die das später bei YouTube sehen, guckt einfach in die Videobeschreibung, da packe ich die ganzen Links auch dann nochmal rein. So, wir sind jetzt im Wiedereintritt ganz gut unterwegs.
Nehmen uns mal so 25 Grad Neigung rein. Das sollte ganz gut passen. So, und wir können jetzt mal gucken währenddessen, was haben wir denn schon geschafft? Wir sind dem Moon wieder entkommen. Wir haben Vorbeiflug gemacht und das war vorhin schon. Rendezvous-Manöver und wir haben einen Crew-Transfer durchgeführt. Sehr schön. Wir haben diesen lustigen Fall schon getestet. Ja. Ja, das ist alles noch von vorhin. Ich habe es einfach nicht gelöscht, ne? Synchronisierter freier Fall ist keineswegs so toll, wie er sich anhört. Das war unser Rendezvous, dass wir das geschafft haben. Und wir haben ihn schon mal aus der Umlaufbahn gerettet. Der Auftrag ist aber noch nicht abgeschlossen. Wir müssen ihn nämlich noch lebend zurückbringen. So, das gelingt aber bisher auch ganz gut. So, und jetzt können wir Folgendes tun. Mal gucken, ob man die Korrektur tatsächlich sieht. Wir können jetzt zum Beispiel in diese Richtung korrigieren. Oh, er lässt mich das kaum machen. Und jetzt seht ihr das, wie sehr ist das verkürzt dadurch? Also man sieht jetzt eine deutliche Verkürzung auch der Landezone, dass die immer näher rankommt. Aber ich kriege jetzt kaum noch die genug Reaction Wheel dahinter, um ihn wirklich rüber zu bewegen. Also mehr als das gibt er mir fast gar nicht mehr im Moment. Das würde man normalerweise über Rollen machen, aber da die Kapseln hier zentriert sind, wird halt nichts mehr. Ja, vielleicht reicht es noch. Ja, nicht mehr. Nicht mehr ganz. Okay. Ich lasse ihn jetzt mal sein Ding machen. Come on. Also ich versuche ja massiv die aerodynamischen Eigenschaften dieser Kapsel zu missbrauchen, um ihn ein Stück weit runter zu bremsen. So, und wir können jetzt den Bremsfall schon mal aufmachen. Und der zieht uns jetzt auch nochmal ein bisschen was raus und müsste uns ganz gut abbremsen. Und hilft uns jetzt halt diese Schirme schneller in den grünen Bereich zu bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, Hitzeschild schon mal abwerfen. Das müsste uns eigentlich jetzt alles sehr, sehr gut nah ans KSC bringen. Ich bin mal gespannt, ob wir es... ich glaube, wir schaffen das noch nicht ins Wasser zu fallen, ja. Das sieht ganz gut aus. So, und der wird jetzt auch gleich aufgehen. Der Hitze... der Hitzeschild, sag ich schon. Der Bremsfallschirm. Damit wir schon mal vorgebremst werden. Also ich habe ihn jetzt mal auf 5000 Meter hochgestellt. Dann zieht er uns nämlich schon mal ein ganz gutes Stück Geschwindigkeit raus. Und wir können dann sehr viel entspannter die großen Schirme zünden. Und dann können wir den anderen einfach abtrennen. So, weil der gibt uns jetzt schon mal einen ganz guten Bremseffekt, aber halt nicht so heftig wie die anderen. Und jetzt könnte man zum Beispiel sowas machen, wenn wir es ganz konform machen wollen, ist es eigentlich so, dass wir den jetzt abtrennen und dann den anderen zu. So. Ja. Weil der ja sonst im Weg wäre. Bei KSP stört es tatsächlich nicht, aber nur für den, rein für den Rollenspielaspekt. So. Okay, da unten fliegt unser Hitzeschild. Und wir baumeln jetzt hier unterm Schirm und warten darauf, dass unsere Schirme komplett aufgehen. Das sieht aber auch ganz gut aus, denke ich mal. Wir können den hier ein bisschen früher aufmachen. Sieht auch ganz gut aus. So, und wie ihr seht, sind wir jetzt sehr, sehr langsam. Wir werden das also ganz knapp schaffen, diese Crew in lebendem Zustand zum Boden zurückzubringen. Und dann haben wir schon wieder den nächsten Auftrag erledigt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssten eigentlich... Wie berechnet man, wie viele Fallschirme man braucht? Bei Basic KSP ist es tatsächlich so ein bisschen sich rantasten Sache. Da gilt, glaube ich, im Zweifelsfall das Motto lieber zu viel als zu wenig. Mit anderen Mods wie Real Shoots und so weiter kann man das tatsächlich vorher berechnen, ob das safe enough ist. Aber so im Vanilla Erfahrungswerte. Tatsächlich Erfahrungswerte. So, und wir sind aufgesetzt. Was ist das hier? Kermans Küsten. Hatten wir noch nicht. Haben wir hier schon EVA gemacht? Ich glaube auch nicht. Nope. Sehr schön. Da haben wir sogar noch ein paar Wissenschaftsdaten eingeheimst mit unserer Mission. So, und jetzt gucken wir mal, womit es weitergeht. Ob wir jetzt docken müssen als nächstes oder ob wir schon zum Moon fliegen dürfen für einen Orbit. So, Valentina und Ascent haben beide ihren
ersten Stern erhalten und wir haben auch wieder ein paar Forschungspunkte einsacken können dafür. Und jetzt gucken wir mal, wohin die Reise weitergeht. Das heißt, erkunde den Moon. Also, Moon Orbit ist das nächste Thema. Wir dürfen in den Moon Orbit eintreten, um dort Erfahrungen zu sammeln. So, und da würde ich jetzt nämlich sagen, lasst uns doch gerne mal mit zwei Kürbels fliegen. Ich würde euch nämlich gerne mal zeigen, was ein Wissenschaftler Spannendes machen kann. Jetzt müssen wir nur einmal gucken. Das ist die 90-Punkte-Kategorie. Da können wir uns jetzt noch nichts rausziehen. Ist aber nicht so wild. Ich glaube, wir können das ein bisschen auf Basis der jetzigen Rakete bauen. Nur halt leicht angepasst. Ich gucke mal, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Nichts, was mich jetzt direkt ansprechen würde. So. Gut, dann lasst uns mal schauen. Also, ich würde sagen, lasst uns das Orbitalrettungsraumschiff als ein bisschen eine Grundlage dafür nehmen. Ich würde das jetzt nur ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, erweitern in letzter Instanz. Dass wir hier auf der Upper Stage ein bisschen mehr Delta-V-Budget haben, damit wir tatsächlich zum Moon fliegen können. Und nicht nur so eine halbe Reise antreten. So, und dann müssen wir mal gucken, ob der Rest unserer Rakete tatsächlich ausreicht. Ich habe nämlich so das ungute Gefühl, dass das hier dann ein bisschen knapp wird. Tatsächlich. Also, was ich jetzt mal machen würde, ich würde hier ein bisschen mehr Schwung hintersetzen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob das noch reicht. Just weit von 046. Das ist okay. Das ist relativ okay. 1,8, das ist nur noch so mittel okay. Wir müssen halt viel Schwung nehmen, ne? 1200, 2400, 2900. Das heißt, das reicht nicht in Orbit. Das heißt, hier sollten wir auf jeden Fall mehr Schub reinsetzen. Und hier nochmal Tank dazwischen tun. So. 2300. 3100 und ein bisschen. 3100 und ein bisschen ist schon mal eine gute Ansage. Damit kann man arbeiten. Und jetzt hätte ich gesagt, machen wir doch einfach Folgendes. Wir machen den klassischen Kerbal Space Program Ansatz. Mehr Booster. Wir vervielfachen einfach unsere Booster in der Hoffnung, dass ich damit gewichtstechnisch durchkomme. Damit komme ich durch, gewichtstechnisch. Wir haben noch keine anderen Booster, ne? Ne. Aber das sollte uns dann eigentlich die entsprechende... Trust Weight Ratio geben. Und Tyrion, vielen lieben Dank für den dritten Monat Resub. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, Alerts habe ich heute mal aus wegen eigentlich Tutorial für YouTube, aber weiß ja jeder, dass es ein Livestream war. Ja, die Delta-V-Anzeige soll auch auf Vakuum stehen tatsächlich. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir einmal hier gucken. 186 ist okay. Das passt. Also ich lasse den mitlaufen am Anfang. Das wird mir sonst zu knapp. Wir müssen halt mal gucken, ob das reicht, ne? Ob das wirklich reicht. So. So müsste es aber eigentlich funktionieren. Wir haben jetzt das Ding mit dabei. Wir haben... wir nehmen noch die Thermometer und so mit. Haben wir noch genug Bauteile? Ja, ne? Ja. Also. Das passt. Ich nehme noch ein Thermometer mit. Und ich nehme noch ein Barometer mit. Und ich nehme auch noch ein
Mystery Goo mit. So, wovon ich mich jetzt mal verabschiede, ist der hier. Den brauchen wir gerade nicht. Eigentlich müsste das ganz gut passen. Das könnte jetzt ein bisschen knapp werden, tatsächlich, in der... Nachdem wir die Booster abwerfen, dann müssen wir mal schauen, wie gut das funktioniert. Ob ich da noch genug Schub habe. Also an der Stelle ist es tatsächlich latent experimentell. Um es mal vorsichtig zu sagen. Aber das werden wir dann gleich sehen. Die Upper Stage hat auf jeden Fall mehr als genug Schub. 1000 raus. Ein paar hundert in Orbit. Jawohl, das passt. Okay. Ich würde sagen, wir probieren das mal. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen jetzt mal den lieben Jebediah und einen Wissenschaftler, den Bob, mit. Denn der liebe Bob kann als Wissenschaftler dieses Labor und dieses Ding hier resetten. Das heißt, wir können das an mehreren Stellen verwenden und danach wieder reinigen und nochmal benutzen. Genau, Ablator reduzieren wäre noch eine Möglichkeit. Da können wir tatsächlich ein bisschen was machen, indem wir zum Beispiel sagen, uns reichen 200 Ablator locker aus. Das gibt nochmal ein bisschen Gewicht raus. Dings ist hier nicht drin. Batterien haben wir bisher nur die kleinen und ich glaube, wir kommen mit 200 Strom ganz hervorragend klar. Ich will nichts senden, also noch keine Antenne. Das heißt, das wird unsere Moon-Rakete. Moon Orbiter 1. So. Lasst es uns probieren, ob das reicht. Da hätten wir noch eine schöne Mission. Mal gucken, ob die so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Also ich habe ein bisschen... Die Booster-Stage ist sauber. Nach den Boostern habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen, ob das hinhaut. Aber wir werden es sehen. Wir nehmen jetzt einfach mal schön Schwung und dann gucken wir mal, wo wir damit hinkommen. Auf geht's. So, ich fliege jetzt nur noch auf den Boostern. Und die geben auf jeden Fall ganz gut Stoff. So, der Gravity Turn läuft auch so halbwegs, sage ich mal. So richtig dolle ist er nicht, aber er ist besser als nix. Okay, 3, 2... Sind die Triebwerke wieder und Stage. Knappe Nummer, aber wir sind durch. Und wir sind jetzt bei 069. Das ist nicht so richtig gut. Jetzt müssen wir hoffen, dass gleich ein bisschen der Treibstoffverbrauch uns rettet. Ja, mir macht das Booster-Abkoppeln bei solchen Setups auch immer Angst, aber hat ja funktioniert. Man braucht nur genug Schwung und muss sauber im Kanal sein. So, ich gehe jetzt mal bewusst runter mit der Nase, damit wir beginnen, Geschwindigkeit aufzunehmen. So, wir sind ein bisschen schwach auf der Brust in dieser Stage, das muss ich wirklich sagen. Also die Stage ist nicht so toll, wie ich es mir wünschen würde. Aber wir haben durch die Booster ganz gut Speed aufgebaut. Das heißt, ich hoffe inständig, dass das ausreicht. Und wir mit der Geschwindigkeit arbeiten können. Wir sind bei etwas über 1 Thrust-Weight-Ratio. Wenn ich gucke, was wir noch hier an Delta-V-Budget haben und hier, wir kommen mit den Stages auf jeden Fall sauber in den Park-Orbit. Ich denke, das passt ganz gut. Genau, Justus, zu deiner Frage, der Neo hat es schon ganz gut beantwortet. Ab Mai werde ich wieder regelmäßiger Stream. Im Moment ist es ja dann eher so mal zwischendrin. Aber wir stagen jetzt sehr schnell rüber. Und so viel Platz mehr haben zur Apoapsis. Die sinkt auch noch recht fix, aber ich glaube, das passt. Wir haben 80 Kilometer Höhe schon, wir haben noch 40 Sekunden Zeit, wir müssen noch ein paar hundert Meter pro Sekunde aufbauen, also so 900 Meter pro Sekunde. Wir sind bei 0,5, das ist nicht super genial, muss ich ganz ehrlich sagen.
ein bisschen die Nase mal hoch, um uns Zeit zu kaufen. Aber es wird hoffentlich reichen. Mit jedem... Ich habe das schon wieder so schlecht gebaut, ne? Warum warnt mich keiner? Ich hab meine ganzen Experimente falsch angebaut. Die sind einfach an der falschen Stelle. Ich stage die gleich mit weg. Das ist ein bisschen dumm. Naja, wir fliegen halt heute in den Moon Orbit ohne Labor. So ist das manchmal. Komm, fang dich. Fang dich. Okay, wir beginnen jetzt ein bisschen zu sinken. Das sollte sich aber gleich geben. Ich gebe jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein, statt Höhe. Das spart Gewicht. Ja, das war aber trotzdem, das war dumm. Das war dumm. Vor allen Dingen, weil ich es im vorigen Flug ja schon falsch gemacht hatte. Ich habe es einfach nicht bemerkt. So, wir beginnen jetzt gerade wieder ein bisschen zu fallen. Ist aber nicht so wild. Das sollte sich gleich durch die Geschwindigkeit beheben. Aber das Bob überflüssig. Bob ist nie überflüssig. Bob ist ein total netter Kerl und eine sehr nette Gesellschaft für Jebediah. Und ihr seht, auch wenn man das Spiel schon lange spielt, baut man manchmal noch komische Raumschiffe, die so nicht funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. So. Schon ganz schön schnell mittlerweile, ne? Ich muss noch ein bisschen mehr Höhe in die Sache reinbringen. Ob das hier nicht in einem Desaster endet. Bisschen Schub geben. Ja, reicht das noch? Ja. Wir kommen in den High Orbit. Was ich jetzt mal kurz checke, ist, können wir umpumpen? Ne, wir können noch nicht umpumpen, schade. So. Okay. Aber was wir noch machen können, was jetzt hier so die kleine Rettung noch war, ist, wir können einen Orbit fliegen hoch in den High Over. Da habe ich, glaube ich, das Labor noch nicht gemacht. Da können wir zumindest einmal Labor noch mitnehmen. Labordaten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Crossfeed enablen kann tatsächlich dazwischen. Also ob alles dazwischen Crossfeed zulässt. Wenn es ginge, wäre es tatsächlich eine Möglichkeit. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Frachtraum öffnen. High Over haben wir schon mal. Den haben wir schon gemacht, glaube ich, ne? Ja. So, jetzt gucken wir mal, was wir kriegen, wenn wir Crossfeed enablen. Überkreuzzuleitung. Okay, also man könnte das Triebwerk schon mal weiterlaufen lassen. Pumpen kann ich einfach noch nicht, weil ich noch nicht das Upgrade gemacht habe. Aber ich könnte das Triebwerk weiterlaufen lassen. Die Frage ist natürlich so ein bisschen... So können wir es berechnen. So, 2000,
100 Delta V. Das ist tatsächlich okay. Ich kann meinen Fehler einfach durch Rekonfiguration meines Raumschiffes ausgleichen. Damit sollte das reichen. Ja, ich glaube, es ist das Upgrade von R&D, aber es ist egal. Ich muss es gar nicht. Ich muss es nicht umpumpen. Ich kann einfach tatsächlich mit dem Crossfeed arbeiten. Ich wollte nur eine saubere Berechnung sehen. Und das passt ganz gut. Das ist okay. Und dann können wir es für den Rückflug abwerfen. So, jetzt kann ich hier nämlich die Daten sammeln und wiederherstellen drücken. Das ist das, was ein Wissenschaftler kann. Der kann jetzt nämlich dafür sorgen, dass wir das Ding nochmal benutzen können, nachher am Moon. Das ist eine relativ schöne Sache. So, und was wir jetzt machen, ist natürlich ganz normal Richtung Moon fliegen. So, wie wir es geplant hatten. Also nicht jeder Fehler muss endgültig sein. Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, die meisten Sachen kann man ganz gut beheben. So, jetzt bringen wir uns hier mal einen schönen Vorbeiflug. Oh, ich finde so 30, 31 Kilometer ist doch für den Anfang schon mal gar nicht schlecht, oder? Juti, dann fliegen wir jetzt mal zum Moon mit unserer kleinen Rakete, an der mehr Sachen dranhängen, als wir das eigentlich wollten. Es kann sein, dass eine Triebwerksplatte keinen Crossfeed zulässt. Ich habe aber keine Triebwerksplatte dazwischen. Genau, Failure was never an option. So. Und für den Rückflug haben wir ja dann tatsächlich sogar noch ein bisschen Zusatzoption. Wir müssen ja tatsächlich nur ein einziges Mal das Labor in Space near the Moon abfeuern. Dann haben wir es ja schon. So, und jetzt kommt ein etwas längerer Burn. 1 Minute 42. Da hinten seht ihr den Moon auch gerade aufgehen. Wir zielen also fast schon drauf. Und damit werden wir uns jetzt rauspressen aus dem Erdorbit oder Kerbin Orbit in Richtung eines Moon-Encounters. Mit knapp 30 Kilometern Überflughöhe ist das auch ganz nett schon. Dann können wir uns direkt da einbremsen in den Orbit. Machen einmal unser Labor, dann können wir die ganzen Wissenschaftsdaten einsammeln und dann sind wir auch schon wieder auf dem Weg zurück, hoffe ich. Also beziehungsweise wir können noch ein paar. Wie es kurz das Geräusch für Ausbrennen macht, aber war alles gut. Danach können wir aber das Gewicht shedden, also dann können wir auf dem Rückflug noch ein bisschen effizienter arbeiten. Das Schöne ist, wir haben hier schon ein Terrier-Triebwerk, das ist relativ das ist relativ effizient. Der Haken an der Sache ist, dass es halt nicht besonders viel Schub gewährleistet. Also wir haben jetzt hier irgendwie eine Thrust-Weight-Ratio von 0,74. Das ist okay, aber ja, wird ausreichen müssen. Interessanterweise scheint durch mein Hin- und Hergeschalte der Sound des Triebwerks ausgefallen zu sein. Witzig. Okay, wir können aber schon mal in die nächste Stage wieder das packen, was eigentlich da hätte sein sollen, weil das wollte ich nur wissen für meine zukünftigen Reiseambitionen. So, das funktioniert aber alles wie geplant, ne? Ja, tut es. Das sieht auch ganz gut aus. Im All hört ich niemand pusten. Ja, genau genommen ist es ja korrekt, aber es macht das Spiel dann akustisch doch etwas langweilig. Ich find's schon okay, dass da diese leichte Unkorrektheit, Inkorrektheit drin ist. Ich kann da ganz hervorragend mit leben. Oh, da ist es wieder. Sound ist zurück. 30 Kilometer, check. Okay, cool. So, das ist eigentlich auch ein Encounter, wo uns nichts passieren kann. Also dieser Encounter vom Moon wird auf jeden Fall stattfinden.
Ich kann jetzt mal ganz entspannt den Zeitraffer anwerfen. So, und wir werden uns jetzt in die Moon-Umlaufbahn reinbrennen. Und zwar, indem wir hier so gleich unser nächstes Bremsmanöver machen. Das plane ich schon mal ein. So, das sind 283 Meter pro Sekunde. Genau da wollen wir jetzt gleich auch einmal hin. Ich will nur noch nicht ganz so nah ran, ehrlich gesagt. Ich würde gerne da so hin. Und zwar, weil ich gerne vorher schon mal... Also Retrograd ist voll okay für mich. Ich würde mich vorher gerne das Experiment einmal abfeiern. Oder die Experimente. Die dann einmal kurz einsammeln. Mal gucken, ob wir das rechtzeitig hinbekommen. Aber müsste eigentlich funktionieren. Ich glaube bei, boah, jetzt muss ich kurz lügen, 55 Kilometern oder so. Below 60? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo da den Dreh. Müsste der Moon normalerweise seine In-Space Near haben. Kalimi auf Gravity Assists würde ich später eingehen. Das ist jetzt ein bisschen zu viel gewollt. So, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es unter 60 ist. Ja, ist es. Okay, sehr schön. Was wir jetzt nämlich machen können, ist einmal, ich beobachte jetzt hier alles durch, ist ein bisschen dunkel, aber im Großen und Ganzen kriegt man das hin. Druckdaten protokollieren. Wir haben da nämlich noch 2 Minuten 33, um das einzusammeln. Temperatur protokollieren und wir machen noch einen Crewbericht. Zack. Und jetzt gleich noch einen wissenschaftlichen Ausflug. Da hilft uns jetzt das Licht am Kürbel sehr. So, wir haben jetzt hier einmal den EVA-Bericht, den können wir auch noch nehmen. Und jetzt habt ihr schon gesehen über Moons Ostkrater. Also EVA funktioniert natürlich auch wieder in mehreren Konfigurationen. So, okay. So, die Daten haben wir mal alle. Das ist Wiederherstellen ist jetzt eher optional. Moin, Demos. So, und Mercat in Space, vielen lieben Dank fürs Follow. So, wir haben jetzt alles hier eingesackt. Ich gehe jetzt nochmal raus und gucke, ob wir schon über ein anderes Biom gekommen sind. Ja, Moons Hochland, genau. Das können wir nochmal einsammeln. So, und was wir jetzt machen, wir haben noch 1 Minute 10 Zeit. Wir richten uns aus. Und wir können jetzt schon mal uns eigentlich von dem Part hier unten verabschieden. Wir brauchen das wirklich nicht mehr. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Delta V zur Verfügung. Das heißt, ich stage jetzt einmal. Das hat nicht gut funktioniert, weil ich das umgebaut habe. Ich stage jetzt nochmal. So, und jetzt sind wir da, wo wir eigentlich hin wollten. Vorhin und ich habe die ganzen Wissenschaftsdaten aber aus dem Ding rausgezogen und die mit in unserer Kapsel drin. Genau. Ich kann auch mal ganz kurz gucken, ob hier noch was anderes kam als Moons Hochland. Nö. Das heißt, ich bleibe jetzt erstmal drin. Wir haben noch 30 Sekunden Zeit und dann bremsen wir uns einmal kurz in den Moon Orbit ein. Noch ist es nämlich ein Vorbeiflug. Die Drehrichtung ist eigentlich im Normalfall immer die gleiche und ansonsten hätte ich nämlich auch gesagt, wenn du es wirklich sehen willst, den Zeitraffer eigentlich. Eigentlich den Zeitraffer. Und von
So, wir brennen uns jetzt hier in die Umlaufbahn. Und haben damit den nächsten Auftrag erfüllt. Wir müssen gleich mal gucken, ob es noch einen Folgeauftrag gibt. Sowas wie Umlaufbahn verlassen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen noch zurückkommen. So. Oh, das ist fast ein bisschen arg knapp. Ich gehe mal Prograde. Das ist mir ein bisschen zu knapp. Ich glaube, die höchste Erhebung sind so 10,6 Kilometer oder so. Ich weiß gar nicht genau. Aber auf jeden Fall, wenn ihr über 11 bleibt, sollte euch eigentlich nichts passieren. So, sehr schön. Wir haben jetzt die Möglichkeit hier... Ach, guck mal, mit Kerbin im Hintergrund. Noch diverse Biome abzugrasen. Auch da wieder die schöne Möglichkeit, sehr viele verschiedene Dinge abzugrasen und damit Science-Punkte zu sammeln, wie ein großer. Auch das funktioniert natürlich wieder super aus einem Polarorbit, den ich jetzt doch nicht angeflogen habe, aber vorhin fleißig angedroht habe. Inland hatten wir gerade schon. Okay, wir können über diesen Krater noch drüber gehen. Ja, oder diese Craters könnten auch noch funktionieren. Vielleicht bin ich nah genug dran. Das dürfte Midland Craters sein. Und sieht halt auch schon echt schick aus, wenn man hier unterwegs ist. Ne, Hochland hatten wir schon. So, das heißt, wir gehen jetzt über... Nö. Die sind nicht verschenkt. Die sind ja nicht, biomsensitiv. Also ich hätte jetzt nichts Neues bekommen mehr auf diesem Biom. Die sind ja nur Space near the Moon. Also von daher müsste das eigentlich... Zack. Müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Direkt über Moons Ostkrater Wand. Heißt das, im Ostkrater gibt es nochmal was? Nee. Genau, es gibt im Kerbal-Wiki eine Biom-Map. Die gibt es noch an anderen Orten auch, aber die können da ganz interessant sein. So, wir probieren mal hier diesen Crater noch zu erwischen. Der müsste eigentlich auch noch zu einer Biomsammlung gehören. Mal gucken. Binnenkrater, hervorragend. Die Binnenkrater, wer kennt sie nicht? So, und dann gucken wir mal, dass wir den großen hier noch kriegen. Ich würde mal mittendrin auch einmal anhalten, einfach um zu gucken, ob da irgendwas ist, wo wir noch nicht waren. Ich vermute, es ist Binnenland, aber... Zack. Noch nicht. So, wir kommen jetzt gerade in den Krater rein. Rückkrater. Los geht's. Ihr seht, wir sammeln hier gerade richtig was ein. Und Zoeline, vielen lieben Dank für den Resub. Alarme sind heute mal ausgeschaltet, damit das nicht ganz so rummüllt. So, wir können hier dieses Becken nochmal probieren und dann hätte ich gesagt, machen wir uns auf den Rückweg. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas bringt. Auch Binnenlande. Okay. Also, wir haben einiges an Biomen angeflogen. Juti, dann lasst uns mal gucken. Das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Hier irgendwo starten. Ja, war sogar schon ein bisschen zu viel. Hm, nicht ganz so viel Schwung nehmen. So, dass wir hier einen direkten Exit mit Rückkehr fliegen. Wie sagt es ja bereits, 35 Kilometer ist ganz gut anzupeilen. Das funktioniert eigentlich sehr verlässlich. So, dann haben wir jetzt nochmal 279 Meter pro Sekunde
runterzubremsen. Runterzubremsen, zu beschleunigen. Natürlich in dem Falle. Und dann geht's schon wieder nach Hause. Zuhören, das freut mich. Das freut mich, dass du gerne zuguckst. Und dabei auch weiterhin ganz viel Spaß. Auch wenn es gerade ein bisschen dünn ist mit den Streams. Aber das wird ja auch wieder besser. Inclination-Change auf inklusive Rückflug. Ah, ich glaube, kompletter Inclination-Change auf dem Polarorbit wird knapp, meine ich. Aber so ein bisschen, um noch so ein paar andere Sachen abzukrabbeln, bestimmt. Aber ich will es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich glaube, das Prinzip ist klar. Und hier kann man sich wirklich gut Wissenschaftspunkte holen. Also wirklich gut. So. Wie hoch haben wir jetzt? 34. Das ist okay. Ja, hier kann man sich halt echt einiges abfrühstücken nochmal. Und immer schön dranbleiben und versuchen, Binnenland haben wir halt schon, all die Biome mitzunehmen. Wie gesagt, aus einer Polarumlaufbahn mit ein bisschen Zeit, dauert halt 6 Tage, bis sich der Moon durchgedreht hat einmal, kann man richtig, richtig viel abfrühstücken. Das hilft auf jeden Fall. So, und jetzt werden wir hier unseren Restsprit tatsächlich nutzen, um ein bisschen ziviler zurückzukommen. Ich mach mal hierhin vorspulen. So, wir werden jetzt mal eine kleine Bremsung durchführen, tatsächlich, bevor wir wieder eintreten. Genau, 25 Kilometer funktionieren auch ab 35. Ich denke, ein bisschen mehr als 35 geht auch noch tatsächlich. Also auf jeden Fall killt's euch nicht. Ihr kriegt halt ein bisschen höhere Gehbelastung, wenn ihr tiefer reingeht. Aber es ist jetzt nichts, was einen irgendwie komplett aus der Bahn wirft, um es mal so zu formulieren. So, wir werden noch ein bisschen näher rangehen. So, jetzt. Und ich probiere jetzt mal mit so einem mittelhohen Approach. Ein bisschen flacher sogar noch. Ich gucke mir hier an, wie die Piripsis läuft. Ich will die so ungefähr um die 35 Kilometer drumherum halten. Wenn ich flacher gehe, senke ich sie. Wenn ich höher gehe, also höher im Sinne von mehr ins Blaue rein, steigere ich sie wieder. Ich nutze jetzt einfach nur meinen Sprit, den ich noch habe, um die Umlaufbahn schon mal ein bisschen anzupassen. Ich glaube, ich ziehe sie tatsächlich mal bewusst hoch. Ich habe noch so viel Sprit. Genau, also den Hinflug, also wenn man in polaren Orbit vom Moon will, sollte man eigentlich immer auf dem Hinflug dieses Anliegen erledigen, weil es dann wirklich sehr billig zu haben ist und sehr, sehr wenig Delta V, die ihr investieren müsst. Man muss halt dran denken. Nicht so wie ich jetzt einfach losfliegen, oh ja, passt schon. Dann kommt da halt nicht viel bei rum. So, und jetzt kriegen wir sehr, sehr wenig Belastung gleich rein bei unserem Anflug. Das sollte gleich ziemlich entspannt laufen hier. Höhe von 92 Kilometern, das heißt, jetzt sieht auch ganz gut aus. Und leergebrannt bei 34,2 Kilometer Periapsis, das passt ganz gut. Jetzt können wir das hier einfach wegschmeißen. Braucht jetzt kein Mensch mehr. Weil es geht, gucken wir nochmal, ob wir zufällig über einem Biom sind, was wir vielleicht noch nicht hatten. Wasser hatten wir schon. Okay. Juti, dann würde ich sagen, Wiedereintritt all the way. Und das machen wir jetzt mal mit dem Physics-Zeitraffer. Also wir sollten eigentlich ganz gut arbeiten können. Um uns
uns da gleich rein zu bremsen. Und Demos, vielen lieben Dank für den 25. Monat Sub. Dankeschön. Weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So. Ihr seht, da passiert jetzt nicht besonders viel Spektakuläres, weil wir ja wirklich schon sehr stark abgebremst haben vorher. Und auch unser Ablator wird sich nur sehr überschaubar verbrauchen. Und dann haben wir nämlich unseren Moon Orbit auch schon abgeschlossen. Und ich denke mal, ich bin ziemlich, ziemlich sicher, wir kriegen jetzt bestimmt noch eine Docking- oder Rendezvous-Mission im Moon Orbit. So, ich nehme jetzt meinen Zeitraffer raus, damit unsere Sachen hier fertig werden können. Und dann reden wir direkt schon über eine Moon-Landung. Und mein Vorschlag wäre, so als kleine Teaser-Ankündigung, damit ihr nicht verhungert auf der Pausestrecke, dass wir so einen Stream wie heute, also ich würde jetzt, glaube ich, nach dieser Mission für heute dann auch Schluss machen. Ich suche euch noch einen schönen Raid, dass wir nächstes Mal quasi die zweite Folge dieses sehr großen Tutorial-Blocks machen, indem wir dann Moonlandung, Minmus und interplanetares Reisen tatsächlich mal abfrühstücken, um das mal gezeigt zu haben. Ich mache jetzt die Schirme schon mal startklar. Genau, weil dann können wir da die Fragen noch beantworten. Ich würde mal schauen, ob ich es packe. Oh, der Ostersonntag ist das ja dann, oder? Das müsste eigentlich ganz gut hinhauen. Wieder so ungefähr dieses Zeitfenster anzupeilen, also so 13 bis 17 Uhr. Ich glaube, das ist relativ angenehm. Da ist man mit Mittag potenziell durch. Man ist noch nicht beim Abendessen angekommen. Und 4 Stunden sind auch ein sehr schöner Zeitrahmen, um ein bisschen was zu schaffen. Genau, und dann müsst ihr euch nicht ärgern, weil zu Ostern kann man sich dann nicht mit Freunden treffen. Das ist dann aber auch gar nicht so wild. Oder mit Familie, weil man ja zu Hause bleiben soll. Sondern wir können gemeinsam ein bisschen KSP spielen und den ein oder anderen Planeten erkunden. So, jetzt gehe ich hier nochmal ein bisschen mehr in den Zeitraffer rein, damit wir noch näher an den Planeten kommen. Und dann haben wir eine schöne Alternativbeschäftigung, weil man ja noch nirgendwo hin darf, ne? Leute, ich glaube, das passt ganz gut. Also nur, dass ihr es schon mal gehört habt, dann, ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass wir dann nächsten Sonntag damit weitermachen, okay? Jo, wir warten jetzt noch ganz kurz, dass das zweite Pärchen Schirme aufgeht. Das wird einen kurzen Moment dauern, denke ich mal. Genau. Ja, ich hatte gedacht, ich komme irgendwie nicht dazu, so richtig ein 1.9er Tutorial zu machen. Und ich dachte, das war das second next best thing, ist einfach zu sagen, wir machen ein Live-Tutorial und ich stelle das bei YouTube auch online. Weil wer es bei YouTube guckt, kann ja dann einfach an der Stelle, wo er ist, Pause machen oder... Ihr schreibt in den Kommentaren als Zuschauer noch ein paar Time-Marks rein, wo ihr sagt, so hier bei 2 Stunden siehst du die ersten Mondvorbeiflug und solche Geschichten. Also von daher, man kann das ja ganz, ganz schick variieren, was man draus macht. Ich sehe nicht so richtig, wir sind irgendwie, es sieht nach Bäumen aus. Irgendwie sieht es nach so einem Kreis aus Bäumen aus, wo wir landen. Ob unser Landeplatz markiert wäre. Fallen wir in so eine Art Krater rein oder sowas? Sieht ziemlich nach so einem Tal aus, ne? Müssen wir gleich mal gucken, wenn wir gelandet sind, ob das ein Spezialbiom ist. Haben in der Virensaison die Views auf deinem YouTube total zugenommen? Nein, die haben in der KSP Free Weekend Saison sehr stark zugenommen. Also ich kann euch anhand meiner YouTube-Klickzahlen immer sehr gut sagen, ob gerade ein KSP-Sale stattfindet. Und das Free Weekend hat man sehr deutlich gemerkt. Also von daher... nein, das nicht, aber die KSP-Free-Sachen, das merke ich sehr, sehr deutlich. So, Eva-Bericht, wo sind wir denn hier? Körbens Hochland. Warum nicht? Dann, wartet mal, Daten nehmen. Datenstone, nochmal einsteigen. Dann können wir hier bestimmt noch einen Crew-Bericht nehmen. Und dann haben wir sehr, sehr erfolgreich
auch diese Mission abgeschlossen und jetzt gucken wir mal noch rein, was uns am voraussichtlich nächsten Sonntag dann erwartet. Als nächste Mission, ich glaube, es wird ein Rendezvous in der Moon-Umlaufbahn sein, aber wir schauen mal. Es ist Lande auf dem Moon direkt schon. Okay, das heißt, unsere nächsten Aufträge werden sein: Bringe einen Moonstein mit, erkunde den Moon. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um den Moon. Ach komm, das nehmen wir auch noch mit. Nächstes Mal machen wir ganz viele Sachen auf dem Moon, so geflogene Beobachtungen. Das ist auch nochmal interessant zu sehen, wie es funktioniert. Leute, damit vielen lieben Dank erstmal fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal mit dem Tutorial.